Oh, hallo Chat. Oh. Uiuiuiui. Hat er Duty getan. Das war bitter nötig. 5 Kilo leichter. Uiuiuiui. Oh. 2 Kilo leichter, mindestens. Genau das, Scottie Pippen. So, Formel 1 ist wie immer nichts passiert, oder? Dass Ricardo immer noch vor Hamilton ist, finde ich eine wilde Nummer. Krass. Heftig. Da hast du heute schon Fortnite gezockt. Ja, hab ich schon. Hallo. Oh. Hallo. Hallo, Jay. Na? Sag mal, wie steht's? Wie lange bist du schon live? 13 Stunden, 16 Minuten aktuell. Okay, und von der Skala von 1 bis 10, 10 ist topfit, wo würdest du dich reinpacken? 10. Oh, ein Macher. Also ich bin wirklich topfit. Ich habe gerade ein bisschen zugeschaut beim Horror-Game. Ich hab allein da ein paar Punkte auf der Skala verloren. Das ist der Horror. Es ist wirklich das hat mich fertig gemacht. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Wir werden das gleich auch noch mal kurz ein bisschen weiterspielen. Also gleich nach dem Stream. Und dann, ja, werde ich noch mal ein bisschen weinen. Ich muss da erstmal ein bisschen Props rausgeben, dass ihr so einen 120-Stunden-Stream macht. Also ihr Pizmeet-Jungs, ey, jeder ein 24er. Das ist schon sehr, sehr, sehr coole Aktion. Dankeschön, aber das ist auch sehr, sehr geil. Ich finde das eine coole Sache. Chat freut sich oder Zuschauer freuen sich da auch mal sehr drüber. Das ist immer so ein Highlight. Ja, haben wir Anfang des Jahres das erste Mal gemacht und ja, immer geile Challenges. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ich bin aktuell noch beim Ekel-Cocktail. Nee, erzähl mal. Was musst du machen? Für jedes Dortmund-Tor und für jeden Cincy-Touchdown gibt's was Gutes in den Topf. Und für jetzt das Frankfurt-Tor und für jeden 49ers-Touchdown geht's was Schlechtes in das Töpfchen. Ey, du weißt, das kann das schon ein High-Scoring-Game werden, ne? Ich weiß, und das Spiel ist 3-3 ausgegangen von Dortmund gegen Frankfurt. Das heißt, in meinem Töpfchen ist bislang das Gute, das ist Milch, Bananenshake-Pulver und Zucker. Oh, sehr gut. Das Schlechte, eine Gewürzgurke, Senf und eingelegte Pfefferkörner. Das Alter. Wird alles schön in den Mixer geworfen, dann wird das gesoffen. Oh mein Gott. Das machst du am Ende vom Stream, oder wann? Am Ende vom Spiel. Oh, ja, da reacte ich drauf. Das will ich sehen. Dann gibt's noch, und dann, also für jeden Cincy-Touchdown gibt es jetzt noch Apfel und Zimt als nächstes drauf. Und dann fange ich wieder bei Milch an. Alter, Jay, und du. Beim 49ers. Hat Frau Eieruhr einen Eimer bereitgestellt? Ich glaube, den Eimer werde ich mir safe bei der 5. Challenge holen. Die ist aber noch geheim und das habe ich noch nicht veröffentlicht, was das ist. Aber okay, das wird schlimmer als der Ekel-Cocktail, das sage ich dir jetzt schon. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Vielleicht sollten wir kurz mal erwähnen, weil es ja schon 5 Minuten losgeht, was wir vorhaben. Also ich glaube, die meisten von deinen Leuten wissen es ja schon. Wir gucken gleich gemeinsam die Cincinnati Bengals gegen die San Francisco 49ers, also American Football. Und ich habe für Jay tatsächlich auf die Bengals getippt. Also die Bengals sind hier eher der Underdog in diesem Spiel, weil die 49ers eigentlich ein gutes Team sind. Das doch nicht. Naja, die haben die letzten beiden Spiele verloren, die 49ers. Ja, deswegen hassen die doch jetzt alles. Ich geb dir ein bisschen was Positives. Die Bengals kommen von der Bye Week, also die haben Pause gehabt. Das wird. Ich glaub dran. Aha, okay. Ja, Jinx ist. Ich glaube, der Pizmeet-Chat kennt mich auch schon als Jinxer. Das ist so weggejinxed, Alter. Ja. Okay, geil. Also ich würde sagen, wir machen uns das Einzelspiel auf und ich habe hier auf dem zweiten Monitor noch die Red Zone einfach. Ja, die Red Zone werde ich auch noch angucken, ja. So nebenbei, weil das interessiert mich natürlich auch, wie die Ravens spielen. Ich hoffe natürlich an meiner Stelle, dass die das nicht gewinnen, weil, ne, innerhalb der Division und so. Schon klar. Ja, ich gegen die Ravens, sondern die sind halt einfach nur nervig, weil sie in der eigenen Division sind. Ich bin Patriots-Fan und mein Podcast-Kollege ist Dolphins-Fan. Die Dolphins... Das tut am meisten weh. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ich habe auch hier beide Chats aufgemacht. Also ich lese meinen eigenen und den von euch natürlich. Na gut. Weißt du, ob Chris auch noch kommen wollte Ich habe mit Chris geschrieben, also ich habe ihn erstmal, also seine Stories haben wir schon viel verraten von dem, wie sein 24er war. Also wenn ihr Chris Insta-Story nicht gesehen habt, macht das bitte. Der Mann ist ein bisschen durch. Er sieht gut aus. Der ist ein bisschen durch. Und ich glaube, er kränkelt. Deswegen habe ich ihm jetzt gesagt,
dann ruhe ich lieber aus nicht und wir machen das dann. Er hat gesagt, nächste Woche, dann machen wir es einfach nächste Woche. Also ich glaube, wir sind zu zweit, beziehungsweise. Moment, nächste Woche sind wir im Stadion. Oh. Und will er denn da gucken? Ah, dann also, halt das nächste ich glaub, Mal. Also vielleicht ist er auch nächste Woche schon wieder zurück. Ach, ihr seid bei Chiefs Dolphins oder was? Oder ja. Ah, geil. Mega oh gut. Yeah. Oh Junge, yeah. Einfach mal Holmes gegen Tua, das wird geil. Oh yeah. Okay, wenn du Taylor Swift geil. Siehst, machst du ein Selfie, ja? Also Taylor Swift, ja. Ein Foto machen. Ja. Ja. Ich bin auch nicht alleine. Also ich habe statt Chris einfach meine Freundin jetzt neben mir gepackt. Die hat auch noch nie Football gesehen. Also es kann sein, dass wir die eine oder andere Frage bekommen. Was ist das jetzt? Das müssen wir dann erklären. Aber generell Chat, ne? Ich glaube. Stell mal kurz deine Freundin für unseren Chat vor. Hi. Oder sie soll sich selber vorstellen. Ja, warum muss ich das machen? Gottchen. Stell dich vor. Ja, hi, ich bin Juni. Ich bin die Freundin von Mike. Ich hoffe, ihr hört mich genug. Ich habe gar keine Ahnung von Football. Ich habe einmal, musste ich Footballer vorlesen von so Stickern. Und das war lustig. Ich glaube, das war der Witz des Abends. Ja, ich bin eigentlich. Du warst auf der Polaris, auch, oder? Ja, ich war auf der Polaris, genau. Aber da haben wir uns nicht gesehen. Nee, ich habe nur Bram gesehen. Und Lena zusammen, ja. Also Juni genau. Streamt auch, die kommt selber von einem 12-Stunden-Stream am Freitag. Ah oh ja, dann ist sie ja ganz entspannt. Ja, aber ich finde es krass, dass du nach 13 Stunden noch so fit bist. Also ich war die letzte Stunde von meinem 12er, das war allerdings auch um 23 Uhr, dann 24 Uhr. Ich war komplett im Eimer. Also ich glaube aber, das ist so ein Einstellungsding. Ich weiß ja, dass ich jetzt noch 11 Stunden machen muss. Okay, oder stimmt. Kann ich jetzt nicht kaputt sein? Ach so, ja, stimmt. Sie ist ein bisschen leise, finde ich, schreibt gerade Tinkerbell in den PeaceMe-Chat. Ja, ich kann mein Mikrofon auf den ganzen Raum stellen, aber ich habe dann Angst, dass die Qualität bis nach unten geht. Ja, klingen wir jetzt so sehr hallend oder geht das so von der Qualität klar? Ich denke, das geht. Das geht klar. Ich wollte in den PeaceMe und meinen Chat noch reinfragen. Vielleicht von der Skala von 1 bis 10, wie viel Plan ihr von Football habt? Damit wir mal checken, wie viele Anfänger wir haben und wie viele Experten. Vielleicht 10 ist jetzt. 10 von 10. Ihr könnt auch RTL theoretisch anmachen, da wird das, glaube ich, auch übertragen, oder? Aber ich glaube, die sind ein bisschen vor uns. Ah, guck mal, relativ niedrige Zahlen, oder? Das geht nicht so schnell. Ja, ein paar Neuner sind dabei, aber ein paar Nuller, ne? Also, Chat, ihr könnt, also so haben Chris und ich das immer gemacht. Wenn ihr Fragen habt, dann können wir das gerne erklären. Ja, finde ich eine gute Sache. Zum Gucken. Bin ja auch erst seit 2 Jahren dabei, so, ne? Also. Ja, aber ich habe auch nicht der Obercrack. Ich habe selten jemanden erlebt, der seit 2 Jahren dabei ist und schon so leidenschaftlich Fan von der Mannschaft ist. Das finde ich sehr sympathisch, Jay. Ich finde es sehr cool, wie du das machst. Wenn das ein spannendes Spiel ist, werde ich ja gleich rumlaufen in diesem Zimmer. Kannst du Gift drauf nehmen. Kann ich fragen, wie du darauf gekommen bist, dass das deine Mannschaft ist? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe angefangen, bei unseren Twitch-Mods Football zu gucken. Ich glaube, vor 2 Jahren. Und da habe ich einfach so erstmal mitgeguckt. Und das war halt ganz witzig. Und ich habe halt immer, weil wir halt 2 Packers-Fans bei uns in der Gruppe haben, habe ich mich immer drüber lustig gemacht. Hahaha, ich werde Vikings-Fan, weil die hassen natürlich auch die Vikings, die Packers. Und dann ist das immer so ein Ding. Und dann habe ich immer so ein bisschen gekabbelt und so, also Trash-getalkt. Und dann hat man sich so 5, 6 Spiele angeguckt. Das war dann irgendwie so ab 8., 9. Woche oder sowas, wo ich dann quasi irgendwann gesagt habe, so, ich hab mich jetzt entschieden, ich habe auch immer mal nachgefragt, wovon man denn Fan werden soll, dann kam dann immer die Ha-ha-ha-Antwort, du sollst Packers-Fan werden, ha-ha-ha-ha-ha. Da habe ich gesagt, ich will aber was anderes haben, was halt, ja, also Patriots wollte ich halt auch nicht werden, weil Patriots halt so die Bayern sind, theoretisch. Das stimmt doch gar nicht, wir sind so scheiße, ja, wir sind nicht halt Bayern. Jetzt scheiße, da wusste ich ja alles nicht, wie das funktioniert. Aber ich wollte halt irgendwas sein, was halt aufstrebend ist. Ich wollte nicht das beste Team haben, ich wollte was Aufstrebendes haben. Und dann wurde mir gesagt, so, ja, Joe Burrow ist richtig geil, Bengals sind im Rebuild, ist perfekt, werd Bengals-Fan. Und dann wurden mir auch noch die Chargers ans Herz gelegt. Und dann habe ich geguckt, welche Trikots und Jerseys ich geiler finde. Und dann finde ich halt die Bengals-Jerseys geiler als die von den Chargers, weil die halt so Schalke blau waren. Der wahre Grund ist, er mag bengalische Tiger. Und das fand ich auch cool. Ja. Der Tiger ist halt auch cool. Also müsst ihr erklären, der bengalische Tiger ist quasi das Maskottchen, das Logo der. Ja, sozusagen, ja. Und letztendlich ist es dann halt, sind es die Bengals geworden. Und dann habe ich mich halt dann auch wirklich dann damit beschäftigt, mit den Spielern und so weiter. Und ja, dann war natürlich das Glückliche, dass die halt dann auch noch so eine insane Season gespielt haben bis in Super Bowl. Das war aber nicht so. Die waren zum, ich weiß nicht, Woche 9 oder sowas, waren die, glaube ich, irgendwie gar nicht mal so gut. Standen die 7, 8 oder? Nee, kann ja gar nicht. Also Woche 9. Ich finde, das standen Jay, die schlecht.
Ich finde, dass sie eine gute Wahl getroffen hat, muss man sagen. Es ist schon ein sympathisches 4, Team. 4-5 oder 5-4 oder irgendwie sowas standen die. Die standen nicht so, dass die Super Bowl-Contender sind. Also, das habe ich mir definitiv nicht als Super Bowl-Contender da ausgesucht. Aber das macht es ja nochmal einfacher, wenn man dann auch noch so mitfiebern kann und die geil spielen, Ich habe auch immer gesagt, du wirst nicht jetzt, also wenn du jetzt das erste Mal Football guckst, wirst du nicht Fan von den Panthers oder von den Chicago Bears. Oder von den Patriots. Von den Patriots. Jay, guckst du über Game Pass oder wie guckst du das? Ja, Spiel? Ich guck Game Pass. Wollen wir das einfach so machen, dass wir uns einmal synchronisieren? Genau, am besten, das wenn man gleich gut. eine Uhr sieht, dass wir, dass der da vorne ist, kurz Pause drückt. Chat, Brock Purdy spielt, das ist schon mal schlecht. Marc ist halt wie, ne? Der hat die letzten Wochen auch gespielt, aber halt nicht so doll. Ja, der hat das Concussion-Protokoll geschafft, scheinbar. Ja. Ich sehe eine kleine Uhr neben der 15 ablaufen. 20, mal. 19, okay, zähl mal weiter. 18, 17, 16, 15, 14, ja. 13, 12. So, dann gehen wir rein in dieses Spiel. Die Niners haben den Ball. Und da kommt natürlich der erste. Die Bengals haben, glaube ich, die schlechteste Run-Defense. Sehr schlecht auf jeden Fall. Also wirklich bodenlos schlecht. Für alle, die zum ersten Mal gucken, die in Rot, gegen die sind wir sozusagen. Also ihr könnt nicht für also bin jeden ich sein. Zumindest. Genau. Ihr seid alle, die ganzen Chat wird jetzt 49ers-Fan sein, weil ihr halt was Schlechtes in meinem Mix sehen wollen. Also die 49ers spielen in Rot und die Cincinnati Bengals spielen in Weiß, ne? Weiße Trikots haben die. Ja. So wie ich. Ja, du hast ein sehr. Hast du eigentlich Borrow als Jersey oder? Ja, okay. Habe ich. Das ist so geil. Meine Frau hat mir das damals geschenkt. Hat einfach so XL bestellt oder sowas. Und das ist halt einfach. Nee, ist XXL. Aber das ist halt einfach so. Das ist so ein Sack bei mir. Weil das halt diese Ami-Größen sind. Oversize ist richtig Oversize. Ja. Ich finde das auch nicht schlecht. Habe mich da richtig gefreut drüber. RTL läuft auch. Genau. RTL müsste, glaube ich, auch Bengals gegen 49ers laufen, oder? Boah, ich weiß nicht, was RTL überträgt, aber RTL zeigt was im Free-TV, ansonsten läuft noch viel auf The Zone, RTL Plus müsst ihr euch, glaube ich, anmelden, also zahlen für, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, die zeigen aber kein Latest Game, oder? Ich zähle nochmal, Chat. Wir haben gerade 13, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 und so weiter. Ich zähle irgendwann später nochmal. Die zeigen Chiefs Broncos. Ja, wir werden immer wieder die Zeit erwähnen, dann könnt ihr euch immer wieder tracken. Ja, genau. Und weil jemand gefragt hat, ob wir die Anzeige einblenden können, ich lasse das immer lieber, weil ich mir nicht sicher bin, wie das rechte technisch ist, also Ergebnisse so anzuzeigen. Ja, die Gameclock anzuzeigen. Das ist halt sehr viel und du hast halt sehr viel Gameclock nicht, leider. Und du hast die Gefahr, wenn du jetzt irgendwie eine Live-Ticker-Seite einblendest, dass du gespoilert wirst von der Live-Ticker-Seite, weil wir hinten dran sind. Das kann auch passieren. Ja. Das habe ich beim Fußball, habe ich den einen Spielstand gezeigt, so, das ist nicht so schlimm, aber bei Football, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Das war schon mal schön. So, genau. Für den ersten Drive, das sind ja immer, also mir wird immer gesagt von Happy, dass die Scripted Plays sind. Ja, richtig. Also Happy, quasi wir müssen es ein bisschen erklären, ja. Die Spiele, also das sind quasi die schon vorher auswendig, wo die halt einfach ihren Gameplan haben. Genau, also beide Teams überlegen sich, wenn wir den Ball bekommen am Anfang, was sind unsere ersten Plays? Das ist, kannst du quasi schon einstudieren. Und die 49ers haben es gerade in 3 Versuchen nicht geschafft, 10 Yards zu überbrücken. Das ist die Anzeige, die ihr unten auch immer seht. Erster und 10. Seht ihr unten was rechts jetzt? Nice ist. Genau. Und wenn ihr das nicht schafft, dann schießen sie den Ball weg, damit der Gegner den Ball bekommt. Und die Bengals haben die Niners gestoppt, bekommen jetzt den Ball. Das heißt, wir sehen jetzt zum ersten Mal Joe Burrow, den Helden von Jay. Yep. Ja, und McPherson und Chase Burrow natürlich ist schon und T. Ja, Burrow ist schon super. Jawohl, auf Chase. Ah! Er hat den Ball fallen lassen, aber wieder gefangen. Alter, er geht schon los, ey. Ey, ich krieg jetzt schon wieder Herzschmerz. Schlimmer als Horror, oder? Kommt drauf an, also Dortmund-Spiel war auf jeden Fall auch Horror vorhin. Ja, ich hab nur gelesen, irgendwas mit dem Elfmeter, der keiner vielleicht war oder so, ne? Ja, also erst haben die die Frankfurter einen Elfer bekommen, der für mich keiner war. Und dann haben sie keinen Elfmeter bekommen für einen Elfer, der einer war für mich. Und bitte. Nice. Wir gucken nur ein Spiel, Chat. Wir gucken Niners gegen Bengals und nebenbei haben wir die Red Zone offen, aber das ist unser Hauptspiel. Ja, wenn so Werbung ist oder sowas, ne? Was meinst Red du, Jay, ist sollen ja auch wir den dahinter. Chat... Sollen wir den Chat erlauben, dass sie
live tickern dürfen, was in den anderen Spielen passiert, oder willst du das auch nicht? Für mich ist das so, wie du magst. Dann, mich stört das auch nicht. Ihr dürft gerne alles zu anderen Spielen reinschreiben. Bitte achtet ein bisschen drauf, dass ihr nicht dieses Spiel hier spoilert, damit Jay und ich uns freuen können, wenn was passiert. Ja, das wäre nice. So, erster und 10 für die Bengals. Ja. Oh, schon wieder! Der ist so trash, der Earth, Mann. Der musste gerade nicht machen. War ja nicht mal. Ich hab nur gesehen, dass er die Tight End Position. Er ist trotzdem ich trash. Ich dachte kurz, das wäre der. Ja, okay. Also, Irv Smith ist so schlecht. Das ist, glaube ich, so. Der hat, glaube ich, auch die schlechtesten Werte, die quasi so der Start-Tight End hat oder sowas in der Liga. Es ist halt traurig. Wir sehen gerade im Splitscreen, dass das New Yorker Duell vorbei ist in Overtime und die Jets gegen die Giants gewonnen haben. Schlecht für dich, schlecht für mich. Ach ja, bei Patriots dieses Jahr bin ich ehrlich, da rechne ich mit wenig. Also Juni und ich dürfen... Oh, fast Interception! Alter, ey, das, ja, ist, was wild. Ist denn das? Wilder Beginn, ja. Start. Juni und ich dürfen nach Frankfurt zum Spiel der Colts gegen die Patriots. Wir freuen uns da sehr drauf. Wir haben heute vielleicht wir sind heute ein bisschen ausgelastet, was Merchandise angeht. Also damit wir auch dementsprechend gekleidet sind. Also ich kann sagen, wenn ich mir eine Mannschaft einfach aussuchen würde, ohne jetzt, sag ich mal, ohne dass ich jetzt Mike kennen würde, ich würde nur nach einer Farbe gehen. Ich würde nur nach der Farbe gehen, wie der Merch aussieht. Magst du Pferde? Reitest du gerne, Juli? Nee, nicht so gerne. Na gut, hätte ja sein können, ne? Aber also Katzen mag ich schon auch gerne. Katzen, ja, dann sind die Bengals ja natürlich schon prädestiniert, ne? Und schon, die Jaguars ne? Wahrscheinlich auch. Ja, und Orange ist auch eine schöne Farbe, muss ich sagen. Aber Joe Burrow in Not. Oh, Er befreit sich! Oh, nein! Was ein Play! Oh mein Gott, war das geil! Oh, he's back! Was ein Play! Und eine Flagge! Eine Flagge auf dem Feld, wahrscheinlich gegen die Niners. Für alle, die nicht verstanden haben, was gerade passiert ist. Joe Burrow hat den Ball, er wird von der Defense gejagt. Die ganze Zeit. Oh, er ist aber auch, er hat sie aber auch, Alter, mit Fett eingeschmiert. Mindestens. Oh, und dann noch der Check, das ist ein. Late Hit, oder? Genau. Ein Roughing the Passer. Für alle, die neu sind, ja, du darfst den Quarterback, den Spielmacher, nur dann umhauen, solange er den Ball hat. Wenn er ihn weggeworfen hat und er wird dann rasiert, dann gibt's eine Strafe. Und wenn er den Ball hat und du ihn sackst, darfst du ihn trotzdem nur anpusten. Ja, das ist... Sonst gibt's auch ein Roughing the Passer. Ja. Juni, die Jaguars haben einen Pool im Stadion. Jetzt wird hier schon um Junis Gunst geworben. Die haben wirklich einen Pool im Stadion. Die Jaguars haben... Das ist geil. Im Stadion einen Pool geil. Für Fans. Fans. Ja, da wurde schon drin gerasselt. Mindestens. Das war ja wohl das ist ein Free Play. Warum wird das denn abgepfiffen? War das nicht eine Neutral Zone Infraction? Weil halt die 49ers da schon angelaufen sind? Ich hab grad nicht auf Monitor geguckt. Achso, Jay, wollen wir Squad streamen? Fällt mir gerade ein. Macht das Sinn? Ja. Kann das annehmen. Können die Mods das verschicken? Kann einer meiner Mods vielleicht PeteSmeet eine Squad Stream Anfrage schicken? Ich bin da echt mal ziemlich dullihaft drin in Squad Stream. Ich bin gerade eingefallen, weil hier welche gefragt haben. Defense? Also Defense ist richtig. Neutral Zone Infraction oder so heißt das, ne? Das heißt, die sind halt über die Mittellinie, wo die quasi gerade spielen, drüber gelaufen, ohne dass sie schon angefangen haben. Die Bengals, also die Angreifer, dürfen aber auch nicht so zucken, weil sonst ist es dann halt ein False Start, also falscher Start. Keine Ahnung, warum das mal so und mal so heißt. Ja, also manchmal gibt es verschiedene Begriffe, vor allem für Offense und Defense. Ja, das ist alles sehr verwirrend für den Anfang. Ja, für den Anfang ist es sehr verwirrend. Jawohl. Sehr schön. Wie lange dauert so ein Spiel etwa? 60 Minuten ist die Spielzeit, also 4x15 Minuten. Es gibt eine Halbzeit, das ist halt, also es ist sind 5 Viertel mit 15 Minuten und du hast sehr viel Werbung dazwischen in America. Also das wird ja schon so 3 Stunden dauern. Ja, fast 4 würde ich sogar sagen, ja. 3 bis 4, je nachdem, wie schnell die Uhr runterläuft. Die Zeit nochmal sagen, machen wir 10 Minuten 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 und die Bengals mit Burrow wieder. Schönes Ding. Sehr schön. Chase is always fucking open. Ja, die Bälle in der Mitte funktionieren. Gerade, wo kann ich da? Ich habe seit Ewigkeiten keinen Squad-Stream mehr angenommen. Ja, ich bin auch so ein Dulli. Ich gerade selber. Mein Mod, also Patex hat gerade eine Einladung rausgeschickt. Das muss irgendwie im Stream-Manager. Da habe ich Squad-Stream als so ein Button. Aber vielleicht wissen das auch deine Mods besser.
Ja, ich hab's gefunden. Dankeschön. Einladung, ablehnen, zack. So, nochmal die Bengals. 1. und 10. Hey, soll mal das schön runterlaufen. Ich möchte mal ja, ich möchte mir schön, ja schön, Nixon, guck mal. Komm, lauf durch. Oh, schöner Lauf. Darf er so? Alter. So an den Beinen? Nice. Ja, das war okay. Oh, das erste Mal hat auch Mixen echt ein bisschen weiter gekommen, ist gefühlt diese Saison, ey. Nice. Juni fragt gerade, ob man so tackeln darf. Also darfst den Spieler so tackeln, wie du es gleich siehst. Du darfst ihn halt jetzt nicht in die Beine komplett die Knie weghauen, aber so von hinten dranhängen geht schon. Und du darfst nicht mit dem Kopf voran. Ja, Helmets. Und also du darfst nicht von hinten tackeln. Ja. Also du darfst nicht im Rücken einfach den wegtackeln, wo der das nicht sehen kann, dass er sich drauf vorbereitet. Bro, kurzer Pass auf Mixen. Alter, Fred Warner, Junge. Er ist ja voll gut. Chat, sollen wir noch mehr erklären, weniger erklären? Ich will jetzt auch nicht jeden nerven mit 10.000 Erklärungen, wenn die NFL-Leute hier einfach nur Bock haben zu gucken. Zähl nochmal gleich, bitte. Bitte? Bei mir ist da, glaube ich, gerade irgendwie gesprungen. Zähl nochmal gleich, bitte. Ja, mach ich, sobald ich den Uhr sehe. Ja. Ja, Football ist so ein Ding, wenn du jemanden hast, mit dem du da zusammen gucken kannst, ist das eine 10 von 10. Hey, ich bin noch da. Jetzt kann 8, ich 23, 8, 22, 8, 21, oh, warte mal, du bist 8, eine Sekunde 20. vor mir. Ich würde einmal kurz, warte, ich, 19, ich 18, 17, 16, 15, 14, bin da. 3, jawohl! Oh, Touchdown! Oh, mein Gott! Es ist ein Touchdown! Yes! Hast du den? Oh yeah, den habe ich aufgestellt! Scheiße, okay, oh, wir müssen yeah erklären. Leute, wir spielen auch eine Fantasy-Liga, Jay und ich. Und diese Woche spielen Jay und ich gegeneinander. Es ist wirklich wie, als hätten wir es bestellt. Und das ist nicht so gut für mich jetzt, dass sein Spieler Boyd einen Touchdown fängt, Mann. Was soll das denn? Wirf doch auf Chase! Boah, das war aber ein schöner Ball, ne? Schöner Touchdown der Bengals. Guter Beginn. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die Bengals gewinnen. Ist jetzt durch, oder? Was können wir ausmachen? Nein, soll ich so dann Five Nights at Freddy's weiterzocken? Ist okay, ist okay. Ich glaube nicht, dass es durch ist. So, da gibt's noch ein Stück Äpfelchen da rein, sagt er. Geil. Ach, stimmt, die Wette? Ja, noch mehr in den leckeren Cocktail. Ich frag nur, dürfen wir uns eine Zutat aussuchen, die blöd ist? Oder hast du was vorbereitet? Ja, ich habe ja nicht, also ich habe natürlich Sachen vorbereitet. Du kannst mir auch gerne noch was nennen, aber vielleicht habe ich das ja nicht da. Ja, ganz zufällig hast du es dann nicht da, ja? Ja, okay, sag mir eine Zutat. Okay, lass mich überlegen. Weil ich habe sowas selber schon mal gemacht. Ich habe selber auch so einen Stream gehabt mit so einem Glücksrad und dann dran gedreht und diese Zutaten kamen rein. Da war echt viel ekelhaftes bei. Keine Scheiße. Aber ich habe es halt nicht gemixt. Ich habe es so auf einen Löffel gepackt, wie The Taste. Ich hatte zum Beispiel eine Kombi mit Pumpernickel, Fisherman's Friend, Granatapfel und Lachs. Und ich habe fast gekotzt. Klingt sehr lecker. Ja, gemixt vielleicht. So, ich habe hier einen Vorschlag, Knoblauchpulver. Boah, ich glaube, Knoblauchpulver ist nicht so schlimm. Oh, in Kombi mit Banane und so kann das schon echt wieder. Ja, da ist halt Gewürz, Gurke, Senf und Pfefferkörner drin. Das schmecke ich eh nicht, glaube ich. Ach, du brauchst was Intensiveres, okay. Nee, ich brauche gar nichts, weil ich habe mir schon was da überlegt. Und das habe ich Mehl. Auch alles, was da oben steht. Pfeffermehl. Mehl wäre krank. Mayo ist auch, glaube ich, echt eklig. Kreuzkümmel mag Jay am liebsten, lese ich gerade. Holzkümmel finde ich gar nicht mehr schlimm. Das habe ich früher immer ganz schlimm gefunden. Das habe ich auch mal früher ganz schlimm gefunden. Nein, wir machen hier nichts. Wir machen hier nicht. Wir ändern hier keine Sachen. Gib es nicht. Hast du was Fischiges da? Nein. Ich wollte es nur fragen. So ein Lachs und Thunfisch. Fischiges da. Ja. Wirklich Fischiges da. Vielleicht frage ich kurz mal Chris nach dem Kontakt von Frau Eieruhr und frage sie, ob was Fischiges da ist. Es ist wirklich nichts Fischiges da. Okay. Jeden Freitag holen wir Fisch vom Markt, aber das bringt halt nichts, weil wir haben nicht Freitag. Wir haben jetzt keinen Markt. Grundsatzdiskussion, was ist euer Lieblingsfisch? Also euer im Sinne von deiner und Chat? Boah, gibt so viele Fischsorten. Also ich finde, also Klassiker ist für mich einfach, also egal wie ich es mir aus, also wie ich es möchte. Ja, dass ich ihn selber esse, dass ich den woanders esse oder dass ich es selber mache. Aussuchen. Ich würde auch sagen dann Lachs. Ist es Thunfisch. Boah, ich würde sagen Lachs. Thunfischsteak ist das Beste, wenn es geil gemacht ist. Habe ich selber noch nie gemacht, aber wenn selber doch Thunfischsteak. Nicht. Aber wenn du irgendwo mal in so einem italienischen Restaurant oder sowas Thunfischsteak, am besten noch mit so Sesam oder sowas drauf hast, okay, esse. Das ist so gut. 100%ig Thunfisch bei mir.
Seezunge ist auch geil. Das sind halt alles die so, nennt man das, so die speziellen Sachen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, voll, voll. Wo ich halt nicht so mag, ja, aber so mag ist so Kabeljau. Was habe ich, am Freitag haben wir Seehecht gegessen. Statue auch noch nicht gesehen. Das ist ein geiler Stat hier unten gerade. Die Bengals haben in den letzten 3 Spielen im Opening Drive, also wenn sie das erste Mal den Ball haben, immer gescored. Das ist zum ersten Mal der Fall seit 2016. Okay. Ja, das ist gut. Ich hoffe, dass sie mal weiter scoren, weil letztes Mal haben sie das Footballspielen eingestellt. Das Lustige ist, in den ersten 3 Spielen haben die genau 0 Punkte gemacht im Opening Drive und jetzt in den letzten 3 Spielen rasieren sie. Ja, das ist halt, ich hätte Burrow nicht picken dürfen bei Fantasy. Die hätten am Anfang Nachhinein, einen starten ich hätte, dürfen, ich. Ja, das auch. Ich auch, also, ja. Hätte was anderes holen sollen. Kurzer überraschender Zwischenstand aus dem anderen Spiel. Die Broncos führen gegen die Chiefs 7-0. So, geht weiter hier. Die Niners. Ja, es ist McCaffrey, ist ja ein Cheatcode. Auf den müsst ihr aufpassen. Ja, das ist das Problem an der Stelle. Christian McCaffrey ist einer der besten Spieler der NFL und für viele auch auf in dieser MVP-Diskussion dabei. Also am Ende der Saison wird immer der beste Spieler gewählt. Und normalerweise wird das ein Quarterback, weil die haben am meisten Verantwortung. Ja, aber er ist so halt gut. Running Back. Genau, Running Back. Ist, ich weiß gar nicht, wann der letzte Running Back mal ein MVP wurde, falls es überhaupt mal einen gab. Bestimmt doch, ganz viel früher. 2012 oder so, Adrian Peterson. Gar nicht mal so lange her. Ist okay, geschätzt, krass. Muss jetzt der Chat sagen. 2012 oder 2013 war es Adrian Peterson, glaube ich. Nice. Ja, das ist alles so für mich, das sind alles, das ist Vergangenheit, so da kann ich dir auch nicht viel erzählen für, also ich kann dir das jetzt erzählen. Und scheinbar, habe ich Ahnung von. Scheinbar hat sich Kirk Cousins die Achillessehne gerissen, das wäre auch hart. Das stimmt. Oha, haben die verloren oder gewonnen noch? Ich glaub, die haben Vikings gewonnen, oder? Vikings haben gewonnen, meine ich. Okay. 2012, Peterson, Alter, ich hab's aus dem Kopf gewusst, geil. Danke, Patex. Trade Deadline, wie wäre denn dass die Vikings, wen wollen sie denn haben? Noch, damit sie einen Ersatz haben. Gibt's irgendeinen guten Ersatz-Quarterback, der halt getradet werden kann? Du könntest mal einen Trey Lance bei den Cowboys anrufen, du könntest Sam Darnold bei den Niners anrufen, du könntest Heinicke. Ja gut, den liebe ich ja eh. Der könnte nach heute vielleicht starten, weil der hat Ridder abgesetzt. Also Ridder ist rausgegangen und Heinicke Ridder ist ernsthaft abgesetzt worden. Also heute wird Heinicke plötzlich reingebracht. Das ist doch gut so. Ich hoffe, dass der Kyle Pitts da mal häufiger einspielt. Ja, der ist gut. Haben die irgendwas an ihrem Arm? Wo meinst du? Die haben hier gerade dann so Dinge. Ja, die Quarterbacks, also die jetzt hier den Ball bekommen, die haben am Arm so ihre Spielzüge quasi aufgeschrieben. Also die rufen ja immer, bevor es losgeht, irgendein Code, der was bedeutet. Und falls sie nochmal nachschauen wollen, reden sie danach. Brock Purdy läuft selbst. Wie nennt man das im deutschen Chat? Ein Wristband? Ist das einfach so ein Armband? So ein Armband, Schette. Ja. So, ich dachte, das war so aus. Colin Kaepernick hat Zeit, schreibt einer im Chat. Ja. Ich glaube, das ist. Der ist auch mittlerweile ein Meme, oder? Ja, leider ja. Leider ja. 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 Ah, ich habe Hoffnung, aber dass die Defense da ein paar geile Plays macht von uns. Ich hoffe. Es ist dringend notwendig gegen die 49ers. Wie sieht's bei Formel 1 aus? Okay, ich glaube, Verstappen war schon an der Box, wenn ich das so sehe. Purdy mit einem guten Wurf auf Ayuk. Alter. Oh, ich sehe schon gleich den Curry-Gewürz-Ketchup in meinem Essen. Boah, das war nicht lecker, ey. Oh, Mann. Also, ich liebe den guten Curry-Gewürz-Ketchup. Ja, ich mag den auch. Er ist der Beste. Aber halt vielleicht nicht im Bananenshake. Nee, vielleicht nicht im Bananenshake. Wobei, Curry geht sogar. Ich glaube, das geht sogar noch. Aber die Mischung macht. Ich glaube, es könnte wirklich eine geile, so salz-süße Kombi sein. Ja. Die möchte ich aber eigentlich heute nicht testen, weil ich muss gleich auch noch 10 Stunden streamen ungefähr oder 9. Mit einem grummelnden Magen. Kurze Props an Purdy. Der ist ziemlich geil dem Blitz da ausgewichen und hat im Lauf den Ball schon angebracht. Jetzt sind sie schon fast in der Red Zone. Oh! Jetzt sind sie in der Red Zone. Kittel. Wir können auch mal sinken, Chat, ja? 4,35, 4,34, 4,33, 4,32, 4,31, 4,30,
für 29, 28, 27. 2004 für die Niners. Wir gucken über den Game Pass, Schinkenpelz. Genau. Kommt der 10-Liter-Eimer zum Einsatz? Ne, den haben wir noch nicht. Ich habe noch eine alte Pulle. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich mit diesem 10-Liter-Eimer machen soll. Ich habe einen 10-Liter-Eimer gewonnen auf der Polaris. 10 Liter. Geil. Mit dem geilen Curry-Gewürz-Ketchup. Super. Überragend. Und da... Ah, ne. Aber first and goal. Ja. Das ist ja schon mal belastend. Ja, ich mach schon mal... Ja, mach schon mal das auf. Mach schon mal den Gewürzketchup fertig. Oh Mann, Alter, das ist alles so weg. das ist ja ekelhaft. Ich sage, Chat, der erste Goal wird, glaube ich, ein Laufversuch über McCaffrey. Dankeschön, Lampe, für die Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bedickte mal. McCaffrey steht da auch schon. Ja, McCaffrey kriegt den Ball und macht Kannst du nicht verteidigen. Kannst du nicht verteidigen. Also kannst du verteidigen, aber nicht wir. Oh Mann. Nee, das ist schon schwer zu verteidigen. Das ist schon schwer. Boah, warum habe ich mir das ausgesucht? Rein damit, Jay. Boah. Ja, das werde ich gleich alles mixen, ey. Mann. Mike, der Vorhersage, Gott, ach ey, das war jetzt nicht so eine krasse Vorhersage, dass die Niners in der Red Zone McCaffrey nutzen werden, das war eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, Touchdown, Touchdown. Ja, voll gutes Wetter da. Wie viele Touchdowns hintereinander hat jetzt der Christian McCaffrey in dem Spiel? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Da war knapp. Dazu drin, ja. Er hat jetzt diesen Rekord eingestellt, schreibt einer im Chat. 17 Mal hat er einen Touchdown hintereinander in einem Spiel gemacht. Deswegen ist er in dieser MVP-Diskussion ja dabei. Also der findet immer seinen Weg. Das Problem bei dem war nur vor ein paar Jahren, dass er extrem verletzungsanfällig war. Aber mittlerweile ganz gut. Ja, definitiv. So, wie sieht's denn bei Fantasy aus, ne? Tyler Boyd-Touchdown war natürlich lecker. Mach auch mal Schau mal nach. Also, nochmal für alle, wir spielen NFL Fantasy gegeneinander. Ich stehe dieses Jahr gerade 3-4, also 3 Siege und 4 Niederlagen. Jay, ich bin irrelevant, da brauchst du nicht drüber reden. Einen Sieg und 6 Niederlagen. Und ey, guck mal, Prediction ist es sauknapp. Ich stehe gerade bei 71,5 Punkten und Jay bei 64,8. Ja. Ey, ohne Hopkins wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Der Mercado spielt wenigstens wieder, sehr schön. Ja, ich brauche wirklich eine Sahneleistung von der Offensive. Also bei der Bank bei mir ist auch gar nichts los. Also ich konnte gar nicht besser aufstellen. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, bei uns beiden ein bisschen Debo Samuel kaputt, Montgomery kaputt. Boah. Ja. Super. Aber Boyd ist schon mal gut. Ja, war lucky, dass ich den ausgesucht habe. Also ich meine, ich hätte natürlich noch Sky Moore holen können von den Chiefs oder sowas, aber die Offense wechselt da zu krass bei den Chiefs. Außer ich habe Travis Kelce natürlich, den würde ich dann stellen lassen. Aber sonst, die anderen Receiver sind ja alle verschieden. So, der wechselt ja jedes Mal durch bei jedem Wurf, wenn es nicht zu Travis Kelce geht. Also es ist ja, das muss stimmt. ja unendlich Luck haben, dass du da einen von den Kansas City Wide Receivern da triffst. So 100%. Ja. Ich sehe gerade in der Red Zone die Cardinals gegen die Ravens. Da führen die Cardinals 7-0, aber die Ravens sind in der Red Zone. Safety Car, schreibt gerade einer rein bei Formel 1 wohl. Oh, Alter, großer Unfall von, ja, heftiger Unfall von wirklich? Magnussen. Ja, der steckt aus. Aber der Wagen, der sieht ziemlich Schrott aus. Aber mit jemand anderen zusammen oder alleine? Alleine. Und der Wagen ist am Arsch. Ja, gut, das könnt ihr natürlich auch auf jeden Fall sagen, wenn da was passiert bei Formel 1. Da gucke ich, das ist ganz klein bei mir. Weil Formel 1-Saison ist durch. Das ist Sportart Nummer 3 hier aktuell. Ja, ist leider durch, das stimmt. Ja. Jay, nächstes Jahr musst du bei der DTM zum Finale kommen. In Hockenheim wieder oder wo wir es nächstes Mal? Ja, das ist schon, Mal? Hockenheim war schon geil, plus die Abschlussparty danach. Ja. Würde ich dich sehen. Ach, die Party ist also das Wichtige. Ja, das Finale auch. Finale war auch geil. Beides war cool. Und es war extrem viel los. Also man sagt immer, Motorsport Deutschland stimmt dem Abgrund nahe. Das stimmt natürlich, was die Nachwuchs... Oh, was ein geiler Return! Mega. Jawohl. Mega, nice. Mega. An die 40, krass. Nice. Aber wie viele Fans in Hockenheim waren, das macht Mut. Das war sehr schön. Geil.
Das ist doch schön. Feuer sogar, schreibt der Chat. Eieiei. Ja, aber das sei, also das ist höchstens dann im Nachhinein angegangen. Da war das schon raus. Wie lange geht das Spiel? Schwer zu schätzen, aber es, glaube ich, wird nach Mitternacht blockschwarz. Das wird ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, so ein, deswegen wollte ich auch nicht noch Red Zone gucken, weil ich gucke Fußball, ich gucke das Bengals-Spiel, das ist mir halt super wichtig, das will ich halt auch gucken. Und das wird auch gleich nochmal für mich deutlich krasser, glaube ich, werden, wenn ich das hier angucke. Mhm. Als jetzt halt so in der ersten Hälfte, wenn es halt richtig, richtig spannend ist gegen Ende. Ja. Also ich hoffe, dass es dann einfach nicht mehr spannend ist, weil CNC 40-7 führt. Ich glaube, das wird schwer. Ja, glaube ich auch. Kurze Frage in den Chat. Warum hat McCaffrey auf seiner Nummer so viele, sind das Sticker oder Unterschriften? Ist das wegen seinem Rekord? Das ist das Captain-Ding, oder? Nee, auf seiner Nummer. Also vorne die Nummer hat ganz viele Unterschriften. Das habe ich so noch nie gesehen. Es muss irgendeinen besonderen Grund haben. Borrow, kurzer Pass auf Mixen. Oh, Mixen schön. Läuft heute. Nice. Aber schöne Jukes. Ja, die müssen, also ich bin ja ein bisschen mehr drinnen bei den Bengals. Die müssen auch den zweiten Running Back da reinkriegen. Das ist aktuell, ist das so eine Joe Mixon-Show. Und der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn er die ganze Saison da, keine Ahnung, 80%, 90% der Snaps spielt, dann ist der halt am Sack irgendwann. Dann kann der nicht mehr. Rennabbruch, schreibt einer. Echt? Okay. Safety Car steht da immer noch. Ja gut, wenn da vielleicht Öl oder so noch raus ist, dann kann, also ich hab's ja nicht gesehen. Ja, jetzt ist Red Flag, ja. Ja, sehr gut. Ja, guck mal, da verzögert sich dann auch noch das Spiel, das Rennen. Es besteht schon sehr viel daraus, dass sie sich sammeln, 2 Sekunden loslaufen, alle auf einen Klumpen. Okay, soll ich mal kurz. Dann sich wieder hinstellen. Was ich das Faszinierende am Football finde, ist, das kommt immer auf den einen Punkt. Da ist der Peak, dann wenn der Snap ist. Und beim Fußball zum Beispiel hast du dauerhaft dieses dauerhafte Beschallen. So, es kommt immer geht der Ball wird immer gespielt und jetzt kommt der Snap und jetzt ist gerade spannend und jetzt kann geiler Scheiß passieren. Wie zum Beispiel wieder ein schönes First Down von meinem Spieler Tyler Boyd. Es ist halt eine andere Art des Guckens, das stimmt schon. Ich glaube, dass viele Fußballzuschauer davon am Anfang genervt sind, aber wenn ich so ein bisschen dran gewöhnst, ist es ganz cool. Wenn du sowas hast wie den Game Pass oder sowas, dann kannst du ja auch die Red Zone auf deinem Zweitbildschirm laufen lassen und da hast du dauerhaft Action, hast keine Werbung. Dann bist du halt Fan von, also ich mach das auch immer so, ich mach immer mein Cincy-Spiel auf und dann mache ich da Red Zone nebenbei an. Ja. So, ja, und dann du kannst ja zweimal den Stream laufen lassen bei dir. Wer ist die Frau im Discord? Das ist Junicats. So, jetzt haben die Bengals nochmal First and 10. Boro bekommt den Ball. Oh, schön. Oh, wieder auf Boyd. Oh, Sahnespiel von ihm heute. Geil. Ist es Boyd, oder? Ist es Boyd? Ja, ist die 83. Ach, shit. In meiner Pappenheimerzahl. Ich dachte, man darf nicht von hinten auf Beine gehen. Bist du gerade bei Minute 5, 4, nee. 3, Alter, das ist 2, so nervig. 1. Nee. Du warte, hast 2 Sekunden vor weg. Oder so, ne? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Das war, weil seit der Zonat hat quasi, ist das immer ein bisschen irgendwann asynchron. Ich weiß auch nicht mal, wo. Zähl nochmal. Ja, 48, 47, 46, 45, 44. Ja. Ist ja nicht schlimm, es wäre jetzt 1-2 Sekunden. Nee, ist klar. Aber ist halt natürlich nervig so, ne? Wer ist der mit dir redet? Ich bin Husaren, Chris. Oh, und Mixen! Oh, ja, er hat ihn vorgelegt für Tyler Boyd. Nein, bitte nicht schon wieder. Komm. Bitte nicht schon wieder. Ich kann ja mal gleich, wenn der Drive vorbei ist, mal grundlegend nochmal Football erklären für alle, die noch nie geschaut haben oder selten geschaut haben. Ja, sorry. Nicht nur wegen dir. Ich meine, ich glaube, nein, ich glaube, im Chat auch sind ein paar dabei. Ich halte mich schon zurück, ich hätte noch mehr. Cool. Jay kann mich schon auch erklären, der ist auch schon seit 2 Jahren gut dabei. Hey. So, oh, das hat mich zu früh bewegt. Ich wollte sagen. Free Play für die Bengals, Borrow Our Side. Nicht auf Boyd. Nee. Dürfte zählen. Dürfte zählen. Ein bisschen komisch, dass die Niners komplett aufgehört haben zu spielen. Oh, was schön. Warte mal. Hey, ich verstehe nicht, warum die Niners aufgehört haben zu spielen, weil. Also lieber nimmst du die Strafe als den Touchdown. Deswegen war es ein bisschen wack gerade von der Defense. Ey, das nehme ich sehr gerne mit. Das nehme ich mit. So,
So eine gute Zutat wieder? Ja, guck mal, ja, Zimt. Mh. Ja, oh, eine du schöne magst Mischung. Zimt? Ja, Zimt ist geil. Boah, das ist ja für mich das Ekelhafteste. Mega geil. Kommt immer drauf an, in Tee finde ich es manchmal unangenehm, aber. Zimt ist so nice. Ist überall unangenehm. Okay, wenn jetzt die Bengals nochmal einen Touchdown machen, dann gibt es nochmal einen Schwapp Milch da rein. Das heißt, ich habe mehr Substanz, die ich trinken muss. Das heißt, das ist eigentlich auch schlecht für mich. Aber das streckt ja auch das, was schlecht drin ist, ein bisschen. Ist das, kann, das ist natürlich wahr. Ja. Oh, McPherson, einfach genau die Mitte. Mwah, Zucker. Ah, die Laune ist wieder gut. Und wieder EOC was, das ist der neue Wide Receiver von den Bengals, den die diese Runde gedraftet haben, also die, dieses Jahr gedraftet haben, ich glaube in der 5. Runde oder sowas. Ey, du bist echt voll drin, bin richtig könnte, stolz auf dich. Der könnte der Ersatz für T. Higgins werden, den man noch gar nicht in dem Spiel bislang gesehen hat, glaube ich, oder ein Catch hat der oder sowas. Ich glaube fast gar nicht, der wird wahrscheinlich, ja, der wird wahrscheinlich nicht verlängert. Genau, sein Vertrag läuft aus. Könnte drohen, dass er geht. Gute Nacht, Frau Eieruhr. Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Wenn du es kannst. Wenn du nachher wieder anfängst rumzuschreien, dann musst du wieder machen. Ja, auch nachher. Ich gehe. Ja. Gute Nacht. Oh, süß. Das war dir kurz die süße Stimme, hast du gehört? Kurz ein bisschen. Oh. Frau Eieruhr ist ja auch. Gibt es einen Squad-Stream? Ich glaube schon, Elelalem. Ich meine, wir haben den angenommen. Müsst ihr mal refreshen vielleicht, wenn es nicht angezeigt wird. Vorhin hat jemand gefragt, ob es so eine Art React auch beim Super Bowl gibt. Wir haben die letzten Jahre immer zusammen reacted. Also es ist immer so eine Rotation zwischen Jay, mir, Farbenfuchs und Chris. Also ich konnte letzten Sonntag halt nie reacten, weil ich immer bei Rugby oder DTM für Pro7 gearbeitet habe. Deswegen ist das leider ausgeblieben. Aber jetzt habe ich mein Wochenende frei und da habe ich direkt an Jay und Chris gedacht. Deswegen können wir heute zum ersten Mal gemeinsam reacten. Wir gucken das erste Mal jetzt sogar zusammen. Ever, oder? Stimmt. Ach stimmt, du hast ja immer... Ich bin ja immer bei meinen, Leuten, mit denen ich da zusammen gucke. Ich glaube, du warst vor ein, zwei Jahren mal irgendwo mit dabei. Ernsthaft? Ja, also Chris und ich haben gestreamt und du hast, glaube ich, wir haben Red Zone geguckt und du warst mit im Teamspeak und hast nebenbei Bengals geschaut. Glaube ich, meine ich. Ist schon... War zu deiner Anfangsseason. Lang sein. Ja, gut, dann habe ich... Da habe ich noch gar keine Ahnung auch gehabt. Ich habe jetzt immer auch noch nicht wenig Ahnung. So die ganzen Spielzüge doch, und die... Du redest von Usual Infraction und erzählst mir, wer der 5. Pick der Bengals ist. Das ist voll gut. Du wolltest doch erklären, was jetzt Football ist. Willst du erklären? Nee, mach du. Du bist besser im Erklären. Okay, pass auf. Gerade eben haben die Bengals den Extrapunkt verwandelt. Das bedeutet, das Spiel geht jetzt so weiter, dass die Bengals den Ball wegkicken und die 49ers den Ball aufnehmen dürfen und loslaufen dürfen. Sobald das passiert ist, hat die Offense der Mannschaft 4 Versuche, um 10 Yards, das sind ungefähr 10 Meter, zu überbrücken. Das seht ihr unten auch immer in der Anzeige, da steht immer so eine 1 und eine 10 am Anfang. Und hast du 4 Versuche, diese 10 Meter, 10 Yards zu schaffen. Und wenn du nach drei Versuchen es nicht geschafft hast, dann schießt du den Ball meistens weg, weil wenn du den 4. Versuch auch nicht schaffst, dann kriegt der Gegner an Ort und Stelle den Ball. So, ihr seht jetzt, die Bengals schießen den Ball weg. Die 49ers dürften jetzt den Ball fangen und er läuft los. Und da, wo er jetzt zu Boden geht, dürfen die ihre 4 Versuche beginnen. So, die Bengals haben sehr, sehr gut, sehr, sehr früh ihn runtergebracht. Normalerweise so im Schnitt schaffen die 20 bis 25 Yards. Der ist jetzt, glaube ich, an der 15 oder so runtergegangen. Und jetzt dürfen die Niners dort an der Stelle 4 Versuche machen, um mindestens 10 Yards zu überbrücken. Und das Ziel der Offense ist es, bis zur letzten Zone zu kommen. Das ist die sogenannte Endzone, also dort machst du einen Touchdown. Und wenn du einen Touchdown machst, kriegst du 6 Punkte. Und nach einem Touchdown bekommst du die Gelegenheit, einen Extrapunkt zu machen. Und wenn du den durch die Stangen schießt, dafür hat ein Team Kicker, kriegst du einen Punkt obendrauf. Hast du halt 7 Punkte. Oder? Oder du sagst, warte kurz, das Play von Purdy. So, ihr seht unten rechts die 1. und 10. Die gelbe Linie zeigt ihm an, da sind die 10 Yards vorbei. Da musst du hinkommen, um nochmal neu 4 Versuche zu bekommen. Er hat es knapp nicht geschafft, also wird es ein 2. Versuch, 2. und 2. Also muss nochmal 2 Yards schaffen für Nummer 4. Während sich ein wichtiger Spieler der Bengals so verletzt hat, Hendrickson. Ja, guck auf die Knie. Da. So weird aus. Hä? Einmal hat er da so einen kleinen so einen kleinen Dingens drin gehabt. Sah ein bisschen strange aus. Ich mach kurz noch fertig. Wenn du zum Beispiel 3 Versuche schon gemacht hast und du hast nur noch einen, und du bist
relativ nah an der Endzone, dann kannst du auch sagen, statt den Ball wegzukicken, dass der Gegner ihn bekommt, du versuchst ein Field Goal. Also versuchst von da, wo du bist, direkt durch die Stange zu schießen. Dann würdest du 3 Punkte bekommen. Ja, also das ist doch die nächste Möglichkeit. Wenn du nah genug an die gegnerische Endzone rankommst, kannst du sagen, okay, statt den Ball wegzukicken, versuchen wir gleich zwischen die Stangen zu kicken und so Punkte mitzunehmen. So, habt ihr noch? Vom Prinzip her ist das sehr, sehr einfach, das Grundding. Jetzt geht's halt dann so, dann hast du 5 Millionen verschiedene Strafen und du hast halt auch noch andere Punktverteilungen theoretisch, aber die sind halt sehr selten. Mal lass die Leute jetzt das Fragen stellen. Zum Beispiel, weil Kurian fragt, kannst du gerne erklären, wenn du möchtest, Line of Scrimmage. Genau. Die Line of Scrimmage ist das, da wo der Ball liegt. Das ist die, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Ich habe es vorhin Mittellinie genannt. Das ist quasi der Ort, wo der Ball liegt, von wo quasi der Spielzug begonnen wird. Der Ball gesnappt wird von dem Center. Und der Center ist quasi einer von der Offensive Line. Das ist einfach so was wie der Center ist wie ein... Ja, wir müssen es ganz banal erklären. Wie ein defensiver Mittelfeldspieler. Naja, sagen wir nicht, offensiver Mittelfeldspieler beim Fußball. Das ist einfach eine Position. Das ist der snappt den Ball. Das ist der Typ, der sich bückt, den Ball hat und zwischen seine Beine nach hinten wirft. Genau, so, dann geht er meistens zum Quarterback. Genau, die Startlinie für das Play ist eine gute Kurzzusammenfassung, gell dir? Also die Linie, die Offense und die Defense trennt, das ist die Line of Scrimmage. Das Wichtigste, Leute, Prime ist mehr kostenfrei. Das ist auch richtig, Delta. Das kannst du was anpinnen, ja. Das könnt ihr auch natürlich beide Chats, aber bei mir gibt es zumindest auch noch Challenges, die echt mies werden, wenn so, sie dann irgendwann erfüllt werden. Machst du dieselbe Challenge auch bei dir? Ich kann, wenn du möchtest, leide ich mit dir. Und aber das willst du nicht machen, was ich an letzter Stelle mach's? An letzter Stelle? Du meinst die Zutaten? Das ist noch geheim. Nee, ich habe noch ein geheimes Play, was unangenehm sein wird. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir sowas im Haus haben an Zutaten, was er jetzt schon hat. Ich glaube, das hast. Ich weiß es nicht, ob du das hast. Was macht er da? Man sieht. Der tritt da voll auf den. Wie heißt denn das? Knöchel. Knöchel. Kannst du nochmal sagen, du für Zutaten schon drin hast? Also, Stand jetzt habe ich drin, glaube ich, alles. Habe ich Milch, Bananenshake, Zucker, Apfelzimt. Milch, Bananenshake. Also Banane? Zucker, Banane kannst du auch nehmen. Zucker, Apfel, Zimt. Da haben wir schon viel nicht, ne? Aber hast du nicht auch was von Gewürzgurke und so Krempe gesagt? Ja, das sind die guten Sachen. Die schlechten Sachen sind Gewürzgurke, Senf, eingelegte Pfefferkörner. Ach komm. Dann schön ein bisschen Curry-Gewürz-Ketchup. Und das nächste ist Salz. Okay. Ich glaube, Salz ist das Schlimmste, obwohl ich natürlich halt der Salzlord bin, aber das ist, glaube ich, das Schlimmste. Kurz, Dritter und Sechs, also jetzt die Erklärung nochmal. Die 6 Yards schaffen sie es nicht. Oh, verteidigt! Ja, nice! So, und jetzt ist der vierte Versuch. Und jetzt wäre es sehr riskant, diesen auszuspielen, weil 6 Yards schaffst du nicht einfach so easy. Also werden sie jetzt den Ball wegkicken und die Bengals bekommen den Ball. Ja, weil die wahrscheinlich, also wenn sie jetzt, die können natürlich den jetzt dafür gehen, für den 4. und 6, aber wenn sie jetzt den Ball dann wieder nicht über diese gelbe Linie kriegen, dann ist der Ball da, wo er gedroppt wurde oder fallen gelassen wurde oder wie auch immer und dann haben die Bengals natürlich eine richtig gute Möglichkeit, weil das nur 30 Yards oder so weg ist von der Endzone zum Touchdown. Aber deswegen puntest du den Ball so weit es geht weg, so einen fetten Abschlag machen beim Gott. Geht es da Scheiß. Dann weiter für das Gegnerteam, wo die anderen stehen geblieben sind? Oder geht man wieder von der Mitte? Nein, also wenn die jetzt nicht den Ball weggeschossen hätten, sondern dort es nochmal probiert hätten und sie verlieren den Ball oder sie schaffen nicht diese 10 Yards, bekommen dort der Gegner den Ball. Mhm. Jetzt hat er ihn ja weggeschossen und jetzt geht es da weiter, wo der andere ihn gefangen hat, beziehungsweise wo der Ball liegen bleibt. Also Milch haben wir zu Hause, Banane haben wir glaube ich nicht. Nee. Du musst dich mit mir leiden. Doch, warum eigentlich? Natürlich. Wir haben wirklich fast nichts. Zimt haben wir da. Apfel warum haben ist der Ball schon so platt hier? Leute, ist der kaputt? Apfel haben wir nur Apfelsaft. Zucker haben wir da. Gewürzgurke haben wir nicht da. Senf haben wir. Eingelegten Pfeffer haben wir auch nicht. Wir haben nur Pfeffer.
Curry-Ketchup. Also wir haben normalen Ketchup. Wir haben Ketchup und haben Salz. Also wir können so eine abgespeckte Version machen. Hey, warum nicht? Also, ja, nee, also ich habe nur Milch und Banane da und Zucker. Nein, das stimmt aber doch gar nicht. Ich habe doch auch von den negativen Sachen was dabei. Ach komm. Ups, ich hab was vergessen einzukaufen. Ja, blöd. Oh Mann, Alter, ich will das nicht trinken. Oder wollt ihr, Chat, soll ich mitmachen oder nicht? Naja, wenn du halt leidest, dann ist ein Leiden zwei. Zwei Leiden ist immer besser als einer. Ja, wenn ich schon hier bei Jay mitmachen darf im coolen 120er-Stream, dann würde ich sagen, leiden wir zusammen, oder? Sehr gerne, ey. Go. Ich tue dir keinen Zwang an. Ein Schalker und ein Borussia halten zusammen, dass es das noch gibt, ey. Tja, nächstes Jahr spielen wir auch wieder gegeneinander. Hör auf. Manchmal Dortmund 2, oder? Nicht? Das ist ja deine Sache, wenn ihr euch nicht anstrengt. Ich habe Hoffnung mit dem neuen Trainer. Ging auch wieder gut in die richtige Richtung jetzt mit dem Sieg gegen Karlsruhe, oder? Hannover war. Karlsruhe hat davor verloren. Ja, aber es ist ein guter Mann, der neue Trainer. Ah ja. Und Reis war scheiße? Ja, Reis hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Reis ist eigentlich kein schlechter Trainer, aber der hat irgendwann leider ein bisschen die Truppe verloren. Wobei ich glaube, dass es mehr in der Mannschaft lag als im Trainer. Aber manchmal brauchst du halt eine Veränderung. Und ab wann funktioniert der Karel Geritz oder wie der heißt nicht mehr? Ich hoffe, er funktioniert lange. Ah ja. Okay. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der bei Schalke stinkt der Fisch vom Kopf, Freunde. Ja, das ist bei Dortmund auch. Da stinkt der auch sehr vom Kopf stinkt an. Stinkt der ganze Fisch. Ja, da stinkt wirklich der ganze Fisch, ey. Hat Mike schon erzählt, dass ihn der Kickbase-Gott geküsst hat? Ich habe Harry Kane und Leroy Sané und ich war im Stadion. Das war sehr schön zu sehen, wie Harry Kane aus 1000 Metern ein Tor schießt. Meine Kickbase-Mannschaft, ja. Ich habe ich habe nicht die 2000 Punkte geknackt. Ich auch nicht. Leid. Ich habe 1950. Ich habe 1932. Also ich habe Kane, Sané, Openda. Boah, Openda. Oh, schön. Erstmal gefangen. Da ist Irv Smith. Ich habe noch Grimaldo, der echt gut ist. Grimaldo habe ich natürlich auch. Hä? Spielst du mit deinen Haustieren oder was? Ja, ich spiele mit meinen Haustieren. So kann man das nennen. Wieso? Das sind aber die unerwünschten Haustiere, weißt du, wenn du so die Schaben oder sowas in deinem Zimmer hast. Dann habe ich noch Milo von Stuttgart, dann Anton Stach, Matthias Ginter, Alexander Nübel und William Pacho von Frankfurt, den Verteidiger. Das ist schon gut. Ja, aber ich bin sehr zufrieden. Wir können mal sinken, Chat. 12, 57, 56. Oh, warte mal, du bist eine 54. Sekunde wieder vor mir. Okay, das ist ja so weiter? Dumm. 53, 52, 51, 50, 49, 48. Das ist aber echt ganz so seltsam, Quatsch. Ne? Ja, immer wenn die Werbung ist oder sowas. Ich spiele halt mit unseren ganzen, also mit vielen Mods von uns und die sind halt einfach alle nicht so gut im Fußball. Ja, ich auch. Ich Fußballverständnis. Ich spiele mit anderen Sportredakteuren, mit einem UEFA-Lizenzcoach und mit Mods. Da kannst du halt nur gewinnen, ne? Ist klar. Ja, das ist wohl wahr. Die hassen uns gerade. Ja, aber gut, aber wenn man halt auch einem Kane und Sané freiwillig gibt, das ist halt schon dann ist man auch selber lost. Wie viel hast du für Kane damals bezahlt? Viel zu wenig. Ich habe mir den gar nicht contestet. Ich glaube, ich habe 80 Millionen oder so gezahlt. Ja, nee, Alter. Welcher UEFA-Lizenzcoach? Michael Boris. Ich habe 55,2 Millionen gezahlt. Ich habe, glaube ich, 80 oder so bezahlt. Ich habe teuer bezahlt dafür. Aber Sané habe ich günstig bekommen. Da habe ich nur 2, 3 Millionen drüber gezahlt. Na, ich auch. Oh, Touchdown Denver. Das ist natürlich lecker. Das war vorhin Boris 100. Touchdown. Danke für die Info, Miss Agency. Das ist ein guter das ist eine gute Info. So, ich sehe es gerade in der Red Zone. Russell jetzt Wilson. Grade, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Auf Jerry Jeudy. Die Broncos für Ach, Helmet zu Helmet war das. Das ist zum Beispiel jetzt eine böse Strafe vom Verteidiger. Du darfst nicht mit dem Kopf voraus, mit dem Helm voraus, den anderen auf dem Kopf treffen. Und das macht der Zweite. Aber und eher das aus Versehen, ne? Das ist dann auch fast egal. Das ist also, ja egal. Du nimmst es in Kauf. Weißt du, wenn du so vorgehst, dann nimmst du in Kauf, dass es passiert und dann gibt es eine Strafe. Ja. Und die Strafe besagt 15 Yards für den Gegner und deinen neuen ersten Versuch. Das heißt, die Bengals dürfen jetzt viel weiter nach vorne. Ja, doch mega, das tut schon weh. Geht, ne? Ja. Ja, das ist super, super gefährlich. Vor allem, wir haben halt ne, regelmäßig. Oh, auf die Beine, das ist gefährlich. Die haben regelmäßig, ja, gerade auch bei Burrow, der aus einer Beinverletzung kommt. Ja.
Du wolltest wahrscheinlich gerade was über Gehirnerschütterung sagen. Gehirnerschütterung, ja, Gehirnerschütterungen sind gang und gäbe leider bei dem Sport. Ja, und das ist früher noch schlimmer gewesen. Die brechen da ja auch mit einer ordentlichen Kraft. Naja. Also das ist somit, glaube ich, der Mainstream heftigste Sport, den es so gibt, oder? Ich würde gegenhalten. Wahrscheinlich Boxen noch. Ich glaube, dass Eishockey tatsächlich auch krass ist. Ja, ich glaube, dass, kein Scheiß jetzt, auch Wassersport. Eishockey? Ja, Eishockey, glaube ich, knallt auch richtig. Und Freunde, ich habe die Rugby-WM moderiert. Rugby ist fast das gleiche, nur ohne Schutz. Das ist wirklich, Rugby knallt auch heftig. Aber es ist halt die Frage, ob das Mainstream ist. Aber Rugby ist, tut auch weh. Aber Rugby Football ist halt, Rugby ist halt sehr Mainstream halt so in Australien, ne? Und ja. Neuseeland und so. Ja. Da ist halt, da redet wahrscheinlich keiner über American Football. Weniger oder zumindest. Wo war das noch? In Irland waren wir. Da ist es auch Irland und Nordirland. Da ist, genau, da ist auch Rugby groß. Da wollte ich auch mal zu einem Rugby-Spiel gehen, als wir da waren, als wir unsere Tour hatten, aber leider gab es da zurzeit keine Spiele. Ich muss aber sagen, ich finde auch das irgendwie, ist für, ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber ich finde das voll, macht es interessanter, wenn sie sich da kloppen. Ich fand das beim Eishockey heute voll unterhaltsam. Wir waren heute bei der deutschen Eishockey-Liga ERC München gegen Nürnberg. Und Juni war zum ersten Mal, glaube ich, in Deutschland beim Eishockey-Stream. Stream. War ich auch noch überhaupt beim Eishockey. Habe ich auch noch nie gesehen. Es geht zur Sache. Aber als sie dann ja ab der Mitte angefangen haben, so richtig aggro zu werden, das hat mich mitgefiebert. Ich finde, Eishockey ist ein cooler Sport. Abgeholt. Ich mag Eishockey. Rugby, wirklich alles Psychos gefühlt so krass. Rugby ist eine sehr, sehr coole Sportart, weil die trotzdem sehr respektvoll zueinander sind. Also es gibt keine, ich weiß nicht, wie viele von euch Rugby geguckt haben, aber andere Sportarten könnten super viel von Rugby lernen, was die Fairness angeht. Wenn der eine den anderen da umhaut, fault, dann hilft er ihm wieder hoch. Es wird nicht gemeckert mit dem Schiedsrichter. Was der Schiri sagt, ist Gesetz. Du siehst keinen da meckern. Und von beiden Mannschaften. Das hast du aber auch beim Football. Da meckert auch eigentlich keiner. Ja, stimmt schon. Und auch eine coole Regel. Es darf nur der Kapitän der Mannschaft mit dem Ref reden. Also nur eine Person. Kein anderer darf das. Es wäre sofort eine Strafe. Ich habe mich heute auch beim Fußballspiel darüber geärgert, als Hummels dann so, es sah so aus, als wenn er von oben herab zum Schiedsrichter gegangen ist und den die Hand so auf die Schulter gelegt hat, um den irgendwas zu sagen. Für mich ist das schon eine gelbe Karte, egal was der gesagt hat. Der hat ihn berührt. Und zwar absichtlich und wirklich so die Hand auf die Schulter gelegt. Allein das ist für mich schon eine Strafe. Das sollte so oder sollte es beim Fußball als Strafe geben, weil ja, der schön rennen. Ja! Oh, gefährlich. Ja, First. Guck mal, da steht er direkt. Da tut nicht weh. Der Boro ist jetzt, der ist jetzt ein Cyborg. Die haben den Metallwaden eingepflanzt. Aus Carbon. Ah, ist geil. Sehr schön. Kurze lustige Information an alle. RAN überträgt ja auch die NBA. Also falls ihr es nicht wissen, ich arbeite auch bei RAN. Und RAN zeigt jetzt gerade auf Pro7 Max ein Basketballspiel. Und wir haben dort im Studio ein iPad, worüber wir immer zusammen arbeiten und Tweets zeigen. Habe ich beim Rugby genutzt. Und das Problem ist, dass ich mich nicht ausgeloggt habe. Oh, schöner Pass über die Mitte. Nice. First down. Ich habe mich nicht ausgeloggt und gerade arbeitet Icke bei der NBA. Und die kriegen meinen Account nicht raus, weil sie nicht ausloggen können. Bedeutet, sie müssen heute mit meinem Account die Tweets zeigen. Und ich kriege dauernd auf mein Handy irgendwelche Nachrichten, weil die mit meinem Account irgendwas machen. Das ist ziemlich lustig. Sorry, Mike, aber du bist doch eingeloggt. Icke kann sie nicht ausloggen. Also die ganzen Tweets, die ihr gerade da seht, kommen davon. Das ist sehr lustig. Er spielt bei der NBA gerade. Weißt du das? Ich glaube, die Denver Nuggets werden heute übertragen mit Jokic, dem MVP der letzten Saison. Aber gegen wen? Moment. Ich glaube, die Oklahoma City Thunder. War Embiid nicht der? Nee, Embiid war davor der MVP. War, glaube ich, davor. Jokic war zum zweiten Mal jetzt, glaube ich, MVP. Also Nuggets, der Champion gegen die Oklahoma City Thunder. Kurzes Ding, bitte. Das ist mit den Wagnern, oder? Nee. Nee. Ey, die waren Orlando. Ja. Die Wagner-Brüder, ne? Ja. Ja, ja. Ah, okay. Kurzer Sync, 48, große Zahl ist das, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. So, jetzt macht einen geilen, komm, mach mal eine Bombe. Okay, brauchen wir einfach nicht. Wir laufen den Ball runter, ist eine gute Sache. Wir müssen mehr laufen. Aber Jay, Laufspiel bei den Bengals war immer scheiße. Du hast recht. Ich hatte Unrecht. Embiid war MVP, Jokic war Finals MVP. Dankeschön, Chat. Dankeschön. Ah ja, siehste? Ich habe übrigens, ich schäme mich selten vor der TV-Kamera, aber beim Spiel um Platz 3 der Rugby-WM
habe ich einen blöden Versprecher gehabt. Wir haben die Aufstellung beider Mannschaften besprochen, Argentinien gegen England. Und ich wollte sagen, dass ein Spieler in der Startaufstellung steht und habe halt wie im Fußball gesagt, der Spieler steht in der Startelf. Blöd, dass beim Rugby halt 15 Leute spielen. Autsch. Ja, das war echt ein bisschen doof. Und da hat der... Start der 15? Der Experte Manu Wilhelm Borrow zu Boden gebracht. Der Experte meinte... Das war meinte, jetzt ein Sack. Ja, also den Quarterback. Gefangen. Richtig. Der meinte dann, ja, Mike, Startelf wäre blöd, weil dann wären es ja 4 Leute weniger. Das stimmt. Belastend, aber könnte einen, vor allem war sehr nah dran, ne? Das belastet, dass ein First Down ist, aber das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich Field Goal. Wenn ich das so richtig sehe, ne? Scheiße. Passieren, ja. Egal, die 3 Punkte nehmen wir mit. Formel 1 Restart jetzt. Doch. 50 Yards, also das, was Jay meinte, jetzt der 4. Versuch und 14, das spielst du nicht aus, weil es zu unwahrscheinlich ist. Lieber versuchst du einen Kick durch die beiden Stangen. 50 Yards hat man normal im Huf. Und McPherson verkackt. Mann. Er schießt daneben. Hätte er getroffen, wären es 3 Punkte. Aber diese Zahlen da an der Seite auf dem Feld, das sind die Yards. Ja. Mhm. Wie weit sie wechseln 14 von 14 Yards schaffen die nicht. Es sah jetzt nicht so viel aus. Wie viel? 14 mussten die doch, oder nicht? McPherson 50, verkickt 50. Sonst so selten. Ja, da wird er schüttel ich auch den Kopf. Da bin ich wie Bo, da schüttel ich auch den Kopf, ey. Oh, wir haben Restart gerade. Oh Gott, was macht der Ferrari da? Ja. Da ist ein Hamilton, der jetzt reinstechen wird in Leclerc, ne, doch nicht. Wie ist Leclerc eigentlich wieder auf 2 gekommen? Die haben den Frontflügel gewechselt, obwohl die den gar nicht... Hast du da mitbekommen mit Perez? Nee, direkt also in der ersten Kurve quasi rausgeschieden. Ich habe vom Rennen gar nichts mitbekommen, kannst du in Mexiko. In das Mexiko. Ist natürlich aber Eigenverschulden, hat er wieder oder? Den Perez, ja, sicher. Hat er wieder den Perez gemacht. Zu früh reingezogen, war Leclerc da, obwohl er wusste, dass Leclerc da war und kaputt. Ich zeige Juni auch ab und zu Formel 1 und sie hatte davor keine Berührungspunkte mit Formel 1. Oh, viel zu Sport gelernt, ey, in den letzten 6 Monaten. Also. Ich hab der Frau alles angetan, vom Fußball alles. Bis Football bis Formel 1. Jetzt rate mal, Jay. Schon Schalke, welche, das Schlimmste, was du ihr angetan hast. Wahrscheinlich wirklich, die hatte Mitleid mit mir, weil ich so sauer war. Was ist ihr Lieblingsfahrer in der Formel 1? Sie hat jetzt mit Formel 1 mehr oder weniger angefangen. Jetzt rate, welchen Fahrer sie am coolsten findet. Yuki Tsunoda. Nein. Ich hoffe nicht Logan Sargeant. Nee. Ich hoffe nicht Hamilton. Nein. Okay. Pat kann mitraten von Beatsmeet, komm. Ja, jetzt kannst du natürlich alle nennen. Ja, mal gucken, wann du drauf kommst. Boah, was haben wir denn noch? Wen könnte man denn besonders mögen? Georgie? Nee, kein Russell. Norris? Piastri? Nein. Okay. Aber nicht Stroll, oder? Ich hab's schon einmal gelesen, Chat. Dark Lord, schreibt's rein. Nicht Stroll. Nee, kein Stroll. Aber nah dran. Dann Alonso. Ja, Nando. Der ist doch cool. Fernando ist cool. Alonso ist cool. Früher fand ich den immer schrecklich, weil er natürlich Schumacher-Konkurrent war, aber mittlerweile finde ich Fernando super. Er ist cool geworden, super. Ja. Er ist cool geworden. Ich finde Fernando cool, ist super. Wenn der da rumschimpft im Auto, ey. Ja. Ja, da hättest du mal die McLaren-Zeit mitbekommen müssen vor ein paar Jahren, wo der beim Honda war. Ja, ja. Die GP2-Motta. Das war schön. Das war insane. Wobei, wenn sie, glaube ich, die Radio, die Boxenfunks von Yuki Tsunoda mehr gehört hätte, wäre sie wahrscheinlich wirklich Tsunoda-Fan. Weil der motzt, glaube ich, fast noch mehr. Also auch der. Mhm. Also der ruft fuck. So, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind jetzt im zweiten Viertel und noch 7 Minuten 3 zu spielen. Es steht 14-7 für die Bengals, also für Jay sieht's aus. Richtig, aber jetzt kann natürlich die 49ers auf 14-14 wieder rankommen. Was genau, natürlich dadurch, nicht sein muss. Ja, das FICO war eigentlich wichtig. Jetzt dürfen die 49ers von der Stelle an der 40. Oh nein, oh nee, das gibt einen Roughing the Passer. Ja, und die müssen ja versuchen, in die andere Richtung zu kommen. Oder auch nicht. Genau, die Niners müssen jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, okay. Ja, okay, dann ist das. Okay, ich dachte, der ist noch so rangeflogen da an den Brock Purdy. Ich hab's nicht gesehen. Ja, gut, wenn du halt die Zone verteidigst, dann kannst du halt auch erwischt werden, ne? Ich wurde übrigens in meinem Podcast dafür belächelt, dass ich auf die Broncos gesetzt habe gegen die Chiefs. Und die führen gerade 14-3. Was hast du getan? Ich habe alle gesagt, Mike, du spinnst komplett. Du machst ja einfach Experte. Ja, da bin ich aber auch hart bei dir. Ich habe auf die... Also, dass du komplett spinnst. Ja, die führen 14-3. Ja, fang ihn. Es darf nicht wahr sein, der Typ ist so schnell, ey. Darf der auf dieser grauen Linie da außen rennen?
Dann ist er nee, aus. Dann ist er ja, aus. Sobald auch nur ein Millimeter vom Schuh erkennbar in der Kamera außerhalb der Zone ist, dann wird in der Regel gepfiffen. Und dann ist da halt Stopp. Genau. Dann ist da aus, genau. Dann geht's da weiter, ja. Das war Jerry Rice, einer der besten Wide Receiver aller Zeiten. Ja, das sind so sagen, weißt du, alle sagen, also das ist halt so, als wenn die irgendwie Lothar Matthäus da zeigen oder was auch immer, das sagt mir halt alle nichts. So die ganzen, auch dieser Doug Peterson, nee, nicht Doug Peterson, das ist der Trainer, ich weiß nicht, wen du davon Adrian genannt Peterson? Hast als MVP. Adrian. Den MVP-Typ. Ja. Adrian Peterson hieß der? Ja. Achso, ja, okay. Ja, du musst dir vorstellen, das, was Justin Jefferson in den letzten Jahren gemacht hat, hat Jerry Rice über 10 Jahre gemacht. Deswegen, der ist krass. Der ist ein Guter. Das ist ein Guter. Was ist das denn? Das ist das wieder Joe Montana, oder? Genau, der rechte ist Joe Montana. Das ist quasi der Tom Brady der 90er. Und der war halt bei den Niners. Also der ist auch eine Riesenlegende. Yep. Also Joe Montana, Dan Marino, Tom Brady und jetzt Patrick Mahomes sind wahrscheinlich so die Goats, die immer das Zepter weitergegeben haben. Schöner Stopp. Sehr gut gemacht. Das war wichtig. Da ist erstmal ein Menschenhaufen am Start. Hendrickson spielt wieder, das ist eine gute Sache. Das wäre belastend. Hendrickson wird, also ich meine, ich habe ja immer meine Bengals-Brille auf, aber ich finde, der sollte mehr Liebe kriegen. Der ist super. Der ist aber ich finde halt, gerade America, der ist ja einfach viel zu underrated. Weißt du, wer mehr Liebe verdient hätte, den ich immer geil fand, den die, wie ich finde, Bengals viel zu leichtfertig hergegeben haben? Jesse Bates, den fand ich super. Ja, den fand ich auch super, aber der spielt bei Safety, den Falcons auch gut. Ja, aber ein Safety so viel Geld geben, brauchst halt die Kohle für andere Sachen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja das Geile am Football. Du hast halt im Gegensatz zum Fußball halt wirklich einen Cap-Space. Genau, für also, alle, die nicht wissen, was das bedeutet, jedes Team darf nur gleich viel Geld ausgeben. Und deswegen ist es eine der ausgeglichensten Ligen der Welt, weil Teams immer wieder gut und schlecht sind. Du kannst ja einfach nicht ein Man City zusammen kaufen, weil außer natürlich jemand will weniger Geld haben. So. Eigentlich wirklich geil. Ich finde, jede Sportart bräuchte einen Capspace, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und ich finde auch das System vom Draft halt richtig cool. Das ist halt, das kannst du halt jetzt im Fußball in Deutschland nicht so machen, aber die schlechteste, also die haben halt nicht irgendwie so, die haben keine Nachwuchs Mannschaften, also es gibt nicht Cincinnati F-Jugend oder vielleicht gibt es die schon, aber ich weiß es nicht, aber nee, es gibt nicht, eigentlich, funktioniert das über den Highschool, über die Highschool und dann das College und College-Football ist auch ein riesiges Teil in den USA, was auch auf ProSieben übertragen wird an der Stelle. Darf ich demnächst moderieren tatsächlich? Bin ich zum ersten Mal als Moderator im Einsatz, kann ich hier leaken. Freue ich mich drauf. College Football ist nochmal ein bisschen insaner als NFL. Klingt ein bisschen komisch, aber in der NFL ist so ein bisschen Business. Da verdienst du die Kohle und willst halt deine Karriere machen. College Football ist wirklich Family, weil dort gehst du zur Schule, gehst dann auf die Universität, dort feuern dich deine Freunde aus den anderen Fächern an. Also College Football, da geht's richtig zur Sache und da sind auch an die 100.000 Menschen. Ja, genau, das ist halt nicht so, dass du U19 guckst hier in Deutschland so 3.000 Leute zugucken oder sowas. Aber das ist halt wirklich, da sind halt einfach die Stadien halt einfach genauso voll wie bei der NFL. Und wenn du halt, glaube ich, 21, 22 bist, je nachdem, kannst du quasi in diesen Draft kommen, ja, in deinem Alter. Das Alter ist nicht ganz so entscheidend, sondern in welchem Jahr du bist. Und dann kannst du ein bisschen auch entscheiden, ob du, also du kannst das auch hinauszögern, wann du in den Draft gehst. Also du musst eine gewisse Zeit im College gespielt haben. Oh nein. Purdy wieder, sehr gut. Gut unterwegs, ja. Gut probieren. Schön. Hoffentlich gehen sie nicht dafür, muss nicht. Noch ein, zwei Takes dazu. Ich finde das amerikanische Sportsystem cool. Also ich finde das ehrlicherweise besser als das europäische. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich in so ein Highschool-College-Ding gewesen wäre. Ich weiß natürlich nicht, ob das Serien sind, aber dieses Football-Team und Anhimmeln von den Sportlern und so weiter da in der Schule ist, glaube ich, auch schon trotzdem ein Ding. So. Ja, voll. Aber du kannst natürlich auch in anderen Bereichen angehimmelt werden, wenn du da gut bist. Aber natürlich, wenn die Footballer sehr als Helden verehrt, das stimmt schon. Verkick. 36 Yards Kickversuch jetzt für Moody, den Rookie-Kicker. Trifft. Macht er. 14-10 also. Und der Chat hat natürlich recht,
auch wenn es diesen Capspace gibt, gibt es immer noch so kleine Hintertürchen und Wege, da ein bisschen Kohle rauszuhauen. Ja, aber das stimmt, aber es ist nicht so schlimm wie, wie gesagt, richtig, bei anderen Sportarten. Wie Financial Fairplay. Habe ich das Gefühl. Ja, ja. Und wie gesagt, die schlechteste Mannschaft in der NFL über die Saison darf in der nächsten Saison dann zum Draft den ersten Spieler picken. Also den Besten theoretisch. Wenn sie den Besten dann halt holen. Ne? Der Beste kann halt auch der Letzte sein. Ja. Theoretisch. Aber ne, du hast halt natürlich dann da deine Scouts wie beim Fußball und dann hast du halt, sagst du, okay, das ist halt super Talent, weil der kann halt besonders, der ist super schnell, der ist halt ein Fleischklops und kann halt richtig geil tackeln auf der Position, die er halt ist und so weiter. Stell dir das mal vor in der Formel 1, ey. Am Ende des Jahres darf Haas den ersten Fahrer aus der Formel 2 picken oder so. Wie lustig wäre das? Ja, dann dafür müssten ja häufiger wechseln, die Fahrer. Ja, ne? klar. Das heißt, ich finde, die dürften, oder Haas dürfte den Fahrer aus dem ganzen Fahrerfeld picken. Oh, das wär krass. Direkt Verstappen bei Haas. Ihr merkt schon, dass das halt eine gewisse Ausgeglichenheit fördert. Wenn die Schlechtesten den besten Spieler bekommen, wenn alle ungefähr gleich viel ausgeben dürfen. Du hast cool. Du hast halt über Jahre hinweg die Patriots gehabt, weil sie halt den besten Quarterback hatten mit Brock Purdy, ja, mit Tom Brady. Und dadurch haben die halt wie viele Super Bowls gewonnen? Du weißt viele. Das? Okay, Brady hat, glaube ich, 6, 7? 8? Eine 8. Er hat sehr viele. Und 6. Hatte natürlich 6. dann so eine 6. 6, sehr gut. Hatte natürlich dadurch dann so eine Dynastie, wie man das, glaube ich, sagt. Und jetzt ist es halt so, dass du dann halt über 6 Super Bowls, das heißt, du musstest 6 Mal, hast du eigentlich den schlechtesten Pick gehabt, wenn du. Gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, aber in der Regel. Und dadurch hast du natürlich dann, potenziell ist das dann wieder fairer. Ja, wenn sich das halt aufwiegt. Wenn du natürlich gutes Training hast und die Spieler gut entwickelst, dann ist das natürlich was anderes. Und das kann natürlich auch ein Trainer, der ist natürlich auch sehr wichtig, der Coach beim Football. Mhm. Aber es ist halt ganz geil und Bengals waren halt über Jahre beschissen und haben halt dadurch jetzt zum Beispiel Joe Burrow picken können als besten, als schlechtestes Team. Die sind 2000, wann ist der gepickt worden? 19 oder 18? Na, 19 und 20 hätte ich gesagt. 19? 19 wahrscheinlich. 19. Ja. 20 hatte der die Kreuzbandverletzung und 21 habe ich angefangen zu gucken. Es sind gerade ein paar viele Fragen noch reingekommen. Ich versuche jetzt ein paar davon zu beantworten. Also erstmal hat El Preco recht, es ist schon eine Art Menschenhandel und wir haben auch Kontakte zu deutschen Footballern. Also wenn du, keine Ahnung, College, gehst du in New York zum College und dann will ich Seattle, dann musst du nach Seattle ziehen, aber dafür kriegst du ziemlich viel Geld. Es ist ein Menschenhandel und du bist dann Millionär. Also ich lasse mich auch gerne irgendwo hin wechseln. Also ich ziehe jetzt auch gerne dahin und nach San Francisco oder was auch immer und verdiene da Millionen. Also du hast ausgesorgt. Der erste Pick im Draft kriegt um die 30 Millionen. Also dann zieh ich auch um, Freunde. Dann zieh ich auch um. Pro Aber Jahr. Wie lange gilt das dann? Für ein Jahr oder 4 Jahre? Du hast also vier mit der Option einmal zu verlängern. Also langfristig. Aber da hast du ja so als junger Mensch jetzt nicht unbedingt wirklich ein Privatleben. Das also wenn ist du jetzt eine Freundin hast, die kann ja nicht einfach ihr Leben dann abbrechen, sag ich mal immer. Das ist schwer, ja. Oder Freund. Ja. Also ein paar versuchen es, aber es ist nicht so einfach. Nice, immer weiter, schön, first down. Kannst du dich auch mit durchbringen, aber wenn die jetzt studiert, so. Zombie-Kisten hat noch gefragt, spielen die auch im richtigen Stadion oder haben die ihr eigenes? Meinst du, also für 30 Millionen wechsle ich auch zu den Freuds nach Berlin. Gar kein Problem. So, Bewerbung ist raus. Viel cooler als Pete's Beat. Du meinst, die College-Teams Zombie-Kisten, die haben eigene Stadien? Ja, und die sind halt auch ähnlich groß. Aber die sind meistens dann, also die ganz großen sind, glaube ich, meistens in anderen Städten als jetzt die NFL-Teams. Ja, teilweise sind die sogar größer. Also ja, Stadt von Michigan ist in Cincinnati gibt es halt auch ein College. Die waren sogar vor einem Jahr oder zwei Jahren gar nicht schlecht. Die Cincinnati Bearcats. Aber in der Regel hast du halt so Alabama, Georgia. Was gibt's denn noch? Ohio? Es gibt Ohio viele. State, LSU, glaube ich. LSU mag ich schon sehr gerne. LSU, da kam Joe Burrow beispielsweise her. Und Jamar Chase. So, hier wird gefragt, ob es so Unterligen gibt. Das College-System ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ja, das ist in Divisionen aufgeteilt. Ja, das ist das Komplizierteste. Da habe ich immer schon noch nicht gerafft. Auch nicht, also das ist wirklich sehr kompliziert. Ich finde, es müssten die auch ein bisschen einfacher gestalten. Dann wird noch gefragt, ob man nicht extra schlecht spielen sollte, wenn man den besten Pick haben möchte. Das nennt man Tanking. Das wird oft
vermutet, ob das Teams machen. Ich glaube, dass du von Management-Seite das forcieren kannst, aber du als Spieler wirst immer dein Bestes geben, weil wenn du schlecht spielst, wirst du ausgetauscht. Die haben nichts davon. Und dann kriegst du auch später keine Kohle. Genau, aber als Manager kannst du zum Beispiel deine besten Spieler abgeben und dafür Picks sammeln und so versuchen, den First Pick zu bekommen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Hat zum Beispiel Arizona versucht zu machen. Hat man zumindest das Gefühl. Das kannst du schon sagen. Und Spieler haben gut gespielt, muss man sagen. Also die spielen schon nicht schlecht, obwohl die, glaube ich, 1 wegstehen. Ja. Jetzt? Oder 1-5? Ich weiß nicht, hat nie eine Bye-Week? Ich glaube, 1-6 stehen sie. Okay. Eins von beiden auf jeden Fall. Da wird auch gefragt, ob du als Spieler nicht Nein sagen kannst. Auf euch habe ich keinen Bock. Ja, also es gab Spieler, die wollten nicht. Ich glaube, Drew Brees damals wollte nicht zu den Chargers und ist dann zu den Saints. Dann, du musst das nicht unterschreiben. Ja, also zu 95% passiert es. Da musst du natürlich irgendeinen Gegenwert bekommen. Also wenn du jetzt irgendwo hingehst, dann muss ein anderes Team für dich was hergeben, damit du nochmal wechseln darfst. Aber normalerweise gehst du dahin. Eli Manning war es, nicht Brees. Sorry, Dicken. Eli Manning war es. Dankeschön. Ich glaube, das habe ich auch erst, glaube ich, nach einem Jahr oder sowas bemerkt, dass die Cincinnati Bengals das ärmste, in Anführungsstrichen, Team sind. Der Besitzer ist zwar auch irgendwie, weiß nicht, Multimillionär, aber man muss ja auch bedenken, dass du so und so viele Millionen pro Jahr ausgibst und die verdienen vielleicht auch jetzt nicht so und so viele Millionen wie andere Teams, weil die halt viel größer sind. Aber aktuell sind sie auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Ich hoffe nicht, dass der Peak schon war. Sondern dass das jetzt einfach schön über die nächsten Jahre noch ein bisschen Spaß man damit hat. Ja, glaube ich auch. So, ich hoffe, ich habe keine Frage überlesen, ey. Wir haben jetzt auch nicht das Spiel ignoriert, da ist gerade Werbung. Also es geht jetzt weiter. Genau. Da ist halt immer wieder Werbung dazwischen. So, jetzt müssen die Niners auch mal langsam, ne? 14-10 für die Bengals. Noch 2 Minuten zu spielen, dann ist Halbzeit. Die sollen sich ganz entspannen. Wir laufen jetzt ganz in Ruhe zwei. Wir laufen jetzt ganz entspannt da runter. Guck mal, da ist der T. Higgins. Ja. First down. Noch eine wichtige Information, Chat, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Wenn du mit dem Ball ins Ausläufst, dann hältst du die Spieluhr an. Wenn du im Feld zu Boden gehst, dann läuft die Uhr weiter. Und wenn die Uhr auf Null geht, ist natürlich das Viertel vorbei. Also du musst jetzt in den letzten 2 Minuten versuchen, auch mit der Uhr zu spielen. Und solltest du zum Beispiel einen Touchdown machen und zu viel Zeit ist noch auf der Uhr, gibst du dem Gegner nochmal die Chance zu antworten. Das ist richtig, weil der kann ja natürlich auch nach draußen laufen und die Zeit hört auf. Aber das ist noch ein weiter Weg. Boah, was machen die denn? Er fährt Schubkarre mit ihm, ey. Ja, du darfst da viel machen, ja. Oha, einfach Schubkarre, ja. Und die sind kennt man, fährt Schubkarre, oder? Ja. Kenn ich da. Wenn du hinten an den Hinterbein hältst und du auf den Vorderbein läufst. Ja, genau, Schubkarre fahren. So, jetzt kommt mal ein schöner Wurf. Au, jawohl. Schön. Schön, schön. Und ihr seht ja auch unten bei den Mannschaften so Striche. Bei SF San Francisco sind es 2, bei Cincinnati sind es 3. Das zeigt an, wie viele Timeouts die Teams noch haben. Du hast pro Halbzeit 3 Timeouts. Timeouts. Also eine Halbzeit sind 2 Viertel natürlich. Dann hältst du die Zeit auch an. Richtig. Mit. Also du kannst im Feld zu Boden fallen, dann nimmt der Trainer einen Timeout, dann bleibt die Uhr stehen und du hast mehr Zeit, den nächsten Spielzug zu besprechen. Ja. Na, Football ist so ein schöner Sport, da macht so viel Spaß. Ich meine, da kannst du so mitfiebern. Komm ja, jetzt. Ich lieb's auch. Und jetzt kommt wieder dieser Peak, der Snap und jawohl, immer schön. Jetzt bist wenn du schon natürlich Field dann um deutlich Range. Mehr geht. Also ich bin gestorben bei den ganzen Kansas City Spielen und bei dem Super Bowl halt schon, ne? Also obwohl ich da halt schon viel weniger Ahnung hatte, aber glaube ich. Ja. Borrow. Schöner Wurf. Starker Wurf, ja. Zähl mal. 53, 52 weg. Okay. Ich mach nochmal kurz Pause. Nee. Ich bin vor dir. Das ist so dumm. Das ist nicht so schlimm. Gehen wir schnell. Alonso DNF, danke, Chat. Ach, armer Alonso. Dein Fahrer ist raus. Was hat der gemacht? Schnupfen. Piastri auch mit einer Kollision. Er fährt halt einen Aston Martin. Er hat so gut angefangen dieses Jahr und so nachgelassen. Die haben halt den Red Bull nachgebaut und konnten dann nicht weitermachen. Nee, das merkst du richtig. Ja. Wir werden safe wieder einen neuen Red Bull an den Start bringen nächstes Jahr. Erklärt Juni mal die Regeln mit den Haaren.
Naja, du darfst an den Haaren des Gegners ziehen. Oha. Was natürlich keinen Sinn macht, weil die sind ja unterm Helm. Aber es gibt viele Spieler, die haben ja so längere Dreadlocks. Ja. Und wenn du das machst, darf ich dran ziehen? Ist das auf eigene Gefahr. Ernsthaft? Ja, gab es letztens erst im College oder auch in der ELF im Finale, dass da jemand an den Haaren festgehalten wurde. Das ist erlaubt. Also, diese Dreadlocks, die sind ja aber auch wirklich so, das sind ja nicht so filigrane Haare, sondern das ist ja wie so ein Seil, was du hältst. Genau, ja. Deswegen machen viele das auch, versuchen diesen Helm zu stopfen, aber es gibt viele Runningbacks vor allem, die das raushängen haben. Ja. Alles, was aus dem Helm schaut, darfst du dann ziehen. Ist eine Regel, ich finde persönlich, man müsste das irgendwie anpassen, aber die Regel aktuell ist, du darfst das. Ja, okay, er kannst natürlich, also du verdienst halt so viel Geld, da kannst halt auch deine Haare für rasieren, ne? Also, sind wir mal ehrlich. Ja, in anderen Jobs darfst du keine Nagellack tragen und so. Also, ja. Also, ich bin aber ehrlich. Da tut halt aber auch weh, wenn einer irgendwie an deine Haare zieht. Das Ding ist halt, warum sagst du nicht einfach, du darfst es nicht? Weißt du? Also, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, schützt die Haare. Weil du aus Versehen da reingreifst? Genau. Genau. Es gibt so häufig ja auch diese Face-Mask-Dinger. Und das machst du ja auch nicht absichtlich. Und dann, finde ich, musst du als Ref halt die Absicht deklarieren. Also wenn das finde ich aber auch immer super schwer, ob was Absicht ist oder nicht. Naja, du erkennst schon, will er ihm an die Schulter packen zum Beispiel und der andere bewegt sich einfach dahin, weißt du, und oder greift er wirklich Richtung Haken. Ich glaube auch, dass du das einfach unterscheiden kannst, weil der Griff an die Schulter, an den Nacken, da sind halt Haare, das ist glaube ich nicht so schlimm, aber wenn jemand läuft und du hältst ihn bewusst an so einem Dreadlock fest, glaube das fällt auf. Vielleicht bin ich da auch vorgeschädigt, weil ich halt nicht so viele Haare habe, da mir das scheißegal ist. Ne? Also, das kann natürlich auch sein. Haare sind Teil der Uniform. Okay. Ja, Haare sind Teil der Uniform, ja. Sehe das, ja. Philo schreibt... Hey, stell dir mal vor, kennst du Bianca Belair, die Wrestlerin? Ich glaube, Google mal Bianca Belair. Nee, das ist Becky Lynch. Google mal Bianca Belair. Mach ich? So, und wenn Bianca Belair Football spielt, wie willst du denn das da machen? Das ist doch scheiße, wenn du da nicht an die Haare ziehen kannst. Ja. Ach so. Oh ja, das ist hart. Ja. So, wie willst du das da machen? So, dann darfst du, ne? Also, das ist ja Quatsch. So, 55 Sekunden, First and 10 für die Bengals. Joe Burrow mit dem kurzen Pass auf Chase. Und lauf weiter. Ja, hör. Kein First Down. Jay, du weißt ja, dass Pro7 Max übertragener Sender von Wrestling ist, ne? Wollen wir uns da irgendwie gute Karten besorgen für Berlin? Alter, Bash in Berlin, da sehe ich mich sowas von. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist das erste Premium-Live-Event von der WWE in Deutschland. Ja, das ist schon krass. Und alleine, da die jetzt ja so viele deutschsprachige Wrestler haben in den letzten Jahren, mit einem Gunther, mit einem Ludwig Kaiser, einem Giovanni Vinci. Das ist schon geil. Der Kaiser vielleicht noch Ilya Dragunov, das ist so geil einfach. Der Kaiser war zuletzt bei uns zu Gast und hat kommentiert. Das ist so lustig, wenn der halt normal spricht und nicht in seiner Rolle ist. Es ist natürlich. Der liebste Mensch. Die sind ja auch alle super nett. Der Gunther ist ein bisschen, also der Gunther hat eine unsympathische Sache, ja, der ist Schalke-Fan. Oh, das wusste ich gar nicht, krass. Super Typ. Ja, ich glaube, Ludwig Kaiser oder sowas ist Dortmund-Fan oder sowas. Ja, die Namen, da reden wir mal nicht drüber, ja. Gunther war früher Walter und Ludwig Kaiser war früher, boah, muss ich kurz überlegen. 2-1 für deine Bengals? Ja, warte mal, wie hieß er denn nochmal? Irgendwas Junior. Bin schon so geschädigt von Mixen. Nice, egal. Marcel Bartel, genau. 36 Sekunden, 35. Sie nehmen, glaube ich, jetzt das Timeout. Nee, kein Timeout. Guck mal, sie lassen die Uhr runterlaufen. Ja, kann man ja auch, ne? Und Giovanni Vinci war früher Fabian Axel Aigner. Axel Dieter Junior, ja, richtig. Ja, also, ist aber egal. Das ist so geil, dass da deutschsprachige Wrestler jetzt drin sind und die halt auch Deutsch sprechen im Englischen. Das in cool, Dingern, ja. Um sich halt da, ne, um sich besonders da noch mal Hass ranzuholen, weil die sind ja die Bösen, das ist so geil. Und die sind auch wirklich gute Wrestler alle. Also haben doch nice. Das Timeout genommen, die Uhr lief nur weiter. Verfan schreibt rein, neuer NFL-Rekord für Burrow, 18 Completions in Folge. Das ist ein Rekord, echt? Das ist ein Rekord? Wundert mich jetzt auch. Also ja, die Completions, die merkt man so. Also die Offense, also die haben sich was vorgenommen in der Bye-Week. Die Bengals haben nach jeder Bye-Week, ich glaube, stehen die, weiß ich nicht, zu 2. Also 2 Niederlagen hatten die bislang nach der Bye-Week. Und das waren, glaube ich, die, da weiß ich nicht, und keine Ahnung, 13-2 oder sowas.
Also das ist schon richtig geil. Oh, das war schlecht. Das klingt nicht. Es war sein persönlicher Rekord. Okay, danke, oh, Leute. Oh, aber mein Gott, der hat dazu nicht den Ball. Alter, Irv Smith ist so trash. Was hat den Ball verloren? Kann nicht wahr sein. Oh, ich hab's gar nicht gesehen. Was? Der ist so schlecht, ey. Nee. So, der Ball wird jetzt raus. Ja, der Ball ist frei. Raus. Ja, der ist frei. Wenn, oh mein Gott. Das müssen wir kurz im Chat erklären. Wenn du mit dem Ball zu Boden gehst, Chat, ist der Ball tot. Also dann ist das Spiel vorbei. Wenn er den Ball in der Luft noch verliert, und das passiert hier in dem Fall, ist der Ball frei. Und wenn er als nächstes nimmt, hat den Ball. Und ihr seht, der Ball ist frei und der 49ers-Spieler nimmt ihn auf und damit ist der Ball bei den 49ers und Jay ärgert sich. Du hast das jetzt nicht diese 7 Punkte oder 3. Ja. Mann, dieser Irv Smith ist so ein scheiß Tight End, ey. Das ist unfassbar. Ja, man muss... Aber der ist so... Ja, das ist egal. Das regt mich auf. Ist okay, darfst du dich aufregen. Ist auch ehrlicherweise gut gemacht vom 49ers-Spieler. Aber ja, eigentlich hätte er einfach besser zu Boden gehen müssen. Ist jetzt ärgerlich, weil die Bengals haben vorne das Field Goal verschossen und lassen hier Punkte liegen. Und das in so einem wichtigen Spiel tut weh. Verstehe ich, Jay. Ja, und oh Mann, Alter, du hättest einfach mit 21 beziehungsweise vielleicht sogar ja 24, wenn er das Field Goal gekickt hätte. Jetzt machen wir am besten noch einen Touch. Alter, jetzt machen wir. Was ein Pass von Purdy auf Kittle. 24 Sekunden. Sie haben noch einen Timeout. Ja, Chat, sowas nennt man einen Fumble, was eben gerade passiert ist. Dieses Ball verlieren und der andere hat den Ball, ist ein Fumble. Das letzte Timeout der Niners wird genommen. Oh, die sollen bitte irgendeinen Trade machen, damit sie einen anderen Tight End haben. Ey, ich kann mir das nicht mehr angucken. Die Uhr bleibt stehen. Schön erklärt, die Mitte frei. Och, schöner Wurf von Purdy. So, was werden die Niners jetzt versuchen? Die werden jetzt versuchen, den nächsten Pass Field so Goal zu machen. Ja, den Pass so zu werfen, dass der Receiver Richtung auslaufen kann, damit die Uhr stehen bleibt, weil sie haben keinen Timeout mehr. Also jetzt müssen die Bengals, wenn sie clever sind, entweder den Quarterback sehr unter Druck setzen oder vor allem die Außenbahn verteidigen, damit die Uhr nicht angehalten wird. Darfst aber auch nicht zu sehr die Außenbahn verteidigen, weil sonst die Mitte komplett frei und dann rennen sie aber durch. Das ist jetzt das Problem. Boah, ist halt alles bad, ey. Boah, nee, ich krieg Kopfschmerzen, ey. Trinken Wasser. Es ist unfair. Ich trinke die ganze Zeit schon. Ich glaube, jetzt so, langsam ist der Punkt, wo ich Schnaps brauche. Die rote Linie hinten, da müssen sie hin für ein Field Goal, fürs Kicken. Erzähl mal, kann es auch davor noch kommen. Verteidige die Außen. Nice. Oh, was ein Glück, dass der nicht gefangen hat. Ja, die Uhr bleibt stehen. Ja, aber er hat die nicht gefangen. Die müssen nochmal von derselben Stelle schmeißen. Und den der kann war, man fangen, Junge, den musst du fangen. Ja, aber Kopfball. Musst du fangen, Brandon Ayuk. In Terodde-Manier. Hat er ihn weggeköpft. Was soll das denn jetzt? das ist was Taktisches, du kannst den Ball natürlich auch in der Mitte fangen und die Uhr läuft weiter und wenn du die Uhr dann schnell anhalten willst, dann nimmst du den ersten Versuch, wirfst den Ball einfach schnell zu Boden, also schenkst einen Versuch weg und die Uhr bleibt stehen. Das ist so bad, ne? Das ärgert mich so sehr, ey, die spielen so schön und dann kommt wieder so ein Scheiß-Move, ne? Oh. Birdie wirft den Ball weg. Kein Gelb. 13 Sekunden, Dritter und 10, jetzt wird's schwer. Na, ist auch gut so. So ein Pick 6 würde ich jetzt nehmen. Was ist ein Pick 6? Ein Pick 6, Chat, ist, wenn der Quarterback von den 49ers jetzt zum Beispiel wirft, ein Bengals-Spieler fängt aber den Ball fest und läuft damit in die gegnerische Endzone, dann gibt es 6 Punkte für die Defense. Pick das wäre lecker. 6, also fang 6. Mahomes Turnover, Broncos haben den Ball. Waren gute Tipps, Freunde, oder? Ja, die werden da trotzdem noch verlieren. Wahrscheinlich. So, also, McCaffrey bekommt den Ball. Läuft! Das ist ein wildes Play. Jetzt müssen sie schnell den Ball spiken. Schnell den Ball spiken, also schnell aufstellen. Nicht mehr. 3 Sekunden schnell aufstellen und den Ball zu Boden werfen. Schaffen sie nicht. Also, sie wollten jetzt schnell sich aufstellen, den Ball zu Boden werfen, dann hätten sie einen neuen Versuch bekommen. Haben sie nicht geschafft, deswegen ist jetzt Halbzeit. Wir können durchschnaufen, holt euch Snacks, was zu trinken. 14-10, Jay. Ist trotzdem viel liegen lassen, aber ihr führt. Ja, das ist trotzdem belastend. Das hättest einfach schon. Das wäre schon fast ein 2-Score-Game geworden. Wenn sie nicht die Punkte hätten liegen gelassen, die sie hätten nicht liegen lassen müssen. True. Und das Wichtigste stand da gerade noch: die Bengals bekommen den Ball zur zweiten Halbzeit. Also alles das gut. Das stimmt.
Das stimmt. Bengals kriegen den Ball, weil die angestoßen haben, also gekickofft haben, die 49ers. Singer fragt, warum hier so viel erklärt wird. Ich glaube, weil wir viele Zuschauer haben, die nicht so auf Football gucken, Chat. Aber wenn ihr sagt, es euch zu viel, dann sagt das gerne. Ne? Also wir versuchen hier möglichst viele mitzunehmen. Wenn da Fragen kommen, kann man das immer machen. Wir werden spielen wieder, nachdem ich den Cocktail getrunken habe. Den werde ich dann nachmachen. Ich werde schon mal jetzt kurz eine Werbung wieder schalten, damit nicht wieder diese Random-Scheiß-Werbung reinkommt. Und in der Zeit hole ich schon mal den Thermomix. Heißt, wir sehen uns gleich, Chat. Ach das. Und währenddessen habt ihr Jay bei mir werbefrei wahrscheinlich. Sound muted. Fast 4 Stunden. Ah. Im Schnitt. Entschuldigung, dass ich mich gemutet habe. Ihr habt das vergessen. Das war so eine Standard-Ding. Guck mal, ich habe schon mal die schönen Sachen geholt hier. Lecker, lecker, warte, lecker. Ich mach kurz deinen Stream mal auf. Das sind schon schön. Ich habe schon mal im Tablet. Alter, der Apfel. Willst du das Platz mixen oder was? Das sieht sehr gut aus. Ah, geil, Jay, das sieht gut aus. Aber verstehe ich schon. Man muss natürlich dem Chat auch zeigen, dass man es wirklich reinmacht. Und schon ist schon gut. Na cool. Keine Sorge, ich werde das gleich schon da reinpacken, die Scheiße. Gute Nacht, Patex. Mach das, Jay. Alles in den Thermomix, ja. Boah, das wird so ekelhaft, ey. Boah, ich hab da jetzt schon keinen Bock drauf, ne? Doch, doch, doch. Ich habe auch noch das nächste. Was haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Wenn wir die nächste Goal haben, dann übernimmt der Chat mein Social Media Konto. Gottes Willen. Und ja, da, wie gesagt, darf dann im Chat Vorschläge gemacht werden. Die Mods ziehen sich ein paar Vorschläge raus und und ihr dürft dann abstimmen aus diesen Vorschlägen, was ich poste. Auf Insta oder Twitter. Oh, ich hätte da so Ideen. Das habe ich mir schon gedacht, dass du bestimmt ganz tolle Ideen hast.
Und dann wäre das nächste, ist, dass ich das schlechteste Spiel vom Metacritic des Jahres auf PC spiele. Also die, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die schlechteste PC-Sache ist, weil ich kann jetzt nicht hier auf der PlayStation oder Switch spielen das oder doch sowas. Bestimmt, das ist doch bestimmt irgendwas komplett verbuggt. Könnte Gollum sein. Ja, ja, sicher. Das wird super. Uff. Gar keinen Bock drauf. Uff. Und dann gibt's nochmal Stufe 5. Und wenn ihr Stufe 5 habt, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber da müsst ihr erstmal hin. Das heißt, wenn ihr das erste geunlockt habt, dann wisst ihr Bescheid, was danach kommt. Und dann, glaube ich, fällt der nächste auch sehr schnell. Ist das euer schlechtestes Spiel? Erster 120er? Nee, unser zweiter. Genau, ich hatte sowas schon mal im Kopf. Weißt du noch, welche Zahl ihr damals am Ende erreicht habt? Ich glaube, wir waren bei 24.000. Boah, habt ihr noch was vor, Freunde? Das ist natürlich eine super geile Sache, ja. Also, warst du damals auch der zweite? Nee, ich glaube, ich war der letzte sogar. Also, ich hatte letztes Jahr, hatte ich einmal Haare färben, dann ich rede mit den Zuschauern. Kennst du Domian? Du kennst, also du kommst aus Bayern, klar. Ne? Du kennst. Ich komme aus Frankfurt, Domian? Mann, ich wohne nur in München. Ja, ist ja egal. Ja, okay. Das ist dasselbe. Ich kenn Domian, ja. Okay, dann haben wir, also quasi habe ich mit den Zuschauern gesprochen, dann habe ich, boah, ich habe schon wieder vergessen, was ich gemacht habe. Ach ja, stimmt, ich habe Counter-Strike gespielt und für jeden Tod musste ich eine Gewürzgurke essen. Ich hasse Gewürzgurken, ich habe gewürgt. Ey, ist ja voll geil. Ich habe gewürgt. So ekelhaft war das. Dann habe ich noch. Fuck, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ach ja, ich musste Schalke anfeuern in einem Spiel. Da war ich dabei. Da war ich dabei, ist doch schön. Ja, das Schalke war auch spielt. Ja, aber von dem Onkel von meiner Frau habe ich halt einfach so alte Schalker-Klamotten gekriegt. Du sahst sensationell aus. So eine richtig alte Schalke-Mütze. Ich hab's geliebt, du sahst so gut aus. Mhm, war super. Stand dir. Und was war das letzte? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Aber schon einiges. Ja, irgendwas habe ich noch wieder vergessen. Ah ja, Ringfit, stimmt, Ringfit. Das durfte ich dann um 8 Uhr morgens dann nochmal nach 24 Stunden machen. Also aber schön doch, Ringfit eine Runde. Okay, aber das macht wenigstens wach. Ja, ich wollte schlafen. Nach 24 Stunden wach. Echt? Ja, durchaus. Ach so, und ihr habt quasi euch vorher so Aufgabe überlegt, aber genau. Es ist random dann, bei wem das eingelöst wird. Nein, doch. Das für jeden ist das halt was. So, ach so. Christian, Bram hat sich gesagt, er hat irgendwie ein Mettbrötchen gegessen. Der hat auch gewürgt davor, weil der einfach Mettbrötchen, dieses rohe Fleisch, da ekelt er sich so krank davor. Oh. Für mich ist das halt eine Belohnung, wenn ich halt ein Mettbrötchen essen kann. So, Schönes Mettbrötchen mit ein bisschen ja, mega Pfeffer, geil, bisschen mit Zwiebeln. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Aber ja, wie gesagt. Vitamine. Aber ja, jetzt habe ich halt mal einen Ekelcocktail. Das heißt, das wird schon eklig genug sein. Danach werde ich schon eine Magenverstimmung haben. Und Stufe 5 wird die Magenverstimmung dann quasi abrunden. Das heißt, morgen um 8 ist Übergabe, ne? Habe ich eben gelesen. Morgen um 8 übernimmt Sebastian, genau. Und der hat dann auch wieder seine 5 Sachen. Dann machen wir das. Wenn das jetzt halt, es kann natürlich sein, dass eine Challenge mal nicht gemacht wird, dann übernehmen wir halt das einfach. Also wenn wir heute jetzt bei, was sind wir jetzt gerade? Bei 7467 bleiben sollten, dann fallen meine Sachen weg und wir bleiben bei 7467 und dann muss der erste Challenge ist halt dann nur noch 600 bis Sebastian kommt. Verstehe. Aber da muss ich zumindest meine Sachen zum Glück nicht machen und das finde ich auch nicht so falsch, aber ich mache das sehr gerne für euch, wenn ihr das denn unlockt. Ja, so ist es nicht, denn Twitch Prime ist mehr kostenfrei, liebe Leute, ne? Genauso bei euch als auch, also bei uns als auch natürlich bei Mike im Chat. Da geht das natürlich auch. Und was hast du vor noch zu zocken oder willst du es nicht verraten? Also du spielst gleich das Horrorspiel noch weiter? Ich will leider noch ein bisschen Five Nights at Freddy's spielen. Also erstmal dann Five Nights at Freddy's, dann hab ich nur, boah, ich hab noch ganz viel auf der Liste. Dann gucke ich, also da muss ich noch meine Potato Challenge durchspielen. Dann will ich irgendwann nochmal Peepo Island spielen. Das solltest du übrigens mal mit deinem Chat spielen. Was ist das? Peepo Island ist, Peepo kennst du ja, das ist der Frosch. Ja. So sehr Boomer bin ich nicht. Du musst quasi so, du musst. Kennst du Alt F4? Ja. Ja, das ist quasi wie Alt F4, dass du da so ein Parcours ablaufen musst, aber die ganze Zeit spawnt Peepos bei dir, die den Namen von einem vom Chat haben, wenn irgendein Peepo-Emote kommt oder sowas, dann schubst dich dann Delta Riptide oder Nasco oder wer auch immer da bei dir im Chat ist, schubst dich dann runter und das ist einfach nur Tilt und du hast die ganze Zeit so eine richtig schöne Tilt-Mucke.
Das ist super, also Juni schreibt es gerade auf. Island. Ich habe Juni ja, jetzt schon Lust auf das Spiel. Ich habe noch Trash Day. Ich habe nie Alter 4 gespielt. Das ist kein Trash. Das ist Trash. Ich habe nie Alter 4 gespielt, aber ich habe gesehen, dass Juni auch Up, wie heißt das Spiel, Up? Always Up? Nee, Only Up. Oh Gott. Only Up gespielt hat. Das ist ja auch so ähnlich, wo du nach oben musst die ganze Zeit. Und das habe ich bei ihr dann einmal gespielt, aber Pipo Island klingt ja ähnlich. Einfach nur ein paar Kurbel stehen und Leute wollen nicht runterwerfen. Natürlich ist Pipo an sich kein Trash, aber... Dann hatte ich noch Alan Wake, wollte ich vielleicht reingucken, aber muss ich mal schauen. Endless Dungeon. Ach ja, stimmt, ich muss noch Minesweeper spielen. Minesweeper? Ja, geil. Matteo von Bonsch hat irgendwie Minesweeper letztens gespielt oder so. Dann hat versucht, da einen Rekord aufzustellen. Ich sagte so, das schaffe ich doch locker. Okay. Und dann muss ich natürlich mal gegen Matteo gewinnen. Weil ist Minesweeper nicht relativ random? Du kriegst doch nur mal irgendwelche Felder an, oder? Da ist auch ein System hinter. Okay, spannend. Mal gucken, ob ich das dann noch um 5 Uhr zusammenkriege oder sowas. Weiß nicht, wie viel Uhr wir dann haben. Oh Gott. Ja, also ich habe cool. Noch eine Menge vor. Ja, also klingt die Zeit geil. Wird schnell rumgehen. Die Zeit verfliegt halt auch im Flug. Also wirklich, das sind jetzt gleich 5, wir sind sofort in 15 Stunden um 23 Uhr. Fühlt sich irgendwie nicht an wie 15 Stunden. Mein Fell des Jahres übrigens, was Games angeht, bisher ist das neue Formel-1-Spiel. Ich habe mir das damals gekauft, weil ich Bock hatte, aber ich hatte keine Zeit und das ist jetzt 4 Monate her und ich habe keine Sekunde Formel 1 bisher gespielt. Einfach bisher Geld rausgeworfen. Es soll ja gar nicht so schlecht sein, aber ich habe einfach nicht... Das stimmt, aber ich habe auch gar nicht Formel 1 dieses Jahr gespielt. So, das ist halt, da habe ich auch gar keinen, also dieses Sim-Racing, da bin ich irgendwie so ein bisschen raus. Mhm. Weil... Habe ich einfach nicht mehr so in... Ja, kann sein, dass er wiederkommt, so... Ja, und ich habe halt aktuell sehr viel Spaß an so anderen Spielen. Dieses Jahr ist halt für mich Baldur's Gate rausgekommen. Counter-Strike 2 habe ich super viel gespielt. Ich weiß gar nicht, wer die alles schon mal gespielt haben am Anfang des Jahres. Resident Evil. Ich hatte leider so wenig Zeit. Ich habe so viel liegen lassen. Baldur's Gate hätte ich Bock. Ich habe nicht God of War zu Ende gespielt. Ich habe das neue Assassin's Creed noch nicht spielen können. Also, ich habe eigentlich viel aufzuholen. Protato hatte ich auch gezockt. Was ist da deine Challenge heute? Oder was ist da dein Ziel? Beim Steam Workshop kannst du Mods runterladen, dann hast du noch zusätzlich neue Charaktere. Oh. Ich hab den Cat-Tato, habe ich angefangen. Okay. Das ist eine Katze, das ist ganz witzig. Du hast halt ein Leben nur, also ein HP, aber du hast 7 Leben quasi, also du darfst 7-mal getroffen werden, oh Gott, ist das bevor schwer. Du dann kaputt gehst. Und dann hast du noch so ein paar Buffs. Nee, du hast aber noch so ein paar Buffs. Du kriegst halt für jeden Ausweichpunkt, kriegst du Crit-Schaden drauf. Und das ist halt schon insane. Der ist ein super starker Charakter. Theoretisch. Der ist sehr gut. Du machst den Job ja schon ein bisschen länger. Was war dein längster Stream am Stück? Ich glaube 25 Stunden. 24 Stunden. Also der letzte Mal. Ja. Also ich habe schon mal einen 24-Stunden-Stream gemacht. Aber da kann ich mich nicht mehr so schlecht dran erinnern, dass ich nicht mehr weiß, wie lange der letztendlich gegangen ist, wirklich. Glaubst du, ich hab schon mal einen gemacht. Wie war dein Gefühl damals? Hättest du noch länger geschafft oder war es schon gut, dass vorbei war? Ich war schon froh, dass ich vorbei. Gerade, also da war ich, irgendwann kommt dieser tote Punkt. Ja. Kommen, wenn ich Pipo Island spiele, weil dann einfach nur noch so. Oh Gott, die Musik. Also, dann wirst du die ganze Zeit nur noch runtergeschubst, ey, und dann hast du natürlich auch keine Reflexe mehr, weil du halt dann schon die ganze Zeit wach bist. Aber ich habe heute gut geschlafen, mir geht's noch richtig gut. Das ist schön. Halte ein bisschen Zucker parat, falls müde wirst. Na, das ist alles gut. Ich werde gleich wach. Also ich werde gleich was richtig Leckeres trinken. Ich habe mal einen Subathon gemacht, wo auch die Zeit immer länger ging. Na, dann machst du aber schlafen, oder? Nee, ohne schlafen. Für mich ist das ohne schlafen, also für mich ist mit schlafen ist es kein richtiger Subathon. Für mich ist die Challenge ja wach zu bleiben. Ja, aber wie willst du das machen? Ja, rate mal, was ich geschafft habe. Also am Ende ist deswegen zu Ende gegangen, die Leute hätten noch weitergemacht, aber die hatten Mitleid mit mir. Die haben mich irgendwann auslaufen lassen, weil sie dachten, okay, der Junge, ich war irgendwie so, irgendwann so Brain AFK. Okay, was schaffst du? Wie viel schaffst du? Ich glaube, was ist so das Maximum, was du schaffst? Du bist ja auch eine Nachteule, also du kennst das zumindest. Ja, voll. Das heißt, du wirst auf jeden Fall die 24 Stunden natürlich locker geschafft haben. Das heißt, du wirst vielleicht, ich schätze dich so auf 33 Stunden. Ich habe halt nicht große Vorbereitung gemacht, sondern wie so einen Tag vorher angekündigt. Deswegen, ich habe jetzt nicht wie ewig lang geschlafen oder so. Es waren am Ende 37 Stunden, nicht schlecht geschätzt. Und ich glaube mit Vorbereitung, also mit Ausschlafen und Essen vorbereiten und so, ich glaube, ich hätte 40 im Tank. Aber
37, ihr müsst mal, die letzten zwei Stunden habe ich mit Dave Gaming und Co. Among Us gespielt. Ich war so tot, ich wusste nicht, was bei Among Us passiert ist. Ich konnte nichts in diesen Meetings sagen. Er macht zweimal dieselbe Play. Oh, Pass Interference. Ja, Leute, es geht weiter. Zweite Halbzeit. Wir müssen vielleicht noch was sinken gleich. Ja. Ich glaube, das. Ja, ist schon richtig, was Simbelino sagt. Klar, wenn du jetzt. Sehr schön. Wenn du jetzt irgendwie eine Woche Sabaton hast, dann kannst du natürlich nicht ohne schlafen. Nee. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde halt. Also, ist nur meine persönliche Meinung. Kann jeder Streamerin daraus machen, wie sie möchte, wie er möchte. Wenn ich halt schlafe und dann wieder live gehe, das ist für mich halt fast wie ein normaler Stream, wenn ich halt vorhabe, viel zu streamen. Aber du bist dauerhaft live. Ja, aber. Und man filmt, also die filmen sich ja auch in der. Also, nicht, schlafen, die filmen sich gar nicht immer alle, ne? Nicht immer. Nee, manche lassen was laufen. Aber ist das ein Reiz, jemanden beim Schlafen zu sehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht will man da bei einem Mann oder sowas dann die Morgenlatte sehen oder sowas. Ich weiß nicht, was man sehen möchte. Ey. Was das Schönste ist, was du dann haben möchtest. Ich weiß es auch nicht. Ich sag mal so, wenn du jeden Tag dann deine 13, 14, 15 Stunden machst und pennst dann halt nur irgendwie ein paar Stunden, das ist trotzdem auf Dauer auch anstrengend, ne? Nö, das auf jeden Fall. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ich oder finde. Du willst den Clip haben, wie jemand einfach im Schlaf furzt oder sowas. Also für mich ja, die Challenge ist halt bei Sabaton wach bleiben. Das finde ich halt. Die Challenge. Aber es ist, kann jeder sehen, wie er möchte. Ich verstehe das schon, aber also ich würde dann. Schön, Junge, schön! Geiler Lauf. Alter, er geht aber auch vorher rein. Sonst hat er immer. Ja, er ist richtig hyped up. Nee, der ist hyped up. Der ist richtig hyped up. Er hat Bock. Starker Lauf. Das war stark. Ja. Der Fuß geht wieder, ey, das ist so schön. Guck mal, er hat früh gesehen, dass seine Receiver zu waren. Alle waren gedeckt und dann entscheidet er selber zu laufen. War stark. Ja, war stark. War wirklich gut. Endlich ist er wieder 13, der Bro, den wir lieben. 34, 33, 32. Perfekt. Okay. Schön. Und ja. 2 Yards, 1 Yard. Mein Mod Mangofuchs schreibt gerade, das war eine der wildesten Nächte, die ich je mitgemacht habe, der Sabaton. Ey, da war ich irgendwann, ich habe 4 Uhr morgens meinen toten Punkt gehabt in diesem Sabaton. Okay. Und Juni war sogar mit mir im Discord. Ja. Und ich habe dann irgendwann das Retro-Game, kennt ihr das Retro-Game Ape Escape noch? Nein. Da musst du so Affen fangen, das ist wirklich aus Ende der 90er oder Anfang 2000er. Das klingt nach einem Banger. Ey, um 4 Uhr morgens dieses Spiel, ich habe mich gefühlt wie auf einem Trip. Es war alles bunt. Irgendwelche Affen fangen, ich bin durchgedreht. Also meine Community ist abgegangen. Es war wirklich das LSD-Affen-Game statt Ceres, ja. Oh! Nee. Borrow gesackt. Und der hat Hunger! Armstead, einer der besten Niners. Ey, Joe is me. Ja, du kannst Escape halt Liebe. Nicht. Ich meine, wie oft ist er jetzt gesackt worden? 3 Mal oder sowas? Du kannst. So, ne? Ich bin ja froh, dass der nicht mehr so unendlich häufig gesackt wird, aber. Boah, guck mal, Bosa war auch fast dran. Ei. Hat's gekracht. Aber die O-Line sieht mal wieder besser aus. 70 von 71 Runden, also sie sind sofort durch. Verstappen vor Hamilton, vor Leclerc, vor Sainz. Geil, ich hab alles falsch getippt, das war ein richtiger Scheißtag. Ham wird noch Zweiter in der Fahrerwertung. Ja, glaube ich. Ja. Ah, reicht nicht. Ah, okay, Field Goal bitte. Jetzt muss aber McPherson treffen, also... Sonst wird es langsam echt kritisch, wenn er jetzt nicht trifft. Der muss jetzt sitzen. Mhm. 4. Der 8. muss sitzen. Jetzt wieder Field Goal. Also du darfst hier, auch wenn er halt 50 Yards, das sind auch viele Yards, wieder 50 fast. Würde ich auch sagen. Ja, aber McPherson kann das eigentlich. Er kann das eigentlich. Schon sehr weit jetzt hier. Ich believe in dem Jungen. Okay. Geiler Typ. Hat jetzt seine College-Freundin geheiratet. 56 Jahre, Jahr. Das ist sehr weit. Ui. Aber er ist gut. Junge! Er ist so gut. Wunderschön. Endlich. So 50, ein guter Kicker. 50 Yards verkackt er, 56 macht er. Nice. So ein guter Kicker. Alter. Herausforderung war nicht groß genug. Schmödi. Dankeschön. Für die 10 Subs, vielen Dank, Schmödi. Sorry, er hat es erst übersehen. Tut mir leid.
Dankeschön, Schmödi. Dankeschön auch an Sly the Spy. Alter, da kommen wieder gerade ein paar Subs rein, ey. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön. Dankeschön an den Raid Fluschel. Vielen, vielen Dank. Aber oh, echt so also, schaltet hier aus. Das ist nicht so komisch, oder? Das war ein guter also, Kick. Ja, das ist nur gut, das ist ja. Vor mir. Aber ist nicht schlimm. Sound muted. Weiß nicht, wir werden gleich dann, also wir werden dann Five Nights at Freddy's machen. Ich hoffe, also ich hoffe nicht, dass es in die Overtime geht. Wahrscheinlich werdet ihr mich dann sterben sehen. Ab irgendeinem Punkt. Dr. Who, vielen, vielen Dank. Dankeschön für die 5 Subs. Wir werden, genau, dann werden wir den Mix gleich machen. Und ja. Also ich kann ihn jetzt ja nicht vorher schon machen. Das macht ja keinen Sinn. Denk an das mehrkostenfreie Sub. Natürlich. Twitch Prime ist mehrkostenfrei, Ladies and Gentlemen. Und ihr wollt mich vielleicht gequält? Ihr wollt mich quälen? Ja, das könnt ihr sehr gerne machen, indem ihr reinsubbt. Ich, wie gesagt, ich predikte, wenn wir die 8000 Subs voll haben sollten, wenn wir die wirklich voll haben sollten, dann wird safe. Bin ich mir sehr sicher, dass ihr auch noch mehr haben wollt. Glaub ich. Ihr werdet das Next Goal ja dann sehen. Dankeschön für an Elalem. Dankeschön an Elalem für 10 Subs. Vielen, vielen Dank. Ab wann wird Five Nights at Freddy's weitergespielt? Nachdem ich getrunken habe. Boah, dann werde ich wahrscheinlich aufstoßen und alles, ne? So, ich glaube, Formel 1 ist durch, oder? Gegen 10.45 Uhr oder 11 haben wir gesagt. Mann. Ja. Formel 1 ist, glaube ich, durch, ne? Ricardo, immerhin noch starker Siebter, ey. Junge, Schmödi rastet aus bei dir. Holy shit, der rastet komplett aus. Vielen, vielen Dank, Alter. Schmödi! Dankeschön! Schmödi! Wie viel fehlt noch zum nächsten Goal? Let me check. 436. Nee. Ah, let's go. 46. Ja, Saftbefehl klettert. 51. Saftbefehl. So. Saftbefehl. Okay, dankeschön, Saftbefehl. Genau. Vielen, vielen Dank. Aber ich will mich immer muten. Das ist immer unangenehm, wenn du auch am Stream bist. Das finde ich immer doof. Also, ja, doch. Oh. Das ich, Alter. Out Cola. Jetzt geht wieder los. Dankeschön. Es ist halt vorhin auch so insane gewesen, dass halt einfach in 5 Minuten einfach so, keine Ahnung, 600, 700 Subs reinkam. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und gerade ist auch wieder so ein Also Ding, ich meine, du hast ja so eine Art Zapper, wie nennt ihr das eigentlich? Sub-Goal-Challenge? Wie heißt das? 120-Stunden-Stream-Challenge. Okay, ja, also Sub-Challenge. Basiert auf Subs, das ist doch voll, also mich stört jetzt nicht. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ich bin so gespannt, was du gleich sagst, wenn wirklich noch in diesem 49er-Spiel die 8000 geknackt werden sollten. Ich oder ihr, Bert, euch ihr beiden. Oh mein Gott. Oh, der eigene Mann. Oh, Ayuk. Ei. Ah, er steht direkt auf. Oh, ist da die gelbe Flagge. Alter, Royal Keeper, dankeschön. Schmödigen auch nochmal. Dankeschön. Alter, jetzt geht's richtig wieder. Hope is an Illusion. Das ist aber auch ein trauriger Name irgendwo. Holding. Dankeschön, Ahorn Gnu. Einmal sinken bitte, können wir gleich machen. Ja, gerade sehe ich nur eine Kamera. Okay, wo war das Holding? Holding darfst du natürlich auch nicht, du darfst ihn nicht festhalten, du darfst ihn nur so wegschieben. 74, glaube ich. Da die, ja, das hast du gesehen. Da wieder dann so extra auch am Wedeln ist der Angreifer, ne? Ja. Ne, Verteidiger, Entschuldigung, ist ein Verteidiger. Erst an 20 jetzt für die. Nein, das ist doch die 74er. Schön, der Tobi. Fang ihn. Wow. Nice, sehr schön. Wow. Ja, du musst ihn nur zum Stolpern bringen. Das reicht ja schon. Broncos für 14-9. Also, Chiefs kommen ein bisschen ran. Trotzdem schon crazy. Auf Formel 1 können wir ausmachen. Dann machen wir jetzt die Red Zone größer. So. Da habe ich ja fast gar nicht drauf geachtet. Die habe ich auch die ganze Zeit minimiert gehabt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dankeschön, Flo. Weiter und 18 jetzt für die Niners. Wir sind bei Minute. Sound muted. Franzi, du siehst hier meine Cocktail-Empfehlung.
Wenn du die Sachen jetzt nicht haben solltest, du kannst ja im nächsten... Alter, Schmödi eskaliert komplett. Holy shit, Schmödi. 50 fucking Subs nochmal. Und Hambi auch nochmal 5. What the fuck? White Coyote, dankeschön. Dankeschön. Holy moly. Okay, Ami. Bucky, vielen lieben Dank. Ey, hast du jetzt gesehen? Hallo, I love Guts. Miss Watt, Grüße, Grüße, Grüße. Ah, komm, ja, komm, die Grüße bei euch. Dankeschön, welcome, TV. Was wollte ich dir jetzt sagen? Achso, ja, Franzi, ne? Also, du siehst hier oben sind die Zutaten für den Jason Cocktail. Ja, kannst ja gerne nachmixen. Jason Cocktail? Kannst du ja gerne die nächsten Tage mal nachmixen und auch essen bei dir im Stream. Oder ich würde was sagen, Jay. Ja. Ich ziehe auch mit. Alle Partner, die jetzt hier zuschauen, müssen mitmachen. Also, ich finde, dass Smash Lunatic jetzt auch aufstehen muss und sich das machen muss. Ja, da bin ich auch der Meinung. Haben wir jetzt so entschieden? Aber bitte auf Stream, weil oder, man will das ja sehen. Oder Jay, wir lassen einfach den Chat entscheiden. Chat, soll sie das machen, ja oder nein? Komm, Chat, ihr entscheidet. Ihr seid ja diplomatisch. Soll Franzi das machen, ja oder nein? Der BVB-Spin sieht gar nicht schlecht aus. Ja, das sind beides. Das ist ein Cocktail da, Franzi, ne? Also die kommen beide zusammen. Das Rote ist nur das Schlechte und das Grüne ist das Gute. Nein. Sie hat alles da, bis auf Bananenpulver. Na dann, ab zum Mixer. Dann nimmst du einfach eine Banane. Das gar ist kein Problem, Franzi. Was ist Bananenpulver? Was ist Bananenpulver? Wir haben hier von unserem Partner Gamers Only einmal so Bananenshake. Den kannst du mit Milch anmischen. Und deswegen habe ich halt Bananenpulver an der Stelle jetzt genommen, statt einer Banane. Aber ist geil. Dankeschön, Nick Outlawer. Holy shit, und Nico. Alter, und Shockwave geht auch nochmal. Okay, 20 Subs. Die Leute haben Lust, ey. Ja, die Leute haben Bock, ey. Ich sag es dir, das wird. Wie die Stimme hochgehen. Ich werde die 5 noch machen müssen, glaube ich, wenn die 5 kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht der Fall sein wird. Ich will die 5 jetzt aussehen. Was sagt, ich habe Standbild? Ich auch, das liegt am Game Pass. Es ist auf jeden Fall der dritte Versuch, hat nicht funktioniert. Also vierter Versuch für die Niners. Soll das? Alter, ey. Seitdem der Zone auch ist, ist das doch alles schlechter. Leider. Jetzt geht's wieder, oder? Ja. Ja. Gleiche Zeit, wir müssen auf jeden Fall mal sinken wieder. 8, 16, 15, 14, okay, wir sind perfekt. 13, passt. Okay. 4 und 7, Wischnowski muss okay, das Ding wegteilen. Natürlich eine geile Sache, dass die da jetzt wieder das nicht geschafft haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass... Ich dachte halt so mit einem Ayuk und einem Kittel... Und einem McCaffrey reicht das an Offense, dass die uns Probleme machen. Aber bislang, Defense, muss man sagen, 10 Punkte nur zugelassen gegen die Offense. Ja, Debo fehlt George natürlich Kittle noch ein bisschen. Aber George Kittle ist einer der besten. Ja. Tight Ends der Liga. Also das Spiel ist ja noch ein bisschen. Aber ich möchte ja trotzdem, man kann ja schon jetzt trotzdem auch mal die Defense bislang loben. Ich finde, das darf man machen. Aber natürlich will ich es nicht jinxen, das ist mir schon klar. Aber ich wurde voll fürs Jinxen angemeckert. Danke, Sly, übrigens. Alter. Voll das Riesenstadion. Das ist geil. Im Vergleich zu anderen gibt es noch größere, ja. Aber wenn du da oben sitzt, du siehst doch gar nichts. Da gibt es auch überall so Bildschirme, aber du sitzt ein bisschen, das ist luftig. Da weht ein schöner Wind. Vor allem, weil das so offen ist, ne? Aber ja. Es gibt so geile Footballstadien. Alleine das neue Stadion von Los Angeles, von den Chargers und den Rams, das sieht so geil einfach aus. Ja, oder gib dir mal das von den Las Vegas Raiders. Das sieht aus wie der Todesstern. Ich war in meinem Leben einmal in in New Orleans für WrestleMania. Das war dann damals noch im Superdome, Mercedes Superdome, der heißt nicht mehr Mercedes Superdome, sondern anders. Die wurden auch benannt nach irgendeiner Kondommarke oder so, ich weiß gar nicht, irgendwas komisches. Doch, wie heißt das Saints Stadion jetzt? Die hat doch irgendeinen komischen Aber Team alleine gehabt. Das Saints Stadion ist einfach so krank, das ist ja vor allem auch einfach eine Halle, die ist so riesig, die ist so fucking riesig. Irgendwas komisches war es. Also Caesars Palace heißt der jetzt genau. Ja, sag ich doch. Ja, die Todesstern ist ein bisschen Ja, es sieht aus wie so ein Star Wars Raumschiff, meine ich. Caesar's Palace ist in Las Vegas. Das sieht aus wie ein Staubsaugerroboter. Okay, meine Freundin vergleicht gerade, da starten ja Raiders mit dem Staubsaugerroboter. Ja, das wird von wie heißt das nochmal? Pfeifi? Nee, Eifi? Ich finde, du sollst darüber reden. Wie heißt denn unser
Wie heißt denn unsere, ich weiß nicht, wie unser Staubsauger heißt, irgendwie. Ihr wird davon gesponsert. Das Pfeiffy Stadium. Ja, Stadium. Und? Ja, der Staubsaugt Las Vegas durch. Ja. Dankeschön. Slake W und Mo Industries. Dankeschön, das ist krass. Ja, ich finde, solltest du ihn im Podcast fragen, ob er es auch so sieht. Ich eins deiner Haare als Wertanlage. Ja, Gott bestimmt, wenn man bald dann Leute klonen kann, dann gibt es ganz viele Jays. Ich weiß nicht, ob du das willst. So. Jay, weißt du, was Bügelperlen sind? Ist das nicht, was man. Ist das nicht das, was man sich da auf die Dingens bügelt? Auf so einer Hose? Also mit der Beschreibung hätte ich gesagt. Dankeschön. Ich glaube, du meinst so Flickenkram, aber nein. Also, okay, was sind Bügelperlen? Sag ich dir nach dem ersten. Okay, ja, nach dem Snap. So, komm, mach was Geiles. Ein Run. Lauf den Ball. Lauf erstmal den Ball. Etiron. Ja, mixen, dankeschön. Ja, die wissen halt, ich kenne doch meine Bengals. Ich kenne auch hier, was sie machen. Ich wusste auch nicht, was Bügelperlen sind, bis ich Juni kennengelernt habe. Die macht das häufiger in ihrem Stream. Die setzt das so zusammen. Du hast so eine freie Fläche vor dir, verschiedene Farben und du wie so eine Art Lego, so würde ich beschreiben. Ja, ein Pixelbild, ja. Dann bastelst du einen? Aus kleinen Plastikperlen. Das hatte meine Oma damals gehabt, daher kenne ich das. Meine auch. So jetzt im Nachhinein. Und ich wusste aber nicht, dass man daraus auch echt geile Sachen machen kann und nicht nur so kleine Raketen oder so. Chase? Ja, du kannst doch was Cooles machen. Boah, läuft nach hinten, das war nicht gut. Was macht er denn? Das war schlecht. Oh Mann. Und wenn das Bild fertig ist, dann bügelst du es halt, damit es warm wird und die Form beibehält. Warum ich das erzähle, hätte Chase nicht den Ball jetzt auch nach vorne irgendwo ins Auspassen dürfen? Klar, hätte er vielleicht sogar, also wenn er clever gewesen wäre, ja. Also dann wäre es ja nicht falsch gewesen, weil du darfst ja noch nach vorne werfen. Ja, du darfst einmal pro Spielzug nach vorne werfen. Wer ist der Typ aus der Aufstimme? Der Typ heißt Mike Stiefelhagen. Und streamt auch bei seinem Kanal MikeLS _91. Schön einfach. 13, Joe Burrow. Er muss jetzt kommen. Eng. Komm. Oh Mann. Aber jetzt die Frage, Coach Jay. 4-2, gehst du dafür oder nicht? Nein, nicht beim Stand von 17-10. Mike wird gleich zu gefährlich. Mike will gleich 200 Subs giften. Laser Tech, wenn du 500 giftest, überlege es mir. Und Jason, bitte nicht. Ich muss meine Aufgabe machen. Das war gerade ein bisschen verzweifelte Lache. Ich mach das ja auch gerne, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich meine Grenzen übersteige. Hallo Max. Mit der so, guck mal, genau und Väter und zwei und sie punten. Die haben Angst, die Bengals. Ja, wäre halt dumm. Dann gibst du im Zweifel denen 17-17. Das willst du nicht. Nee. Lieber die Defense nochmal wuppen. Ich sag mal so, ich hätte Joe Burrow zugetraut, 2 Yards zu schaffen. Nee, muss nicht. Nochmal sinken, 6:09. 9. Ist jetzt angehalten. Ja. Danke für die Follows, Freunde. Oh, so Thema Bügelperlen wollte ich auch fertig machen. Wie steht denn das LFs? Für meinen Zweitnamen und Nachnamen, also Mike Lothar Stiefelhagen. Oder wie meine Community behauptet, Landwirtschaftssimulator. Nein! Mike Landwirtschaftssimulator 91. Ja, das ist auch schön. Nein, die Wahrheit ist Longsnapper. Ich wäre gerne in der NFL Longsnapper. Nein, Mike Lothar Stiefelhagen. Das hängt nicht, Chat, weil noch das nachläuft von der Eskalation gerade. Also der sollte nicht hängen. Und Jay, ich hab ein bisschen Angst, bei mir sind es nur noch knapp 100 Follower zu 10.000. Da muss ich eigentlich auch irgendwas Verrücktes machen, aber ich weiß noch nicht was. Ja, Bügelperlen. Mach doch, wie wäre es denn mit meiner 5. Challenge, wenn sie gleich da ist? Gott, wenn es jetzt irgendwas ist wie, ein paar Leute haben geschrieben Glatze, ich kann mir keine Glatze, ist keine Glatze. Ich hab jetzt mal kurz Insight, ich hab in meinem ProSieben-Vertrag stehen, wenn ich krasse optische Veränderungen vornehme, muss ich das mit meinem Chef absprechen. Also wenn ich jetzt eine Glatze machen wollen würde, müsste ich jetzt meinen Chef anrufen von ProSieben und fragen, ob ich es machen darf. Ich glaube nicht, dass er ja sagen würde. Nee, müsstest du nicht. Was soll ich sagen, Bügelperlen. Ich habe im Podcast eine Wette verloren und muss jetzt, ich glaube das Patriots-Logo, auch als Bügelperlen selber basteln. Und Jay, aber warum denn das Patriots-Logo? Warum denn nicht hier Für Carsten? Ja, für Carsten. Ach, mir fiel gerade der Name nicht ein. Oder ich glaube, das Podcast-Logo. Eins von beiden möchte ich machen. Nee, für Carsten einfach schön so ein Dolphins-Logo. Ich krieg das eh nicht fertig. Ich habe zwei linke Hände und meine Freundin kann das wirklich super, super gut. Die muss mir auch dabei helfen. Du musst mich coachen. Nee, wir machen einfach
nebeneinander Wettbügel. Wettbügel? Ich krieg das nicht hin. Ich hab Wurstfinger. Du musst einfach nur Perlen auf irgendeine Platte stecken. Das schaffst du, ja, wenn ich das hinkriege. Und du weißt, wie trottelig ich bin. Meine Community kennt das. Kurzes, traumatisches Erlebnis von damals Kunst, zweite Klasse. Ich sollte einen verdammten Hasen malen und hab einen Fuchs gemalt. Das ist aber ein schöner Hasen. Ja, nee, wir sollten einen Hasen malen. Ich mal den Hasen, ich gehe mit meinem Bild zur Lehrerin vorne, gebe stolz ab, weil ich dachte, wunderschöner Hase. Und die Lehrerin sagt zu mir, Mike, warum hast du einen Fuchs gemalt? Ja, jetzt hast du es angezettelt, jetzt wollen die unbedingt... Alter, ihr schallert aber gerade die Follows rein, Freunde, dankeschön. Das ist auch immer eine schöne Sache. Weil dann seht ihr immer, wenn Mike online ist. Dann könnt ihr dem ein bisschen zugucken. Ist doch gut. Follow ist auch mal gut. Also könnt ihr auch alle followen, ja? Also bei uns, wenn bei Mike halt welche noch da sind, die uns nicht gefollowt haben. Das hilft ich glaube tatsächlich, dass 80% der Leute hier schon euch folgen. Aber natürlich, ja, gerne bei Jay vorbeischauen. Und hin. So, ich guck gerade mal, wie scheiße mein Tipp war für heute. Jani, hau doch mal bitte PeteSmeets Kanal hier nochmal rein. Wir müssen PeteSmeet unterstützen. Wir müssen den PeteSmeet Kanal größer machen, Freunde. Wir müssen PeteSmeet unter die Arme greifen. Die müssen größer werden. Ich habe nur 18 Punkte gemacht, das ist belastend. Leute, ich habe ein bisschen Angst, ich habe gleich 10.000. Es ist grad, ihr übertreibt gerade ein bisschen. Bevor du ja, ich habe noch keine Challenge. Das, was ich mache an Spiel. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, was es ist. Ja, aber das ist ja das Schöne. Du machst keine Veränderung, keine Sorge. Du musst nur was essen. Du bist mein Gehirn. Oh, wow. Sag ja. Okay. Wie viel brauchst du noch, bis Stufe 5 unlocked wird? Das wird doch dauern, glaube ich. Also, es ist halt auch noch eine Menge Subs. Ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert, aber bei dir passiert ja der Punkt. Ja, das Ding ist halt, natürlich hast du jetzt durch Jay auch ein bisschen... Ja, voll den Push bekommen. Ne? Eigentlich also, muss ich. Ich mach mit. Ja, aber bitte on stream, ne? Aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich mach mit. Ja, das wirst du dann sehen, wenn bitte. Wir doch die 200 voll machen. Ich hab eine Erdnussallergie. Das sag ich vorher. Das geht nicht. Das brauchst du nicht essen. Nee, Erdnüsse sind's nicht. Okay. Mandeln. ja, also Bügelperlen muss ich machen, ey. Da hab ich ein bisschen Angst vor. Bist du basteltechnisch begabt? Nein. Du glaubst nicht, dass es Erdnüsse ist? Das klingt jetzt nicht so zuverlässig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht Erdnüsse sind. Hä? Sind Erdnussbutter, sind da Erdnüsse drin? Komm, Alter. Nein, ist keine Erdnussbutter, keine Sorge. Komm, jetzt stopp den da. 2-3, die Niners. Oh Mann, was liegt dir denn da, die 94? Scheiße. Kittel macht echt ein geiles Spiel. Alter, danke. Ja, nochmal sinken. 4 okay, Minuten 37, 36, 35, 34, 33. Was freut dich? Ja, das freut mich, wenn du mitmachst. 18.000? Vielleicht muss ich das ja nicht mal machen. Natürlich, ich guck mal, das rattert hier durch. Das wäre ja so schön, wenn ich das gar nicht machen müsste und du das einfach machst. Das wäre das Beste. Nee. Ja, nee, also... Also, wenn dann zusammen, oder? Halt, ja, aber bei uns ist die Challenge halt Pete so. Du hast gesagt, bei 10... Nee. Ihr könnt mich nicht alleine... Ihr wollt das auch sehen. Wenn dann also, wirklich nicht die 10.000 bei uns voll sind... Lieber Pete, ihr müsst kurz euren Streamer ignorieren und mir zuhören. Sehen, dass Mike ich möchte, ja, das dass ihr die Subs da lasst, damit Jay und ich das zusammen machen. Ich möchte nicht, dass wir es alleine machen müssen. Das wäre der größte Fail des Jahres. Wenn die... Das ist ja die Sache. Wenn wir die 10.000 voll haben sollten, dann ist das auch gar kein Problem, dann mache ich das auch gerne. Aber gib mir komm, dann gönnst du jetzt dem Chat, der jetzt hier da ist, und mir einen Hinweis, was es ist. Irgendwas, irgendein Anschmecker. Nee. Doch, ich muss irgendwas wissen, was es ist. Ich hab Angst. Ist das was zu essen? Okay, das reicht mir, was zu essen. Ja. Nee, du hast nicht diesen Ekelfisch, oder? Das kann ja nichts Leckeres sein. Jay? Ich sag dir gar nichts. Jay? Du hast nicht diesen Ekelfisch. Wie heißt das? Süße-Ding. Du hast den nicht. Genau, Süße-Ding. Nein. Bitte nicht. Ich kotze dir alles voll. Nein, es ist kein Süße-Ding. Es ist kein Süße-Ding. Kannst du noch sein? Du hast nicht so ein Hot-Chip. Du hast nicht so was Scharfes, oder? Du wirst das schon sehen. Nein. Das kannst du aber. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Schatz, google mal ekelhaftes Essen, was man bestellen kann. Jay muss irgendwo bestellt haben. Naja, oder er hat's vorgekauft. Oh. Also, ich hab's gekauft. Was ist denn Durianfrucht? Was ist das? Das ist auch schön. Hast du niemals Dschungelcamp gesehen? Nicht so oft. Überlass meinen Podcast-Partner. Wenn die Kotzfrucht essen. Ja, Kotzfrucht ist das.
Okay. Ja, dein Podcast-Partner hat ja schon da viele Erfahrungen drin. Ja, der hat sämtliche Eier gegessen wahrscheinlich. Oh, das hat eins. Das reicht. Hier, in die Richtung. In die. So, da liegt noch einer, die 65. Ah, nee, okay, nee. Was war nicht drüber. Was ist Kindheit? Hela Gewürzketchup. Insider von uns. Der ist nicht drüber. Das ist wirklich Kindheit, finde ich. Er ist nicht drüber. Fourth Down, ja? Das? Nee, Fourth Down. Ja, okay, da würde ich jetzt aber auch an der. Jetzt würde ich natürlich an der 49er-Stelle wahrscheinlich auch dafür gehen. Kyle Shanahan wird zu 100% dafür gehen. Das ist einer der offensivst denkenden Coaches der Liga. Weil das Zach Taylor ist. Nee, ist doch ein First Down. Guck mal. Sie sagen doch First Down. Okay, Zach Taylor. So bin ich auch. Was soll das denn? Das Scheiße da, ey. Das war aber knapp, so ja. Lächerlich, ey. Gekaufte Schiris, ey. Sly the Spy, dankeschön. Sly the Spy ist ein guter, der war ja auch schon gut. Sehr guter. Ja, ekelhaftes Essen, Tomaten. Mhm. Ich glaube, also ich würde fast, ich glaube, ich würde lieber ein Kilo Tomaten essen, als das, was ich da essen muss. Was? Mambi, dankeschön. Jetzt für die echt ein bisschen Angst gerade. Aber ich muss es halt dann bestellen wahrscheinlich, Jay, ne? Also kriege ich das im Supermarkt oder muss ich das im Internet bestellen? Du willst jedes kleine Fitzelchen an Tipps zu haben, ne? Verstehe das schon. Ich muss doch wissen, wie schnell ich daran komme. Snacks. Oh, Purdy. Beide Quarterbacks heute mit Spukenruns. Mann, wenn er auch saure Gurken. Oh, jetzt sind die da kurz vor der Endzone, ey. Scheiße. Kann ich ja 1 Kilogramm Tomaten essen? Tomaten sind echt nicht so geil. Okay, Chad, was findet ihr richtig? Also, was dürft ihr essen? Dankeschön, Nacker. Was dürft ihr essen, aber findet ihr richtig ekelhaft? Wie jetzt zum Beispiel JD Gewürzgurken, genau. Was findet ihr ekelhaft, was ihr aber essen dürft? Ich finde zum Beispiel, ich kann nie Koriander essen. Egal, nee, wo das drin ist, finde ich das ekelhaft. Ah. Mag ich nicht. Das geht schon. Oliven bin ich jetzt auch kein Riesenfan. Nein! Oh, Lakritz! Taylor Britt humpelt, ja. Taylor Britt ist am Humpeln. Oh, und das ist ein wichtiger Defense-Spieler von den Bengals. Also ich muss auch sagen, Rote Zwiebel, Schokolade? Lakritz ist ekelhaft, Sandra, ja. Lakritz ist auch so lost. Salzige Heringe von Katjes. Beste. Und der Kuss kam von ganz unten. Alter, der ist so geil. Muss sagen, da hatte ich wöchentliche Diskussion mit Patrick Esume, als wir noch beide bei ProSieben Football gemacht haben. Der liebt ja, der hat immer heimlich unterm Tisch Lakritz genascht. Irgendwann war es auch nicht mehr heimlich. Der liebt Lakritz auch alles. Ja, der Riesen-Lakritz-Fan. First and goal für die Niners. Wichtiger Moment. Jetzt müssen die auch mal fummeln. Birdie. Oh, Interception. Fumble irgendwas. Flagge auf dem Feld. Das ist so lächerlich. Warum kommt denn da eine gelbe Flagge jetzt? Ich sag doch an. Mann, das ist so die Ansage. Warum kommt denn da eine fucking gelbe Flagge? Du weißt ja nicht gegen wen. Ja, ich hab aber Angst. Weil jetzt ist mal was Gutes passiert. Okay, Bengals meckern. Also wahrscheinlich gegen die Bengals. Boah. Boah, wichtig wäre das. Das wäre so wichtig. Ich bin Burschti. Burschti, okay. Auch ein süßer Name. Sagt er jetzt? Interception zählt. Ja. Siehst du, Jay? Wart die Flagge ab. Hör auf deinen Mic. Gute Interception. Also ich würde gerne mal sehen, was Purdy da gemacht hat. So, Purdy, kurzer Pass und der wird gesnackt, oder was? Zack. Alter! Wie überragend fängt er den? Junge, Pratt mit einer Chris Hand. Pratt, ey. Nicht Chris Pratt. Weißt du, Chris Pratt heißt der. Chris Pratt wäre geil. Chris Pratt ist der andere. Für die Bengals, Chris Pratt aus dem Nichts der Star-Lord. Nein, das ist Jermaine Pratt, glaube ich. Und Groot ist auch dabei. Er spielt heute Fullback. Also, wenn Groot mit seinen Händen Defense-Spieler oder Offense-Spieler als Wide Receiver, da kannst du noch später. Oh, jetzt kommt. Higgins. Jetzt fick die 49ers okay. Weg. Wow. Jetzt Let's haben go. Wir. Ja, jetzt ist End of drittes Viertel. Jetzt ist Crunch-Time. Jetzt ist Crunchtime, Freunde. Holt die Chips raus. Jetzt ist die Witching Hour, ja? Also Witching Hour. Geil. FSK 18 ab jetzt. Oh, bitte. Boah, das wäre so geil.
Also es kam eben zu kurz, wirklich vielen Dank für so 10.000 Follower. Alter. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade stehen, weil mein Bot ist gecrashed. Immer wenn PeteSweet was mit mir macht, dann crasht mein Bot. Und ich weiß, was auch crashen wird. Mein Magen, mein Kopf. Aber ich meine, ich lache mich darüber so rüber kaputt, ne? Das wird halt auch nicht bei mir besser. Ey, Jaden, 200 Subs noch. Ne, nicht mal mehr 200 Subs. Ha, das ging jetzt wirklich schnell. Mhm, das ist insane. Also wenn einmal so, wenn es einmal da rattert, dann ist das krass. Dann ist das richtig krass. So, den 9. November dürfen wir schon sagen, oder? Ja. Das war schon Leute? Offiziell. Leute? Ja, oder? Mir wurde gesagt, das sei schon offiziell. Aber es ist nicht der 9. Das ist der Donnerstag, oder? Ach, oh mein Gott. Okay. Nein, dachte, du wolltest was leaken. Du wolltest was leaken. Ich wollte nichts leaken. Ich wollte was ganz Vernünftiges sagen. Du redest von was anderem. Nein, natürlich ja. nicht. Du redest vom 18. Ja, Writing Bull hat das schon gesagt. Ja, ja, ich ja, bin ja. aber diesmal nicht dabei. Was? Ich wollte mit dir wieder Allianz schmieden. Ja, mit dir Allianzen schmieden. Ja, ganz bestimmt, Alter, ey. Ja, Writing Bull hat wirklich geleakt. Ich habe zu ihm geradet und einfach nur normal geradet und auf einmal erzählt er das. Ich wusste nicht, ob er es erzählen darf. Er so, ja. Ja, ne, das ist auch geil. Also, ne, Civ-Event gibt es am 9. November von uns. Also, warum bist du nicht dabei? Ich habe einfach dieses Mal da nicht so viel Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe so wenig jetzt Civ gespielt. Wenn du Angst vor mir hast, Jake, kannst du mich sagen. Ich habe Angst vor dir, ist okay. Ich habe Angst vor dir. Dankeschön, DPD. DPD. Also, Dankeschön, DPD, dass ihr niemals Sachen zu mir liefert, weil eigentlich die Adresse falsch ist. Ja, aber da auch Dankeschön DPD für die 5 Subs. Willst du mal was richtig Beschissenes hören? Also kurz Real Talk. Mhm. Juni ist drauf und dran, zu mir nach München zu ziehen. Sie wohnt ja eigentlich in Hamburg. Geil, und deine Wohnung ist viel zu klein. Nee, das geht schon klar. Also sie hat hier ihr eigenes Streamzimmer. Dann noch dieselbe aber, Wohnung wie damals? Ja, genau. Wir haben quasi, okay. Also mein Setup jetzt ist im Wohnzimmer. Der lange Tisch okay. ist weg, da ist jetzt mein Setup und der Streamraum ist jetzt ihr Raum quasi. Okay. Aber die Geschichte ist folgende, sie hat sich ihren eigenen PC, den sie neu hat zusammenbauen lassen, das war quasi ein neuer PC, hat sie sich per Post zuschicken lassen. Und mit anderen Sachen noch. Und der PC kam einfach kaputt an. Naja, also er kam das eigentlich... Das Problem ist halt, wenn du halt, das ist halt das Problem, wenn du... Warte, es war versichert. Es war versichert. Du bist dann auch zu einem gewissen Wert versichert, der Wert war drin. Oh, Borrow gesackt. Oh, aber... Okay, oh mein Gott. Aber wirklich, das Glas war kaputt und das Gehäuse oben hatte Dellen. Also wie wenn reingeschlagen worden ist. Also wirklich insane. Alter. Und das war ein riesiger Hickhack. Das musste dann eingeschickt werden, dass die Prüfstelle überprüfen kann, ob es ordentlich gesichert war, bla bla bla. War versichert, war quasi ein extra Aufpreis dafür. Und jetzt kam halt die Meldung, dass die aber nichts du hast übernehmen. Ja auch was? Nichts warum? Übernehmen. Also es ist, ja, weil, ist das doch weil, versichert. Genau, weil nicht ausreichend gesichert worden ist. Und als wir das öffentlich gemacht haben, haben super viele Leute mir auch geschrieben aus der Community, ey Mike, ich betreibe einen PC-Shop, wir verschicken auch die Dinger. Die Deutsche Post ist da eiskalt, die werden nichts bezahlen und genauso ist es gekommen. Das ist eine Riesenfrechheit. Das ist ja so lächerlich. Das ist eine Frechheit. Ja, vor allem, wenn du da auch richtig viel Cash für die Versicherung zahlst. Ja, ne? Das Ding ist, ich habe den halt quasi zu mir bestellt, habe dann noch meine Festplatten selber reingebaut. Und hab den dann von Hamburg nach München verschickt, in derselben Verpackung. So. Boah, Alter. Und dann schreiben die einfach, ja, man muss dafür sorgen, als derjenige, der verschickt, dass es halt ausreichend gesichert ist. Und ich denke mir so, Dicker, da war halt eine Delle im Gehäuse, aber so, als wenn der auf eine Kante gefallen ist, so, dass mein komplettes Mainboard es war sehr unnatürlich. Das war sehr unnatürlich, ja. Also, das muss von irgendeiner krassen Höhe gefallen sein. Und dann denke ich mir so, soll ich das so sichern, als wird das ja, jetzt aus wahrscheinlich irgendwie einfach oder was? Einfach von so einem Gabelstapler oder so. Ja, sowas. So, hä? Wieso bin ich schuld daran, wenn ihr das rumwerft? Nee. 3rd and 7 und sie schaffen es fast. Oh. Sie verlieren den Ball! Die Niners haben den Ball! Chase verliert den Ball! Und sie wird, der Ball ist wieder frei! Oh mein Gott, was passiert? Er läuft durch! Wahr sein! Oh. Gut gerettet! Gut gerettet! Big Play der 49ers! Jamal Chase gibt den Ball her! Chat, wir greifen gleich das Thema vom Computer wieder auf. Kurz Football. Das war ein Riesenplay. Keine Flagge auf dem Feld.
Der Ball gehört San Francisco. Es war ein Fumble. Burrow wirft den Ball über die Mitte. Jamar Chase sichert den Ball gut. Und dann will er sich drehen und verliert den Ball. Bitter, bitter, bitter. Der ist noch da. Oh. Jay. Ja, ich gehe gerade so ein bisschen spazieren. Oh, tut mir leid, das mein Freund. Das kann nicht wahr sein. Ist doch alles drin. Es ist, wir bleiben ja positiv. Ja, das wäre aber so viel geiler, wenn wir einfach schon einen fucking Touchdown vorhin gemacht hätten und ein Field Goal getroffen hätten. Also es wird kein bisschen hergeschenkt. Viel entspannter. Es ist halt. Danke, Jay. Das ist halt wirklich ein winnable Spiel. Voll. In San Francisco gegen die beste Mannschaft eigentlich. Voll. Das ist so scheiße. Aber es ist nicht vorbei. Wie haben die Steelers gespielt? Haben die wieder gewonnen? Haben die verloren? Hey, gib mir deine Hand. Es wird alles wieder gut. Ist doch genügend Zeit zu spielen. Gespielt. Nein, wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal auf das Spiel. Guckst du dich nach? Die Steelers haben gewonnen, verloren. Oder? 10 zu 20 verloren. Okay, immerhin haben die. Ja, gut, aber Steelers sind halt auch Trash, ey. Mann. Und dann hast du natürlich, das ist halt scheiße, weil die Browns dieses Mal so kacke gut sind, wegen ihrer Defense und die Ravens halt auch gut sind. Eine Scheiße. Kurz wieder Gadget zum Thema davor, weil jemand fragte, hilft da der Anwalt? Wir haben die Nachricht auch erst vor ein paar Tagen bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Anwalt hilft. Das Ding ist, du hast ja deine Anwaltskosten und ich glaube, das lohnt sich. Ja, auf jeden Fall ist das mal eine Lehre für alle, dass ich das sowas niemals verschicken würde per Post, sondern einfach mit dem Auto runterfahre oder so. Leider, ja. Wir dachten halt, weißt du, versicherst das extra zu einem hohen Wert, also du hast die höchste Versicherung gewählt und dann heißt es irgendwie nicht ordentlich gesichert, aber also ist ja jetzt nicht mein PC, ich kann ja frei reden. Das war so zerdeppert, das Zeug. Aber ja genau, es ist ja ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie nicht gesichert ist und eine Grafikkarte abgebrochen ist, aber wenn das Gehäuse ja schon so zerstört ist, dann ist das ja, dann kannst, also wie willst du es mehr sichern, als wenn da Beulen im Gehäuse sind? So, das ist ja was ganz anderes, als wenn jetzt das Interium halt abgebrochen ist oder sowas, was wahrscheinlich auch kaputt gegangen ist, wenn die halt damit umgegangen sind, wie sie umgegangen sind. Die Begründung war halt so geschrieben, naja, du musst es für jeden Fall sichern, der eintreten könnte. Und ich denke mir so, ja, wenn ihr es aus dem Flugzeug werft, so doll muss es gesichert sein oder was. Wenn ihr das rumwerft, bin ich schuld, dass es nicht in 5 Millionen Kilo Luftpolster eingepackt ist. Ja, richtig, in 500 Kilo Luftpolster. Das ist halt hart lächerlich. Ich konnte schon gar nicht mehr heulen, ich musste lachen. Das ist auch keine erfundene Geschichte. Das Ding ist, als wir dann das Ding eingeschickt haben und es zurückkam, der Postbote will mir den PC in die Hand drücken in dem Paket und ihm rutscht das Paket aus und ich fange das in der Luft. Das wäre fast ihm bei der Übergabe an mir nochmal umgefallen. Geil. 4-7. Die Bengals punten. Also es war scheinbar doch kein Turnover. Hä? Fehlt mir jetzt auch eine Info, weil... Oh! Schade. Als sie in die Werbung gegangen sind, hat der Ref doch gesagt, Ball für Niners. Das scheiße. Ja, das fand ich auch. Das hat mich jetzt auch verwirrt. Jetzt fehlt mir eine Info, ja. War incomplete. Habt ihr es gehört? Da. Ah, okay. Sie sagen, der Pass war noch nicht gefangen, richtig. Also incomplete. Chat, bin ich ehrlich? Für mich eine Fehlentscheidung. Für mich war das complete. Sie sagen, für es war mich, kein Football-Move. Bin ich ehrlich, absolut richtige Entscheidung an der Stelle. Nee, kurz mal ernsthaft, Chat. War das für euch die richtige Entscheidung? Für mich ist es, also für mich fängt er den und dreht sich. Das ist so ein Football-Move. Nee, absolut richtig. Also es war ein klarer, nicht gefangener Catch von Chase. Okay, Möb schreibt rein, in der einen Wiederholung kann man sehen, dass Chase nicht richtig Besitz hatte. Okay. Ja, würde ich auch ganz klar, hat man doch gesehen. Hast du das nicht gesehen? Chat, du bist so süß. Ja. Ich hab ein bisschen Angst vor dem, was ich machen muss. Ich, blind zu Dingen ja sagen, da bin ich gut drin, ey. Ja, das wird schön. Ja, nur noch 179. Ist nicht mehr so viel. Ja, ich glaube, das wird hart, weil wir jetzt in der Nacht sind, ey. Das verteilt sich zu sehr auf wenige Leute, ey. Ich glaube, wir schaffen die 10.000 leider nicht. Also, jetzt wart doch mal für mich ab. Ist das gut. Ich vertraue der Community. Also das wäre halt krank. Das wäre krank. Ich vertraue, die Pizmeet Community ist absolut in der Lage, die 10.000 zu packen. Ich glaube vollkommen vielleicht dran. Finden die das auch gar nicht so schlimm. Doch, ich glaube werden wir ja dann sehen. Ich glaube Aber ich glaube, das ist eine ganz schlimme, das ist schon eine heftigere Sache.
Die haben ja gerade noch die 10.000 voll gemacht. Ich glaube, also ich glaube, ich würde auch lieber jetzt Gewürzgurken snacken als die 5. Was? So schlimm? Locker, locker. Doch, 10k machen wir. Ja, ich bin sehr gespannt. Easy. Hey, wie gesagt. Falls du sehen willst, ich habe dir gerade mal bei WhatsApp die Bilder weitergeleitet vom PC, die da ankamen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, der sieht doch noch, also... Aber siehst du oben diese Delle? Ja, es ist halt eine Delle, als wäre da einfach auf den Bordstein geklatscht. Ja, das ist irgendwo gegengeknallt, ne? Irgendwann ist das ist ja so lächerlich. Ja, ich zeig's auch gerade im Chat. Ich zeig's auch gerade im Chat. Lächerlich. Und das ist schon oben Quatsch. Delle ist halt hart. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Was mir gerade einfällt, wir haben ja noch gar nicht mehr über Fantasy gesprochen. Oh ja, stimmt. Ne? Wie steht's da eigentlich aus? Und? Nein, du führst nicht, oder? Ich führe mit 5 Punkten. Ey, und du sagst, Mike, du zerfetzt mich so sehr. Nein, Moment. Du hast noch Jamie Gibbs, ne? Mit den Lions. Ja, und du hast noch Patterson mit den Lions. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Kicker, die machen ja nie irgendwelche Field Goals, die machen immer Touchdowns. Könnte Courtland Sutton mal einen Ball fangen, bitte? Bei den Broncos. Wäre nett. So, und bitte borrow keinen Ball mehr auf Boyd. Und generell kein Ball mehr, du hast ja Borrow, stimmt. Doch, generell nur noch Bälle auf Boyd. Nee, nur noch Mix. Oh, Interception! Oh mein Gott! Was ist das für ein Spiel? Es ist wirklich ein gutes Footballspiel. Es ist ein wildes Footballspiel. Mach Bock. Oh mein Gott! Ich kann jetzt gar nicht so laut mehr schreien, weil wir halt schon 23 oder 41 haben. Meine Frau muss morgen arbeiten. Ist echt krass, wie Purdy jetzt anfängt, Interceptions zu werfen. So, schau mal, Purdy bekommt den Ball. Ja, das ist aber auch schlecht. Du siehst den ja. Also, weiß ich nicht. Was ist denn mit, also, Ey, ich finde das gut. Ich nehme das. Hude. Da habe ich so gehört, ja, die paar Bengals-Fans. Ich habe gerade Tony Romo zugehört, dem Experten. Der meint auch, er hat einfach die Defense falsch gelesen. Und Logan Wilson hat es gut gemacht. Also... Bitte, Borrow auf Chase, Touchdown für die Bengals. Yeah. Ja, Beda, wir singen gleich nochmal. Gute Nacht, Ceres. Wichtiger Touchdown für die Bengals, 23-10. Nice. Stark. Nice. Yes. Freu dich. Wer hat eben gerade zu dir gesagt, ist noch Zeit, Jay? Wer war das? Danke. Ist cool, dass die das da so sehr eingeblendet kriegen mit diesen. Oh, wie schön. Wie liebend gerne Chat, dass ich da zweimal Milch jetzt draufschreibe. Einmal mehr Milch, ja. McPherson muss einen extra Punkt machen und den macht er auch. Oh, war der drin? Ja, war drin. Aber knapp. Das ist so gut. Ich fragte gerade, wie das mit den gelben Kreisen, also wie schnell das geht. Die zeigen die Wiederholung und der Experte in Amerika hat quasi so einen Stift auf dem Tablet und kann im Live malen. Und deswegen geht das so schnell. Warum geht das beim Fußball manchmal nicht so schnell, wo du ewig warten musst? Ist eine gute Frage. Weil wir in Deutschland sind. Ja, also die Technik wäre da. Oder Formel 1, wo wir manchmal sagen, hä, wieso sieht das man jetzt nichts? Die haben aber auch so ein Ding. Alter. Aber das liegt auch meistens... Ich weiß nicht... Ob wie das funktioniert, vielleicht kann das, also du, vielleicht weißt du das ja auch, Mike. Die Bundesliga hat ja quasi ihre eigenen Übertragungswegen, wovon das rausgeht. Vielleicht ist das, haben die dann gar nicht die Chance, das Bild dann zu zeigen. Genauso wie in der Formel 1, die ja das Weltsignal nehmen. Ich weiß nicht, wie das beim Football ist, wenn jetzt, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, ob das Fox überträgt oder. Es ist immer das Gleiche. Es gibt einen, der das World Feed produziert. Das ist im Fall der Bundesliga die DFL, die halt einen Wagen da hat und das anbietet und dann hat Sky oder der übertragene Sender eine eigene Regie, die sich daraus bedienen und selber entscheiden, was sie wann schneiden wollen. Also du hast ein Angebot des World Feeds, das ist pro Sportart wer anders und dann hast du die übertragenen Sender, die das angeboten bekommen und dann selber sich daraus Wiederholungen schneiden oder was auch immer. Wenn du entscheiden müsstest, ich weiß natürlich, jetzt ist das vielleicht eine andere Sache, aber beim Stand von 0-0 bei den Patriots, lieber Schalke-Sieg, lieber Patriots-Sieg. Meinst du jetzt generell oder in der aktuellen Lage? Wenn du weißt, ja genau, das ist halt das Problem. Jetzt willst du natürlich lieber einen Schalke-Sieg haben. Entweder ohne Frage. Ja. Nee, aber also wenn jetzt, so welcher Verein mir gerade mehr am Herzen liegt, dann muss ich tatsächlich weiterhin Schalke sagen.
weil einfach die Verbundenheit größer ist, weil ich schon länger Fan davon bin. Aber ich weiß, glaube ich, ja. ich weiß, worauf du hinaus willst, und da bin ich bei dir. Ich bin in den letzten Jahren auch immer mehr vom Fußball weg und mehr zum Football hin, weil einfach der Fußball, Chat, eure Meinung gerne, in den letzten Jahren super, super viel falsch macht, super viele Fans verliert, Nähe verliert. Es sind immer die gleichen 0815 Aussagen der Spieler. Die ganzen Pokale finden mittlerweile irgendwo in Arabien oder sonst wo statt, wo du Geld hast, steckt. Es ist immer, immer mehr Plastik, ja. Immer weniger Tradition, immer weniger Emotion, immer weniger Fan und immer mehr Geld, Geld, Geld. Und das treibt mich persönlich weg. Natürlich, NFL-Football ist auch nicht wenig Geld, aber es ist eine andere Art von Entertainment, Sport und Nahbarkeit. Und deswegen. Ja, also ich bin auch, ich würde lieber. Leider. Also ich bin mit dem Unentschieden und dem Bengals-Sieg zufriedener, als wenn Dortmund gewonnen hätte und die 49ers gewinnen. So, also auf jeden Fall. Also ich bin da auch echt. Wobei ich bin halt natürlich auch, bei mir sind halt auch natürlich auch die Bengals stehen halt 3-3, ne? Und die haben halt das schwerste Programm noch vor sich. Mit den stärksten Mannschaften von allen 32 Teams. Es wäre insane, wenn die das noch schaffen würden, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ich glaube da. Wobei, wenn du die 49ers schlägst, aber die haben auch viele Verletzte. Boah, es wäre schon geil, wenn die schlagen. Auch. Boah, aber das ist noch nicht durch, leider. Nee, sorry. Ist leider noch nicht durch. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt gewesen gerade. Ein sehr, sehr, sehr guter Schritt. Okay, Baltimore zerficken auch gerade Arizona. Ja. Gut, welch Wunder, das ist kein Wunder. Ich will, dass die Broncos gewinnen. Denver, oh Alter, Denver. Das ist aber schon. Broncos Country, let's ride. Let's ride. Let's ride. Hast du das Video, musst du mal Juni zeigen, wo der da irgendwie sein TikTok macht oder sowas. I'm Mr. Unlimited. Broncos ja, Country, let's ride. Kennst Mr. Du? Unlimited. Das ist wirklich krass, aber weißt du, was am cringesten bei Russell Wilson war, was er je gemacht hat, glaube ich? Mal plus eins in den Chat, wenn ihr es gesehen habt. Russell Wilson macht Werbung für Subway und das wirklich, also er beißt rein und guckt dich nur an und schmatzt, so ungefähr. Es ist, vielleicht findet das ein Mod von dir raus und kannst dir schicken, wie Russell Wilson für Subway Werbung macht, ist unfassbar, das ist Fremdscham. Es okay, ist wirklich Fremdscham. Oder guck's mal, schaust du später mal an. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ich mag ja Russell Wilson eigentlich sehr gerne, aber das ist wirklich hart. Ja, Russell Wilson ist immer sehr over the top. Der Quarterback von den Denver Broncos. By the way, Lewis Hamilton ist Anteilseigner von den Denver Broncos. Einer von vielen, ja. Ja, einer von vielen. Aber ihm gehört dann natürlich. Oh, schöner Blitz. Nein, da läuft er mal vorbei. Freddy, mach's gut. Schön rausbewegt. Ey, Gutes Play. Oh, das war so knapp. Ich find's ja eh krass, wie immer mehr Crossover passieren, ne? Wenn du jetzt siehst, letzte Woche, glaube ich, Kelce und Co. Mahomes investieren in Alpine. Ja. Und dann laufen Gasly und Ocon beim Austin GP in den Mahomes oder Kelce Trikots rum. Schon cool. Ja. Finde ich auch nice. Ich meine, Tom Brady, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, hat vor ein paar Monaten investiert in Birmingham City. Freunde, England, zweite Liga oder dritte? Weiß ja, gar nicht. Der spielt bei Torwart, glaube ich, ne? Ja, er hat Bock, irgendwas zu machen. Ja, Abwürfe können aber. Oh, Burning in der Schlag! Mann, ja, oh Gott, da hätte aber vielleicht besser selber laufen sollen. Ich weiß nicht, wie das da links aussah, wie das da unten im Bereich aussah. Und wenn McCaffrey sich jetzt umdreht, vorne auf seiner Nummer sind so Unterschriften, glaube ich. Ich weiß nicht warum. Oder es war einfach nur Dreck. Aber es sah komisch aus. Da habe ich jetzt auch nicht wieder drauf geachtet. Ja, vielleicht habe ich es nur eingebildet. 7844 Subs, Chat. Let's go. Nicht mehr viel. Ja, kommt. Bitte nicht auf mich sitzen lassen. Ich würde so gerne, ich muss gleich Mikes Gesicht sehen. Ihr seid jetzt so weit gekommen. Ne? Ihr seid so weit gekommen. Ja, ich würde gerne Mikes Gesicht sehen. Ja, nein. Ah, aber Jay, also. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil du machst das schon sehr groß gerade. Vielleicht überhype ich das zu sehr, aber. Ja, ich hoffe persönlich, dass es auch überhype. Das ist ja auch was sehr Persönliches. Wenn er jetzt sagt, er findet Gewürzgurken zum Würgen. Nee, Jay wird schon nicht ohne Grund das sagen, dass es schlimm ist. Also. Wo Cocktail? Nach dem Spiel machen wir Cocktail. Wir sind gerade kurz vor Ende. Also, noch nicht kurz. Also, das geht noch so, ich sag mal, 40 Minuten. 30, 40 Minuten hätte ich jetzt gesagt.
Dann geht's weiter. Mit dem Sub-Zielen. Also Juni hat gerade ganz... Oh, schöner Catch Ayuk wieder. Juni hat gerade gesagt, wenn das Spiel vorbei ist, macht sie mir das, also auch den Cocktail mit den Sachen, die wir halt haben. Dann... Mhm. Ja, guten. Du musst nur sagen, wie oft Milch und wie oft... Also deine Angaben ich, ja. halt. Es lang zweimal Milch. Was heißt denn zweimal Milch? Also wie viel machst ja, du da rein? Keine Ahnung, ich mal... Hey, zwei, mal so, Milch. Zwei Liter Milch. Zwei Liter zwei Milch Mann. Da rein. Das ist halt Quatsch. Einmal so eine Portion halt. Eine Portion Milch halt. Hey, ich kann halt nicht... Quatsch. Der Quatsch hier. 9 zu 14 steht's bei Kansas City. Das ist schon noch eng, ey. Ja. Aber das muss jetzt auch kein... Das muss jetzt kein Touchdown enden. Ehrlich gesagt. Das reicht mir das Field Goal. Tessia, 20 Subs, vielen, vielen Dank. Tessia ist auch wieder hier. Dankeschön. Woo. Dankeschön. 20 Subs näher. Broncos haben First and Goal, lul. Stimmt. Broncos Country. That's right. Okay, 2005 für die 49ers. Purdy. Viel Pass. Oh, Kittel lässt den Ball fallen. Oh, was ein Glück. Das sieht auch selten. Oh, sehr schön. Ja, dafür darfst du den Booster-Pack öffnen. Er ist doch nur Pokémon-Karten-Fan. Ja, ja, ist er. Aber eigentlich ist George Kittel schon cooler. Und ziemlich cooler. Ja, mag den auch. Ich meine, ich habe ja auch nichts gegen den NFC-Team so, ne? Außer ich spiele gegen die. Haben die Texans gewonnen oder die Panthers, Chat? Panthers. Fuck, man, Carsten war gut die Woche im Tippspiel. Hat er auf die Panthers getippt? Ja, irgendwann müssen die ja auch mal einen Sieg holen. Kittel ist ein Bears-Fan, als ob. Er ist aber... Die auf der Max. Flucht! Befreit sich! Nein! Run! Der macht ja richtig Fall gut! DJ Reader, rennen! Oh, was ist das für ein Play? Es kommt an! Wow! Purdy Magic! Das war echt... Wie hat Brock Purdy das gemacht? Das ist der Vater von Brock Purdy, Sean. Junge, war das wild. Über diagonal über das ganze Feld geworfen. Kittel auch schön frei geblieben. Ist das schlecht, ey. Das macht Kittel wieder gut. Broncos für die, Touchdown für die Broncos, geil. Belastend. Ach, scheiße, ey. Mann, das wäre so geiler Sack gewesen. Dankeschön, Sly the Spire ist wieder am Start. Vielen, vielen Dank. First and goal. Birdie, wer hat der Zeit jetzt? Wo ist die Bengals Defense? Touchdown! Christian McCaffrey. Da war die Bengals Defense wie zu Anfang der Saison. Und Jay? Ja, ich darf Salz reinpacken. Nicht nur das, Yanni Banani schreibt mir gerade, dass Sutton einen Touchdown gemacht hat, mein Spieler. Boah, nee, Alter, das darf nicht wahr sein. Oh, ist das bad. Ey, Jay, da waren so viele Spieler frei. Der hätte auf zwei andere noch werfen können gerade, krass. Ja, Sutton zählt noch nicht, scheiße. Moody. Ah, oh, wir stehen daneben. Nee, ist. Oh. Ach so. Wenn sie das zeigen, die Refs das zeigen, ist drin. So machen wir es nicht drin. Oh nee. Man erkennt das echt schwierig. Ja, in dem Stadion schon. Normalerweise kannst du es besser erkennen. Es ist. Oh. Ihr führt doch mit einem Score. Ganz ruhig. Ich führe. Ja. Ich kann aber nicht ruhig sein bei sowas. Ich bin ja gar ein Football-Fan. Ich kann das nicht. Sutton hat schon 3 Pass-Interferences produziert, dann soll er Sutton nochmal 3 weitere machen. Damit er ein paar Minuspunkte kriegt. Also ich würde gerne auch mal wieder einen Sieg holen. Wäre cool, wenn das gegen Mike wäre. Mhm. Boro endlich mal 24 Punkte bei mir auch, das ist lecker. Ja, McMoff, ich habe auf die Broncos gesetzt, das ist richtig. Weiß auch nicht, was dich da geritten hat, ey. Wo guckt Jay die NFL-Spiele? Beim NFL Game Pass. Den kannst du dir in... Der ist dieses Jahr leider in der Zone eingegliedert. Aber trotz des Touchdowns bin ich noch 3 Punkte hinter dir. Weil Borrow halt liefert, ne? Ja, also aber Jahmyr Gibbs wird mehr Punkte machen als der Kicker. Ich bin kurz trinken wollen. Ja, ich zeig kurz im Chat mal unser Fantasy-Duell-Chat. Hier.
das ist quasi der Stand. Seht ihr das? Geht, ne? Man kann es ein bisschen erkennen. Ja, zu nah. Ja, so kann man es gut erkennen. Knapp. Also ja, ich habe auf die Broncos gesetzt, aber ich habe leider die anderen Spiele nicht so getippt. Also Carsten wird die Runde gewinnen. Wahrscheinlich. Ja, ich bin auch dieses Jahr im Fantasy richtig, eigentlich Fantasy auch bei uns. Wir haben mit dem Mods My Out Kick-Tipp beim Tippen. Es ist so bad. Ich bin so schlecht dieses Jahr. Habt ihr die normalen Kick-Tipp-Regeln oder irgendwas Besonderes? Eigentlich schön. Einfach nur Sieg-Tendenz tippen. Action Hawk. Wie viele Punkte hast du da? Weil ich spiele auch mit der Community und ich bin Platz 54. Ach krass, du spielst ja der ganze Community. Ja, ich bin, ich bin vor Platz 54. Ich bin Vorletzter. Michael Boris führt bei uns. Ja, wie viele Punkte hast du? Ach nee, Moment, das ist ja die Tippübersicht von jetzt. Nee. Doch. Gesamtübersicht. 260. 260? Ja. Yeah. Ich hab 106, dann machen wir irgendein anderes System, glaube ich, weil unser Bester also hat 130. Vier Punkte also, gibt's beim Sieg. Keine Ahnung. Nee, bei uns aber ist vier Punkte nur, wenn du, ja, wenn du exaktes Ergebnis hast, vier Punkte. Wenn du Tendenz hast, wir machen nur Tendenzen. Ah, okay, dann ist der Unterschied, ja. Ja, okay. Aber 200, oh. Okay. Ja, 260 Punkte, unser erster 308. Und ich habe 260. Und das kannst du im Viererschritt natürlich hochrechnen. Das sind halt mal schön 48. Oha. Punkte, die er mehr hat, 48 durch 4, sind 12 Spiele, die er besser getippt hat. Die Tendenz. Welche Mannschaft ist zurzeit die beste in der NFL, fragt Seifen-Sven. Seifen-Sven. San Francisco 49ers eigentlich, bis die letzten zwei Spiele jetzt einen Knick hatten. Wenn sie jetzt nochmal verlieren, boah, weiß ich nicht, ob man nochmal sagen sollte, die haben die beste Mannschaft. Ja, also ich glaube, in sämtlichen Power-Rankings sind die Chiefs und die Eagles vorne. Aber die Ravens da leider ganz oben. Die Ravens sind auch mit dabei, die Lions, die Dolphins. Der Ball war schon tot. Down by Contact, ja. Also einige. Gibt so 5, 6, 7 Teams, die sind stark. Cowboys musst du auch oben mit nennen. Okay. Ja, jetzt nicht auf ganz oben, aber so Platz 7 oder so. Also ich finde die Chiefs, die Dolphins, die Ravens, die sind die stärksten AFC-Mannschaften. Ja. Wenn ich, außer ich habe was vergessen. Glaube ich aber nicht. Und bei der NFC... 49ers, Eagles auf jeden Fall. Ja. Lions. Ja, machst du alles richtig. Oh, Bengals! Alter, Trenton Irwin, Legende. Das war schon so oft beleidigt, weil er oft gar nichts gemacht hat. Trenton Irwin? Nee, Trenton Irwin ist vierter Wide Receiver. Der ist gerade erst irgendwie drin. Nee, wen hast du vorhin genannt? Irv Smith. Achso, ja, Irv Irwin. Der Tight End. Alter, ja, ja. Der ist so trash. Was ich ist AFC und NFC, fragt Friedudel. Achso, ja, du hast 32 NFL-Teams und es gibt, das ist glaube ich historisch, weil die sich alle zusammengeschlossen haben zur richtigen NFL. Das sind doch die alten Ligen, glaube ich. Dann gibt es einmal die AFC und die NFC, das sind quasi 16 Mannschaften in der einen Seite und 16 Mannschaften in der anderen Seite. Das ist National und, boah, jetzt, ich weiß nicht, was AFC und NFC gerade heißt. Irgendwas, weiß ich nicht. Ja, hat eigentlich schon erklärt, das sind einfach zwei Conferences. Also das beste Team aus der einen Conference spielt am Ende im Super Bowl gegen das beste Team der anderen Conference. Genau. Und jede Conference, also jede 16 Teams, sind dann nochmal in vier Divisions unterteilt. Vier Mannschaften, die halt häufiger gegeneinander spielen. Das ist auch jedes Mal dasselbe, außer es ändert sich halt mal ganz ausnahmsweise was. Ich weiß nicht, wann die letzte Änderung war, vor, weiß ich nicht, vier Jahren. Vor langer Zeit, ja. Ja, genau. Und du hast halt, deswegen habe ich halt, ne, mag ich vor allem nicht die Steelers, die Ravens und die Browns, weil die halt schön. Die direkten Konkurrenten sind von den Bengals. Weil jeder kommt in die Playoffs, der seine Division gewinnt. Egal, wie schlecht du bist. Ja. Sehr gut, Jay. Ja, das ist einmal eins des Footballs. Trotzdem, ja, doch, gut. Oh, war der da? War er inbound? Ja, war er. Eins. Ja, da hat er berührt. Ja. Toe Drag. Es ist die quasi American Football Conference und die National Football Conference, AFC, NFC. Ja.
Also es kann auch mal gerne sein, dass quasi so eine Franchise halt woher das hinwechselt. So die Las Vegas Raiders waren vor ein paar Jahren noch Oakland Raiders, also hier neben San Francisco. Und was waren die LA Rams vorher? San Diego war Dingens, oder? Chargers, genau. Und die Rams waren? Die Rams waren... Wo ist der Chat? Oh, nee, nicht Baltimore, oder? Nee, da. Hawk schreibt's rein. St. Louis. Ja. St. Louis, da habe ich mein erstes Wrestling-Pay-Per-View gesehen, live. Also nochmal für alle, die... Also du kannst als Team in der NFL dich relocaten. Also du kannst... deutsche Sprache... Wenn Werder Bremen könnte theoretisch zu Eintracht Frankfurt werden. Also Werder Bremen könnte dann Werder Frankfurt heißen. Du kannst quasi den Standort ändern. Werder Frankfurt. Das ist aber schon hart. Also die ganzen Fans, du ziehst halt um. Ich bin ja für Rasenballsport Schalke. Ja, dann bin ich für TSG Dortmund 1899. Nice. Oh, first down. Wer hat Geburtstag, Miss Monster? Happy Birthday. Happy Birthday, yeah. Miss Monster. Happy Birthday auch an Delta an der Stelle. Oh, Delta auch. Delta hat auch heute Geburtstag. Da habe ich mir extra den Kalender aufgeschrieben. Happy Birthday. Happy Birthday. Der hat ein gutes Fantasy-Jahr. Was habe ich? Delta hat ein gutes Fantasy-Jahr im Football. Ja, er lackt sich da einen ab. Er lackt sich da einen ab. Alter, da hat die... Oh, Touchdown, Seattle, yes! Jason Smith und Jigba. Jason Smith und Jigba. Den hat Carsten. Let's go. Nice. Oh, heute bin ich Seattle Seahawks-Fan, muss ich mit sagen. 38 Sekunden noch. Geil, auf geil, der geil, Uhr. Geil, 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 geil. Boah, Mahomes fast die nächste Interception, Junge. Ich glaube, das ist ziemlich durch. Broncos, ich muss sagen, noch interessant werden, ne? Wir machen wenn ja eigentlich 3-5 stehen, wenn die jetzt nochmal ein paar, wenn die jetzt nochmal 2-3 Siege holen oder sowas, dann irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht schafft ihr 6-6 oder sowas, dann sind sie auf jeden Fall in den Playoff-Möglichkeiten drin noch. Sind sie noch ein paar gute. Ich weiß, alles. Ja, also 3-5 ist jetzt noch nicht zu schlecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Broncos da so viel reisen. Ja, ich schon, ich hab's auf sie getippt. Erst sonst. Ernsthaft? Ja. Du hast einmal Luck gehabt, ey. Nee, ich habe. Ja, dass das beste NFL-Team gegen eines der schlechtesten nein, verliert. Ich habe vor 2-3 Wochen schon mal sowas gebracht. Ich habe auf den Loss der Eagles gegen die Jets gesetzt. Die erste Niederlage der Eagles, die einzige bisher, war gegen die Jets. Das habe ich auch predicted tatsächlich. Broncos Country, that's right. Das ist so geil, Alter. Cardinals scoren nochmal. Ja, ich hoffe, den Mercado. Habe ich auch nicht gesehen, weil das wahrscheinlich Wide Receiver, ne? Bitte nicht den Mercado. Nee, ich hab's auch nicht ganz gesehen. Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Ja, wir haben nicht mehr viele Subs. Ich wollte sagen, dass ich normalerweise ja mit Chris immer die Red Zone nur gucke, aber ich enjoy es eigentlich auch gerade mal ein Spiel komplett zu sehen, weil es halt eine ganz andere Art von Gucken ist, Chat. Red Zone ist echt nur Highlight, Highlight, Highlight. Und so ein ganzes Spiel, da kannst du mal durchschnaufen, siehst mehr von den einzelnen Spielern. Find das, cool. Ja, mich finde das auch immer entspannender. Ja, es war also, ein Lauf wenn es nicht die Bengals sind. Oh, natürlich Dubs. Die habe ich jetzt abgegeben, die habe ich weggeraved. Also kannst du dir holen, viel Spaß mit dem. Nee, danke, ich habe CJ Stroud. Weißt du, der war, ich habe immer, die ersten drei Spiele habe ich immer auf Burrow gehofft und irgendwann habe ich gedacht, so geht nicht, weil auch vor allem Dubs richtig gut Punkte gemacht hat und dann stelle ich den einmal auf, ist ja scheiße. Ist so belastend gewesen. Sirlein-Kick. Dave Flowers, vier Punkte bisher auch heißt, ich hab den gefeuert aus meinem Team. Ich hab ihn entlassen. So, komm. Wenn First and goal. Wenn das ein Touchdown ist, dann ist es durch. Boah, würde ich nicht mal sagen. Ja, okay, dann jinx ich das jetzt halt rein. Sie wollen natürlich jetzt viel laufen. Die Bengals, um möglichst viel von der Uhr stimmt, das ist noch nicht durch. Das ist nur ein Touchdown. Okay, das ist never mind. Ich habe Scheiße erzählt. Ja, es passiert immer schnell, dass du noch eine Deception hast oder sonst irgendwas. Ja. Chiefs Turnover. Aua. Boah, fast. Oh, nein! Oh, fast die Deception bei den Seahawks. Ja. Die Trikots sind geil, ne? Diese Throwback-Trikots der Seahawks sind ziemlich nice. Ja, glaub, die finde ich auch nice. Das finde ich auch nice. Schickes Trikot. Generell, die
Uniform. Aber beste Jersey ist immer noch komplett Whiteout Bengals. Finde ich so geil. Einfach Mixer zum Touchdown! Oh, der zeigt es schon an. Yes! Ne? Gut, das wird jetzt aber unangenehm, ne? Wenn ich da die zweifache Portion an Koffein da reinballer, ne? Koffein? Wieso Koffein? Zucker meinst du das? Ja, in dem Bananenshake, da ist Koffein drin. Aber dann werde ich wahrscheinlich gut wach bleiben. Dann müsste ich dir einen Kaffee da reinmachen. Ey, ich kann nicht die doppelt. Ich mach da ein Messbecherchen dann rein jetzt. Ja, ich mache ja nicht da einen Liter Milch rein. Aber ich kriege das schon hin. Wir machen Bananen. Aber das ist ja nun mal die Aufgabe. Zack. Ja, alles gut. Wir kriegen das schon hin. Möchtest du sagen, Carsten Spengmann hat auf die 49ers gesetzt und ich habe auf die Bengals gesetzt? 31-17, Jay, sieht gut aus. Also ich habe absichtlich auf die 49ers getippt, damit ich wenigstens da die 4 Punkte kriege, wenn ich mich da ärgern muss. Ich tippe auf deine Mannschaft? Hä? Und du nicht? Nee. Mann. Aber musst du diesen Trink denn auf einmal austrinken oder hast du dann... Nein, ich muss das erstmal trinken, ey, ganz in Ruhe. Also ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit über den Tag schlürfen will, aber ich will das eigentlich alles jetzt runterspülen und da aber nicht halt exen, das ist halt Quatsch. MVP Parra steht 31-17 für die Bengals gegen die 49ers und sind noch 2 Minuten 54 reale Spielzeit zu spielen. Ich muss sagen, der Ekelcocktail hat gewirkt. Also das ist... Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich alle voll machen. Wobei vielleicht durch die Pflicht, durch das Footballspiel alle voll machen, aber durch das Fußballspiel sind ja alleine schon 6 Zutaten dazugekommen. Das ist schon wild. Herr Mixen verarscht erstmal die Zuschauer. Ja, Fabi May, das, was Beda schreibt. Wie viel fehlt dir noch jetzt zum Verraten, was Stufe 5 ist? 88. Subs. 88 oh, Subs. Easy. Also das muss doch drin sein, oder? Ich will wissen, wie schlimm ich leiden muss. 88 Subs? Wirkst du schnell bei so Essen? Nö, eigentlich nicht. Also okay. Außer so eine allergische Reaktion, aber sonst eigentlich nicht. Ja, also ich wirk instant. Wirklich? Ja. Wenn ich irgendwas nicht mag, dann würde ich direkt... Seattle hat gewonnen. Muss mal, wir haben mal in einem Video nice, Seattle hat gewonnen. I like it. Sehr, sehr geil. Wir haben mal ein Video gemacht, wo wir Surströmming draußen geöffnet haben. Und immer, wo der Wind, ich war 10 Meter weg und immer, als der Windzug ankam und ich einmal nur diesen Geruch hatte, habe ich direkt angefangen zu würgen. Draußen. Ja, okay, aber dieses Surströmming ist halt auch schon... Ich habe keine Ahnung, ich habe das nie gerochen. Wir haben bei Friendly Fire halt auch Kotzfrucht einmal aufgemacht und auch direkt gewürgt. Einfach direkt. Ich kann das nicht. Ich kann sowas nicht riechen. Und ich glaube, das wird unangenehm. Ja, dann gab es dann die Memes davon, dass du da irgendwie so ein Elch auf Brunst auf Paarungsjagd gemacht haben oder so. Und dann hast du mal das... gehört von mir, ey. Aber Janni schreibt rein, Peter und Chris haben es easy gegessen. Die haben einfach gesnackt. Ich glaube, schmecken tut diese Kotzfrucht auch gar nicht schlimm. Ich glaube, die riecht nur schlimm. Boah, oder? Die stinkt so eklig. Die riecht, als wenn du wirklich so wirklich mehrere Tage Sport gemacht hast, ohne dich zu waschen. Alles klar. Richtig danke eklig. Dafür. Richtig Chrissy Mounds, haut schon mal einen Sub rein. Noch 86, Freunde. Danke, Chrissy Mounds, für den Sub bei Pete's Meat. Purdy! Fällt zu Boden. 2-Minute Warning. Dann ist das Spiel durch. Wie er direkt da rein rennt. Yep. Ezio, okay, jetzt gibt es ja schon mal Werbung. Also jetzt muss das kein Touchdown sein. Dann wird's ich geh mal in dieser Werbepause kurz auf Toilette. Ich überlasse dir so lange das Mikrofon der NFL-Expertin Junicats. Ja, wunderbar. Perfekt. Ihr könnt euch ja über Bügelperlen unterhalten oder so. Dankeschön, Nickeljan. Vielen, vielen Dank. Nickeljan, let's go. Katastrophe! Oh, Katastrophe! Ja, die Katastrophe geht los. Oh, Katastrophe. Oh. Ich glaube, Katastrophe weiß auch schon, was es wird. Ich glaube, der will das sehen. Oh, 10 für den Seattle-Win. Oh. Ey, da bin ich. Oh, jetzt geht's aber richtig ab. Okay, Salty Steph, dankeschön. Und da war auch noch Fading Shadow Music. Vielen, vielen Dank. Oh, das ging jetzt aber fix. Das waren jetzt mal eben Fett Subs. 52 noch, Chat. Uiuiui. Ui, ui. Oh, und Katastrophe schreibt auch, er will es. Handy, TV, dankeschön und in dein Gesicht 3, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Wir werden natürlich das Gold dann erst revealen, wenn Mike wieder auf dem Klo vom Klo wiederkommt, ja, falls wir das jetzt voll machen sollten. Alter, okay. Shit, oh mein Gott. Scharf Game gönnt 15 Subs und davor war gleichzeitig noch Blue.
Very Crazy mit 10 Subs. Und Ada Spawn nochmal 10 Subs. Holy shit. Und ich glaube, wir sind jetzt. Sind wir voll? Haben wir es geschafft? Ja. Oh ja, mein Gott. Easy. Oh mein Gott, ihr dürft mein, oh mein Gott, ihr dürft mein Social Media Konto übernehmen. Ah. Oh Gott. Oh shit. Okay, jetzt kommen wir. Jetzt wird's langsam wild. Jetzt wird's wild. Chat. Jetzt wird's wild. Ich muss mal kurz schon mal Mike's. Ich muss schon mal kurz den Stream von Mike genau anmachen, damit ich ihn sehe. Ja. So, ach, Mike LS, guck mal, jetzt sehe ich da die Juni schon mal. So. Okay. Hallo. Hi. Ja, ja, süß. Oh, ja, ich freut. Rück das Passwort raus. Ja. Ey, wir werden das gleich dann machen. Mit dem Chat übernehmen. Beziehungsweise, ihr könnt einfach irgendwie mal. Also nee, das müssen wir, glaube ich, koordinierter machen. Das machen wir nachher. Das sollten wir koordinierter machen. Das ist sonst Quatsch. Wenn ihr jetzt einfach was reinschreibt. Die Mods müssen das ja auch zumindest gesehen haben, da teilweise. So, was ist das hier gerade? Die Baltimore Ravens machen nochmal einen Punkt. Ja, ist egal, ist durch. Man merkt, dass Mahomes eine Grippe hat. Oh, der ist krank. Das mit Taylor Swift und Travis Kelce hast du mitbekommen, oder? Das kriegt doch jeder mit, oder? Auch wenn man kein Football kennt, oder? Ja, dass sie ja mit so einem Footballspieler zusammen ist. Ja, richtig. Ist sie noch, oder? Ich denke schon. Ich glaube, das ist die beste Werbetrommel, die Taylor Swift in den letzten Jahren gemacht hat. Ah. Aber. Ich frag mich immer, wieso Leute sich so kennenlernen. I mean, die rennt ja jetzt nicht den ganzen Tag so frei draußen rum oder so. Das war's. Da war eine Interception. Das war's. Aber da kommt nochmal eine Flagge, gerade wenn Mike weg ist. Die ist jetzt Milliardärin, ja, das kann gut sein. Das war ja, die wahrscheinlich schon jetzt. Halt vorher. Das habe ich auch schon gelesen. Nee, sie ist jetzt Milliardärin geworden gerade. Oh nein, das war so dumm. Oh Mann, warum macht er denn Roughing the Passer bei einer Interception? Oh. Was? Ich kann das nicht kommentieren, AK, weil. Keine Ahnung. Das ist doch voll, kein Roughing the Passer. Ist voll und Jay wartet nur auf dich. Oh, das ist kein Roughing the Passer. Wir haben gerade eine. Birdie hat eine Interception geworfen und dann gab es einen Roughing the Passer. Für keinen Roughing the Passer. Ich habe nur jetzt fünfmal Roughing the Passer das verstanden. Das war so lächerlich. Oh, Ball ist raus! Ja, so jetzt aber. Ist wieder Roughing the Passer, oder was? Deine Mutter, ey. So, Rage, Jay. Ja, das ja, war's. Das war's. Ey, die Bengals gewinnen! Yes! Let's go! Ja, jetzt können wir aber nochmal für den Geschmack, würde ich sagen, können wir nochmal so einen kleinen Touchdown machen, oder? So einen kleinen Zucker-Touchdown, damit er ein bisschen mehr schmeckt. Achso, wir haben es übrigens voll, Mike. Ja, ich bin da. So, soll ich kurz auf deinen Stream gehen, kurz? Ja, geh mal kurz auf meinen Stream. Ja. Warten Sie. Es geht darum, das zu probieren. Okay, warte. Ich hab Angst. Und nicht ganz zu essen. Okay, ich restreame dich kurz. Na, das geht. Schön. So. Magst du Rind? Ja. Okay. Rind au Bœuf. Was ist das? Nein, ist das irgendein. Warte. Magst du Rind au Bœuf? Obef. Chat, was ist Obef? Weiß ich auch nicht, was das ist. Ist das nicht. Aber ich weiß, wer das sehr gerne mag. Zeug? Ist das nicht irgendwie. Rind Obef mögen vor allem diese Tiere sehr ist gerne. Ist das Rinderhoden? Nein. Katzenfutter, Digga. Scheiße. Oh. Wieso denkst. Ach, Jay! Oh, Gottes Willen! Ach, komm schon, einen, Mann! Einen Teelöffel, so einen leckeren Teelöffel Katzenfutter. Aber den nicht direkt runterschlucken, sondern muss auch kauen. Ja, natürlich! Zieh es auch noch durch die Nase danach. Oh. Also, das habe ich mir gesagt. So, ich mach nicht direkt runterschlucken, so in einem durch und mit Nase, sondern im Mund und dann
Ja, ich verstehe schon. Du kaufst aber auch noch dieses Scheißzeug. Ich meine, Juni kennt sich ja mit Katzen aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach das genommen, wo kein Gluten hinten drin war. Hast du jemals sowas probiert stand. Mal? Nee. Ich bin Vegetarierin erstens. Ah, ja, okay, stimmt. Zweitens esse ich doch nicht, weißt du, wie das stinkt? Und ja, gar stimmt. Nicht, wenn ich diese Schäber-Billig-Kacke da esse. Schäber-Billig-Kacke da. Nee. Oh Gott. Oh ja. Gott. Okay. Ja, gut. Hätte man drauf kommen können. Der nächste Goal-Chat ist Katzenfutter probieren. Oh mein Gott, wieso denkst du dir selber für dich so schlimme Sachen aus? Weil ich Bock habe, geile Scheiße zu machen. Ich finde das cool. Ich finde das cool, ja. Nur ich finde es jetzt nicht so cool, dass ich das auch machen muss. Ja, das freut mich vor allem besonders, dass du dann auch mitmachen möchtest. Damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Das ist also, schon good take. Was haben wir denn da hier? Guck mal. Was haben wir denn da drin? Guck mal, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Ja, lies mal vor. Pflanzliche Nebenerzeugnisse. Weißt du, was Nebenerzeugnisse sind? Ja. Das ist quasi die ganzen ekligen Innereien, die einfach für ein was so richtig eklig ist. Okay, sag mal ehrlich, Jay, wie kamst du da drauf? Wie kamst du auf die Idee? Ich weiß nicht, mir fiel einfach, ich wollte irgendwas richtig Krankes machen, was richtig Insane ist. Super, dass ich da meine. Mango. Also deswegen habe ich das auch nicht als erstes gemacht, weil dann würde ich ja nicht eher, also der Banger muss ja der Main Event sein. Folgender Teaser für den Pizza Meat Chat, damit ihr das erreicht. Mein Mod Mango Fuchs, der selber Katzen hält, schreibt rein: Ich hatte es mal aus Versehen am Finger und hab's abgeleckt. Ich musste dann fast kotzen. Wow! Also ihr dürft euch das nicht vorstellen wie so ein richtig gewürziges Gulasch, ne? Das ist einfach nur... Also, ich werde versuchen, es zu essen. Wenn ich es nicht in meinem Mund... Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Ich kenn selber Katzenfutter. Ich werde es essen. Aber ich werde es natürlich... Ja, guck mal, da geht's schon los, Quererwart. Dankeschön. Ja, ja. Ich werde ja, es essen. Das ist, es geht, es ist die Rolle, die Trommel rollt hast du schon mal langsam. Gerochen? Schatz, ich sehe aber Woche für Woche, wie Schalke 04 spielt. Da werde ich das auch essen können. Hast du schon mal gerochen? Nein. Gut. Ich will dich, oh, das wird so lecker. Das wird so lecker, lecker. Vitamine. Alter, Bengals sind halt letzter mit 4-3, ne? Ja, so alles. Guck mal, dauert ja noch. Wir haben halt eine Division beides verloren. Du letzter bist mit 4-3. Ja, aber es ist trotzdem crazy, dass du mit 4-3 letzter bist. Alle haben einen positiven Rekord. Das ist nicht so häufig, glaube ich. Jay, ihr habt gerade die Niners mit 2 Scores geschlagen. Darauf kann man mal schauen. Ey, ich bin so glücklich. 31-17. Das nehme ich so mit. Das geht runter wie Buddha. Wann machst du das, Mike? In welchem Stream? Ich würde jetzt morgen... Wo holt man sowas? Im Rewe einfach, oder? Einfach im Supermarkt schauen? Ey, du musst auch keinen Schäber nehmen, ne? Also ist mir scheißegal. Ich habe aber irgendwas genommen, wo kein, bei mir weil kein Weizen schick mir mal, war. Schick mir mal bitte ein Foto von dem, was du hast. Dann werde ich versuchen, das Gleiche zu holen. Hauptsache, es ist Nassfutter. Nein, ich will das Gleiche haben. Ich will, wenn, dann gleich. Okay. Wenn du die gleiche Delikatesse haben möchtest, schicke ich dir natürlich sehr gerne ein Bild davon. Ich möchte das Gleiche wie du machen. Wenn dann richtig. Ist ja gar kein Problem. Ja, ich werde versuchen, das sehr, sehr gerne. Ich werde versuchen, es morgen zu holen und dann entweder. Also ich habe morgen früh Podcast-Aufnahme, da nicht, aber. Oh ja, im Podcast. Nein. Im Podcast. Ich immer, Carsten, ich wollte in meinem Leben schon immer mal Katzenfutter essen. Hast du das auch mal gegessen? Ey, ich habe gerade hier eine Packung dabei, Carsten. Ey, ihm einfach gar nicht den Kontext erklären. Einfach sagen, Carsten, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen Katzenfutter. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich habe wirklich. Okay. Das Spiel ist so gut wie aus. Nur 12 Sekunden. Ich gehe schon mal das Essen holen. Link 11 fragt: Mike bekommt eine Woche lang dann keinen Kuss mehr. Schatz, würdest du mich küssen, wenn ich das esse? Direkt danach nicht, ne. Also, danach so kurz auf den Mund, ja, aber wenn das so richtig. Du weißt nicht, wie das riecht. Du hast es noch nie gerochen. Ich weiß, wie das riecht. Und ganz ehrlich, in mir ist gerade was gestorben. Hatte jahrelang Katzen und Schatz, ich würde dich immer küssen. Ich würde dich immer küssen. Du hast das noch nicht gerochen. Ist mir egal, ich küsse dich immer. Ich wüsste kein Szenario in dieser Welt, wo ich keine Lust hätte, dich nicht zu küssen. Katzenfutter? Ja. Warum? Bist du immer noch du? Ja. Katzenfutter essen, Beziehungszerstörer. Man muss hier auch mal Dinge abstecken, Chat, oder? Freunde. True Love von Mike. Ja. Nein, hä? Ich liebe den Mann doch trotzdem, hat doch damit nichts zu tun.
Ich glaube, Schatz, das kannst du jetzt nicht mehr retten. Natürlich liebe ich dich trotzdem. Es geht nicht um deine Liebe, es geht darum, ob du mich essen würdest. Oh, okay. Sorry! Nein, nicht essen! Ja. Ob du mich küssen würdest, nachdem ich das esse. Oh Gott, das klingt jetzt wieder komplett falsch, Mann. Eieiei. Okay, ciao. Das war meiner. Tschüss. Es gibt welche, die snacken. Falsche oder Plattform. So? Okay. Das ist Jay einmal weg vom Studio. Das ist aber auch ein wilder Fetisch, den du hast. Ne? Ja, ich liebe es, gegessen zu werden. Das ist mein großer Traum. Jetzt sehe ich jetzt Katzenfutter und dann lasse ich mich von meiner Freundin vernaschen. Alter, Katzenfutter essen wird super. Schon die voll die Langweilerin. Hallo, Gossi. Ab mit Mike auf dem Grill. Ja. Artyomic verschenkt gerade einen Sub an Manuel bei Pete's Meat. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch. Wahrscheinlich ein bisschen was. Alter. Genau, ich würde zu mir. Ja. Ja, geil. Guck mal. Dankeschön. F in den Chat für Juni, die mixt mir jetzt tatsächlich das gleiche, was Jay jetzt trinkt, damit ich da anstoßen kann. Ist denn das auch wirklich drin? Ich vertraue jetzt einfach mal. Juni hat ja gerade gesagt, so, ich mix dir das, mixt dir das denn auch wirklich da rein? Ja, die will mich schon leiden sehen. Ich glaube, das macht die schon. Okay. So, ich habe hier Milch. Also muss Chat, gucken, dass er den kurz die Kamera mal gezeigt Grundsatzdiskussion bei Pete's Meat und mir jetzt. Wenn euer Partner, eure Partnerin jetzt diese Katzenfutter essen würde, würdet ihr dran, also 2 Sekunden später küssen, ja oder nein? Jay, wenn das deine Frau essen würde, nein? Also ich kann auch einfach 5 Minuten warten, bis sie ihren Mund ausgespült hat. Ja, aber wenn es drauf ankommt, wenn es, also... Wie wenn es drauf ankommt, wo kommt denn das drauf an? Wenn es dem Partner schlecht geht und der Kuss wird den Partner wieder aufmuntern? Also, man muss sagen, man könnte ja auch, der Mund könnte ja auch schon woanders gewesen sein, nachdem du sie geküsst hast. Bitte, ne? Jetzt, wo sind jetzt wir abgedriftet, Mann? Also, hä? Warte, Jay, ich rede hier von Katzenfutter, ich weiß nicht, worüber du sprichst. Stopp. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Es ist zwar nach 0 Uhr, Freund, aber... Wenn es drauf ankommt, würde ich dich natürlich küssen. Schatz, ist gerade ein anderes Thema, Schatz. Es ist gerade ein ganz anderes Thema. Ich meine jetzt Katzenfutter. Ja, ich auch. Ich weiß, was er gesagt hat. Ich habe es gehört in der Küche. Also... Oh, scheiße. Warum wird jetzt Brummy-Mode gespammt? Ich verstehe das nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ah. So, also, Chat, wir machen hier, ich mixen jetzt hier zusammen, ja? Also, hier ist der Thermomix. Hier ist das. Milch. Jetzt ist ungefähr noch halb voll, das heißt, ich mache jetzt die 2 Portionen Milch damit rein. Oh, scheiße, ich habe gar keine Milch, ich habe nur Hafermilch, fällt mir gerade auf. Ist das besser oder schlechter? Oh, Alter, das ist schon so viel. Rein damit. Alter. Das ist schon rein so damit. Fucking viel. Ja, Franzi, mach mit Smash Fanatic. Bitte los, mitmachen. Video schicken. So. Dann kommt in meinen Cocktail. Wo ist es? Muss ich hier kurz, ne? Man muss es ja natürlich richtig machen. Juni wirkt gerade in der Küche, weil sie das was eklig wäre. So, hier, zack. So, man will ja auch nichts falsch machen. Hier, ne? Ich schau dir zu. Partner, den guten... Lol. Ich hab das Falsche geholt. Das ist nicht der Bananendrink. Ich möchte nicht hier Laser Lemon reinmachen. Ich muss kurz den Bananenshake holen. Ich nutze den Moment, um Danke zu sagen für die ganzen Follows. Ich habe einen Twitch Prime bekommen. Da sage ich nur ein halbes Dankeschön von Mr. Dortmund 92. Mr. Dortmund 92, lass dir von Jay nochmal gesagt sein, was für ein Fan ich bin. Aber Dankeschön für den Prime. Mr. Dortmund 92. Ja, jetzt gibt's den Cocktail, McDonald. Und Smash Fanatic, Franzi hat gesagt, sie macht mit. Und sie würde ja niemals lügen, Chat. Niemals. Das macht sie nicht. Hafermilch ist zumindest leckerer, besonders mit Banane. Ich habe keine Banane und keinen Apfel. Den Rest habe ich aber fast da, glaube ich. Juni ist gerade dran. Bin schon am Mixen. Kappa. Was meinst du, Nexon? Ja, bestimmt Scorpion. Also, ich bin gespannt, was Jay jetzt im Mix sagt. Es sind echt wilde Zutaten drin.